Guten Morgen in die Runde. Es freut mich, euch hier heute Vormittag so begrüßen zu dürfen zu unserer neuesten HR-Webkonferenz hier von Personalleiter Today. Ich bin Marius und werde euch heute durch ein bisschen durch unsere Expertenrunde führen. Kurze Info direkt zum Start. Fragen sind natürlich absolut gerne gesehen. Nutzt dafür gerne hier im Bedienpanel von GoToWebinar einfach das Fragen-Tab und schreibt sie jederzeit einfach rein. Wir werden uns dann immer im Anschluss an jeden Vortrag den Fragen widmen und hoffen natürlich, dass unsere Expertinnen und Experten entsprechend darauf eingehen können. Am heutigen Dienstag haben wir ein Line-up dabei, welches euch aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Ansätzen das Thema Applicant bzw. Employer Experience oder Employee Experience vielmehr mitgebracht hat. Und dazu noch ein kleiner Hinweis sozusagen vorab zum Prozedere. Wir haben ja eine Agenda heute mit 6 Speakern. Allerdings ist es so, dass Personio und Xing, wenn ich richtig informiert bin, die Slots getauscht haben. Das bedeutet, Personio ist heute an dritter Stelle dabei und Xing übernimmt dafür Runde 5. Wie für HR-Themen üblich, steht natürlich der Faktor Mensch im Zentrum unserer heutigen Vortragsreihe. Dazu aber ein kleiner Schwenk ins Marketing. Und zwar ist ja der Begriff Customer Journey eigentlich allen bekannt, ist kein neuer Hut. Und denn auch im HR hat ja im Grunde diese Idee dieses Modells schon lange Einzug erhalten. Und vom ersten Touchpoint eines eventuellen Interessenten an eurer Company bis hin über die Bewerbung, das erste Telefoninterview und so weiter und so weiter, kann man ja heute auch schon von einer Applicant Experience oder Bewerber Experience eigentlich sprechen und auch einer entsprechenden Journey. Passend dazu macht heute Benjamin von Softgarden den Anfang, der euch nämlich ein bisschen was über Arbeitgeberbewertungen und den Wert selbiger irgendwie erzählen wird. Und da das ja häufig auch als einer der ersten Touchpunkte mit eurem Unternehmen gewertet werden kann, macht es Sinn und wir freuen uns, dass er heute an erster Stelle hier den Anfang macht. Wir werden ihn gleich auch sehen. Als eine Art Stammgast ist, kann man fast schon sagen, ist Stefan von eurem Sports Club heute auch wieder mit dabei. Er hat spannenden Input zu hybriden Arbeiten dabei. Ein Painpoint in diesem Modell ist sicherlich das verlässliche und konstante Produzieren von Ergebnissen eines jeden Teammitglieds heutzutage. Wir arbeiten remote, wir arbeiten von zu Hause, wir machen Workations und so weiter und so weiter. Was da für Herausforderungen entstehen und wie ihr damit umgehen könnt, das erfahrt ihr heute ein bisschen von ihm. Dann ein weiterer Regular an sich in unseren HR-Sessions ist auch Personio. Heute auch durch Stefan vertreten, allerdings Stefan mit PH, nicht mit F. Und er wird euch so ein bisschen was zur Digitalisierung erzählen, noch von HR-Prozessen und wie ihr einfach wieder mehr Zeit für eure Mitarbeiter, eure Teams und so weiter in den verschiedenen Units, in den verschiedenen Abteilungen freischaufeln könnt. Wie, was, wann, wo und so weiter. Da liefert Stefan euch an dritter Stelle, wie erwähnt, so ein bisschen neuen Input. In der Folge geht dann hier oder betritt vielmehr Daniel von Experis das virtuelle Parkett und nach der Recruiting Experience und dem Hire kommt die Employee Experience. Ich hatte es eingangs so ein bisschen erwähnt. Er hat Tipps für euch, wie ihr euren ganz eigenen Case aus oder beziehungsweise aus eurem eigenen Case so das Maximum rausholen könnt und in Sachen Mitarbeiterbindung eventuelle Lücken schließen könnt. Im Anschluss kommt dann in Slot 5 nach dem Swap eben Lotta von Xing ans digitale Mikrofon. Ihr heutiges Thema ist E-Recruiting, wenn eure Kollegen schon von überall arbeiten können heutzutage. Ich weiß, das erhält in mehr und mehr Unternehmen Einzug. Dann müssen potenzielle neue Kollegen auch überall erreicht werden. Sprich, die Bewerber müssen überall erreicht werden können, angesprochen werden können. Und welche Updates ihr da eurem E-Recruiting-Prozess vielleicht noch verpassen könnt, hat Lotta euch mitgebracht, beziehungsweise erfahrt ihr entsprechend von ihr. Abgerundet wird dann das Ganze heute von Alex von JobUFO, der euch auch einen Live-Case mitgebracht hat. JobUFO hat im Grunde das Thema digitale Bewerbung ganz neu gedacht. Vielleicht ist es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen schon über den Weg gelaufen. Und die bringen das ganze Thema sehr digital, ja, kann man sagen, in die Neuzeit. Fans von TikTok oder Snapchat werden wahrscheinlich sehr schnell vertraut sein mit dem Modell von JobUFO. Wie gesagt, die, die es schon gesehen haben, für die ist es dann auch nichts Neues. Ich kann euch aber sagen, es ist ein sehr spannendes Tool, es ist ein sehr spannendes Produkt und wie ich finde, revolutioniert es auch so ein bisschen den Recruiting-Markt. Eine klare Vorteilsargumentation darf natürlich an der Stelle nicht fehlen. Die hat er euch auch mitgebracht und freut euch deswegen auch auf den 6. Slot, den wir hier heute im Line-up haben. Soweit so ein bisschen der inhaltliche Rahmen. Lasst uns jetzt aber auch mal gemeinsam in die Inhalte, würde ich sagen, eintauschen, damit ich hier nicht die ganze Zeit sabbel. Ich sehe auch, dass sich das Panel so ein bisschen füllt hier. An der Stelle vielleicht auch mal guten Morgen, Anja, Christine, Erich, Kai, Madeleine und wen ich hier nicht alles sehe. Schön, dass ihr alle da seid.
Und da möchte ich dann doch mal hier Benjamin von Softgarden zu mir bitten. Bist du schon da? Du bist schon da. Jetzt sehe ich dich auch. Guten Morgen. Moin. Und wir können dich auch hören. Ganz fantastisch. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank. Du sagst uns bestimmt gleich noch ein, zwei Takte auch zu deiner eigenen Person und Tätigkeit bei Softgarden, aber gib uns doch vorher vielleicht noch mal eine kurze Idee dazu, damit wir noch ein bisschen genaueres Bild von dir auch bekommen, wie aus dem Student des Sportmanagements heute ein Account Manager für HR-Software geworden ist. Typischer Quereinsteiger im Sales. Genau, ich habe Sportmanagement studiert, war dann einige Jahre selbstständig als Personal Trainer und habe dann ja den Quereinstieg in den Vertrieb gewagt. So großartig spannend war es jetzt gar nicht. Ja, genau, bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Softgarden im Account Management und genau, ich habe dazu auch eine Anekdote in meinem Vortrag. Denn ich finde übrigens bei Arbeitgeberbewertungen und auch generell Sales und Recruiting sind heutzutage gar nicht mehr so verschieden. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Ja, vielleicht noch eine kurze Detailfrage. Welcher Sport ist deine Passion? Bist du ein Leichtathlet? Bist du ein Basketballer? Was ist bei dir die Stärke? Nee, für einen Basketballer bin ich mit 1,79 zu kurz. Aber ich habe früher leistungstechnisch geboxt. Das war so meine Passion. Also im Kampfsport war ich sehr häufig unterwegs. Dann hoffen wir doch mal, dass du uns heute hier was Gutes mitgebracht hast, wovon ich jetzt an der Stelle mal ausgehe und uns einen guten Kampf lieferst sozusagen. An der Stelle, liebe Regie, übertrag doch mal dem guten Benjamin die Übertragungsrechte und allen, die schon da sind und die sich jetzt in den nächsten Momenten dazuschalten. Viel Spaß beim Vortrag von Benjamin und Sofka. Super. Genau. Thema des heutigen Vortrages sind Arbeitgeberbewertungen die neue Superkraft für mehr Conversion im Recruiting. Wir sehen deinen Bildschirm noch nicht. Okay, danke. Dann einmal zurück. So. Jetzt solltet ihr den aber sehen, oder? Jetzt sehen wir Google. Okay. Dann gehen wir einmal in die PowerPoint-Präsentation und dann können wir starten. Genau. Das sieht gut Sind aus. Arbeitgeberbewertungen die neue Superkraft für mehr Conversion? Und zu meiner Person nochmal, ich bin, wie Marius bereits im Intro erwähnt hat, bei Softgarden tätig jetzt seit 2,5 Jahren und bin ursprünglich auch aus Berlin, bin hier geboren, groß geworden und habe gestartet meiner ersten Station im Sales in der Kaltakquise. Warum erwähne ich das? Ich hatte nämlich am Anfang mega, ja, ich möchte sagen, Herausforderungen, Schwierigkeiten, mich in die HR-Tech-Szene ja, da Fuß zu fassen. Denn ich meinte, ich habe früher in einer Marketingfirma gearbeitet vor Softgarden. Okay, gut, wie schnell kannst du jetzt hier Fuß fassen? Wie schnell kommt man hier rein? Und dachte, die Märkte seien eigentlich komplett unterschiedlich, bis ich nach einer Zeit für mich einige Parallelen entdeckt habe, die mir sehr geholfen haben, die HR-Welt besser zu verstehen. Dazu eine kurze Anekdote. Wie gesagt, Kaltakquise war mein Start. In den ersten Monaten im Vertrieb hatte ich ein Ziel von 100 bis 120 Cold Calling Anwahlen. Ziel da natürlich, Termine zu generieren. Conversion relativ gering, ne? Einige von euch haben vielleicht damit Erfahrung gemacht. Genau. Wie ist das denn aktuell im Recruiting? Ich meine, da machen die meisten von euch ja keine Kaltakquise. Vielleicht habt ihr es mal früher gemacht, weil ich hatte einen Vertriebs-Background. Aber heute machen wir noch einen ganz anderen Approach. Ich meine, es gibt auch im Recruiting einen kalten Approach, Active Sourcing, ne? Und wie ist das hier? Auch dort wollen wir natürlich Reichweite generieren, Conversion relativ gering. Da geht es ja auch, wie in der Kaltakquise, darum, Termine zu generieren. Erfahrungsgemäß war es bei mir jetzt so, wenn ich die Leute angerufen habe, und auch bis heute im Vertrieb, sind mir die liebsten Interessenten die, mit denen ich mehrere Touchpoints habe. Das heißt, die sich mit dem Unternehmen wirklich auseinandersetzen. Im Recruiting ja sehr ähnlich. Ne? Die besten Kandidaten sind ja die, die sich da wirklich mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Und was passiert in der Regel nach dem ersten Approach im Cold Calling?
Bei mir war es sehr häufig so, wenn ich irgendwo angerufen habe oder auch bis heute irgendwo anrufe und die Company Softgarden nicht kennt, dann höre ich teilweise im Hintergrund schon auf der Tastatur klippern, wie die Menschen das Unternehmen googeln. Parallele hier zum Recruiting. Wie ist das denn bei euch mit euren Kandidaten? Wenn ihr Stellenanzeigen schaltet, wenn ihr sie via Active Sourcing ansprecht oder auch von mir aus über eine Empfehlung. 8 von 10 Kandidaten recherchieren auch hier, also gerade die, die für euch relevant sind, werden sich nicht ins Blaue bewerben. Das Schlimmste, was euch als Unternehmen jetzt passieren kann, ist, ich google nach euch und finde euch einfach nicht. Dazu hier ein Zitat von Arne Kirchem. Das Schlimmste, also es gibt heute keinen besseren Platz, um eine Leiche zu verstecken, als auf Seite 3 der Trefferliste von Google. Heißt, einer der wichtigsten Faktoren ist hier natürlich die Auffindbarkeit. Wie das genau funktioniert, dazu gleich mehr. Da möchte ich euch ein kurzes Beispiel zeigen, auch ein Live-Beispiel. Und zwar nehmen wir das Beispiel hier von einem unserer Kunden, der sucht in Dortmund Vertriebsmitarbeiter. Für die Auffindbarkeit bei Google gibt es natürlich mehrere Faktoren, ne? Marketing spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Aber Finanzcheck ist hier zum Beispiel bei der Trefferliste bei Google auf dem Job oben gelistet, weil der usergenerierte Content für Google eines der wichtigsten Kriterien ist, um eine Anzeige oben zu ranken. Wie wir an diesen Content kommen, das werde ich im Anschluss erklären. Aber wir kommen jetzt schon auf das Thema des Vortrages und zwar Bewertungen, ne, sind für Google extrem wichtig. Wie geht das dann weiter? Nehmen wir mal das Beispiel Stepstone. Wenn ihr jetzt Stepstone oder eine andere Börse bedient, nehmen wir das Beispiel eines, was hatte ich hier gehabt? Nehmen wir mal Vertriebsmitarbeiter. Vertrieb in Berlin. So. Jetzt findet hier ein Interessent über 1200 Anzeigen. Unabhängig davon, für welche er sich jetzt entscheidet, kommt jetzt hier ein ganz, ganz entscheidender Move. Vertriebsmitarbeiter Study Drive. Nehmen wir das nochmal, Senior Sales Manager. Wenn jetzt ein Kandidat auf diese Anzeige stößt und er sie für relevant betrachtet, werden sich die wenigsten jetzt direkt über diese Anzeige bewerben, sondern machen immer wieder den Move zurück zur Unternehmenswebseite. Und das ist hier wirklich der Wendepunkt, dass wenn wir jetzt eine Anzeige schalten, und ich nehme jetzt mal die Karriereseite von einem Kunden aus der Industrie, von Sunfire, dann wird sich eure Reichweite immer auf eure Karriereseite schließen. Und was wollen wir hier integrieren? Ja. Klar sprechen wir jetzt von einem attraktiven Auftritt in Form von Bildern. Benefits, okay, kennen wir alles, ist jetzt heutzutage nicht mehr der Punkt, mit dem wir das Rennen gewinnen. Deshalb hier oben das wichtigste Entscheidungskriterium. Und zwar die Bewertungen und als zweitwichtigstes mitunter KPIs, die für die nötige Transparenz sorgen. So, dazu mal hier zurück in den Vortrag. Wie treffen wir denn heute Online-Entscheidungen? So. Und da haben wir als Softgun mehrere Studien durchgeführt, aufwendige AB-Tests und haben festgestellt, dass 59% der Kandidaten sich einfach lieber auf Seiten bewerben, wo Bewertungen abgebildet sind. Woher kommt das denn? Unabhängig davon, wen ihr jetzt sucht, ob ihr einen Pfleger sucht, ob ihr einen ITler sucht, ob ihr einen Vertriebler sucht, wir sind doch mittlerweile im Privatleben alle geprägt von Plattformen wie Amazon, Airbnb, Check24 und wie sie nicht alle heißen. So. Mein letzter Einkauf war eine Kaffeemaschine. Hat sich meine Frau gewünscht. So. Wie ist es denn hier? Wenn wir jetzt auf das Produkt von De'Longhi hier stoßen, da könnt ihr euch aber selbst fragen, entscheidet ihr euch bei Amazon für Produkte, die schlecht bewertet sind? Oder wenn ihr ein Hotel bucht, achtet ihr da nicht auf die Rezensionen? Oder wie wichtig sind die für euch?
Und was passiert, wenn ihr seht, das Produkt ist schlecht bewertet? Entscheidet ihr euch dafür? Ich persönlich entscheide mich noch nicht mal für schlecht bewertete Kugelschreiber bei Amazon. Und das, was ich von meinen Kunden tagtäglich höre, ist, dass auch hier ja, man die Parallele sieht. Dass auch immer wichtig, dass auch die Bewertung des Arbeitgebers immer, immer relevanter wird. Ganz spannend bei Amazon ist, wir konvertieren in der Regel auch bei Amazon. Das heißt, ich würde jetzt nicht zwingend DeLonghi im Hintergrund googeln müssen, um eine Entscheidung zu treffen, sondern kann bei Amazon direkt konvertieren, weil sie mir die Bewertungen liefern, weil sie mir die nötige Transparenz liefern und natürlich zu guter Letzt einen sehr, sehr einfachen Prozess haben, den ich entspannt in der Mittagspause oder abends von der Couch aus tätigen kann. So. Hier ist ein Beispiel jetzt von Lieferando, ebenfalls Bewertungen. Was würde passieren, wenn jetzt Amazon oder Lieferando oder ihr auf eurer Karriereseite das wichtigste Kriterium nicht abbildet? Lieferando ist bei uns in Berlin mega, mega beliebt. Und wenn ich jetzt hier nach dem Restaurant suchen würde, so, zack, der Venedigplatz. So, wenn ich jetzt nach einem Restaurant suchen würde und die mir die nötigen Bewertungen auf ihrer Plattform nicht abbilden würden, ja. Zum Beispiel hier der Haferkater, nehmen wir den nochmal. Wenn man Frühstück oder Mittagessen bestellen, ihr würdet die Bewertungen hier nicht finden. Was für die natürliche Reaktion? Ich würde jetzt den Haferkater googeln. So, Haferkater hier in Berlin. Dann lande ich hier auf der Plattform. So, und würde in der Regel, wenn die jetzt auch einen Lieferservice haben, die Bestellung auch jetzt über den Haferkater vollziehen und nicht mehr über Lieferando. Warum? Ich konvertiere nicht mehr hier, weil hier das wichtigste Entscheidungskriterium einfach fehlt. Und das möchten wir natürlich umgehen. Wir möchten aus dem Grund KPIs und Bewertungen bei euch auf der Plattform abbilden, damit ihr die euch integriert und auch besser konvertiert. Hier nochmal ein aufwendiger, also nochmal ein weiterer AB-Test, den wir durchgeführt haben, zum Punkt der Transparenz. Je transparenter euer Prozess, desto besser konvertieren die Kandidaten, die Auswertung 74% bewerben sich, ja, wenn sie die Wahl haben auf einer Karriereseite, lieber, wenn sie KPIs abbildet. Das Thema hatten wir gerade erwähnt, dass unsere gesamte Zielgruppe geprägt ist von den Riesen, hier Amazon, Airbnb, und Uber Eats als Beispiel. Und da will ich euch noch einen weiteren Punkt zeigen, der für die Auffindbarkeit bei Google mega wichtig ist. Denn vielleicht fragt ihr euch jetzt gerade, gut, wenn ihr jetzt erzählt, wie wichtig Bewertungen sind, wissen wir alle schön und gut, aber wie kommt ihr denn überhaupt an die ran? Das will ich euch auch noch zeigen. Das ganze Modul mit der Abfrage der Bewertungen ist an unser Bewerbermanagementsystem gekoppelt. Das will ich euch einmal zeigen. Hier, Feedback-Abfragen. Wir generieren das Feedback nämlich über euren Bewerbungsprozess. Da ist mal angenommen, es bewirbt sich bei euch ein Kandidat. Heute um 10 Uhr habt ihr den Call mit ihm. Dann kriegt er von uns morgen um 10 Uhr über das Bewerbermanagement System eine automatisierte E-Mail mit Bitte um Bewertung. Ähnlich wie Amazon und Co. Ne? Wie war deine Experience? Nach 24 Stunden kriegt er den Link und der Link ist auch wirklich nur einen Tag gültig, weil in der Regel kennt der Kandidat hier ja noch keine Entscheidung bezüglich Absage oder Zusage zum Prozess, sodass wir dadurch gewährleisten möchten, dass er nur den Prozess objektiv bewerten kann. Und unten im Datenschutz kommt jetzt hier nochmal der Cherry on top. Ihr dürft dieses Feedback dadurch nicht nur auf eurer eigenen Karriereseite abbilden, sondern eben auch auf einer Plattform wie Kununu. Und man hört ja tagtäglich, also ich persönlich höre tagtäglich von Unternehmen, ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Einige befürworten Kununu sehr, einige sprechen sich extrem negativ dagegen aus, sagen, es ist ohnehin eine Plattform, wo sich ehemalige Mitarbeiter nur, ich sag mal, einfach auskotzen, weil sie im Schlechten sich vom Unternehmen getrennt haben.
Und wir können, dadurch, dass Softgarden Kununu Content Partner ist, Folgendes machen. Hier oben seht ihr eine Bewertung, die jetzt über den Bewerbungsprozess generiert wurde. 3,8, 4,9. Zack. Das können wir alles ins Kununu-Profil einspielen lassen. Ja. Weil Kununu halt auch in der heutigen Zeit ja einen immer größeren Stellenwert gewinnt. Denn wenn ich, wie gesagt, auf der Karriereseite das wichtigste Kriterium nicht abbilde, ich aber von Kleinigkeiten wie zum Beispiel Bleistift, Handyhülle bei Amazon gewohnt bin, ja, dann zwingt man mich ja förmlich auf weitere Recherche, damit ich mir die Bewertungen hole. Und da können wir eben Abhilfe schaffen, damit ihr eine entsprechende Reputation, auch eure Reputation dort verbessert. Das machen wir bei Bewerbern nach 24 Stunden, bei Mitarbeitern, die werden nach 3 Monaten über Softgarden abgefragt. So. Und dadurch möchten wir, dass, wenn Kandidat ist, eigentlich das Ziel, er kommt auf eure Karriereseite. Wir wollen, dass er alle wichtigen Kriterien bei euch auf der Plattform findet und bei euch konvertiert. So. Genau. Zusammengefasst geht es eigentlich jetzt darum, durch diese Abfrage, durch diese ja, Feedback-Abfrage, eure Auffindbarkeit bei Google zu verbessern. Das wichtigste Kriterium auf eurem eigenen Kanal abzubilden, denn ich meine, Kununu ist ja und bleibt immer noch ein Fremdkanal. Ist das wirklich die Plattform, wo wir unsere Zielgruppe hinführen wollen? Eigentlich nicht. Deshalb bildet das Feedback bei euch ab. Für die, die ohnehin nochmal zu Kununu gehen, seid ihr aber auch da abgesichert, weil ihr das Feedback dort, wie gesagt, abbilden könnt. So. Darum geht es unterm Strich. Hier nochmal. Genau. An der Stelle würde ich mich, ja, möchte ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne stellen. Super. Ich glaube, also mal vielen Dank. Ich glaube, es gibt noch einen Chat, wo du deine Kontaktdaten drin hast. Kann das sein? Das schmeißt sie doch nochmal eben dazu an, dass Ja. alle, die irgendwie tiefer einsteigen wollen. Das ist es, genau. Fantastisch, da bist du. Super. Und mein Groß sozusagen. Ich habe mal eine kleine Frage vorab. Da du ja in deiner Tätigkeit oder in deiner Ta Hauptrolle Vertriebler bist, wie ist deine Einschätzung? Stellen sich Unternehmen auf ihren Karriereseiten zeitgemäß noch da? Ich mache mal ein Beispiel, worauf ich hinaus will. Du hast als Arbeitgeber XY, welche Branche spielt keine Rolle. Du hast als Arbeitgeber immer eine Unternehmenshistorie, es sei denn, du bist ein Startup, was gestern gegründet wurde, sage ich jetzt mal. Du hast immer irgendeinen Ethos, du hast immer irgendeinen Kodex oder irgendwie Leitmotive, mit denen du dich gerne nach außen hin positionierst. Im Hinblick mal auf die gerade heranwachsende oder in den Arbeitsmarkt reinwachsende Generation an New Talent sozusagen. Findest du das noch zeitgemäß oder sollte ein Unternehmen viel mehr sozusagen ins virtuelle Schaufenster wie die Website oder meinetwegen so ein Karriereportal wie so ein Bewertungsportal wie Kununu ganz andere Sachen reinschreiben und wenn ja, welche? Um sich selbst noch besser zu verkaufen sozusagen, weil diese Werte von wir sind 1899 gegründet worden, damit holt man meiner Meinung nach die junge Generation nicht mehr ab. Also erfahrungsgemäß von den Kunden, mit denen ich jetzt tagtäglich spreche, das wissen die meisten Personalabteilungen auch selbst, ist der Unternehmensauftritt jetzt in Richtung der Kandidaten leider nicht mehr immer zeitgemäß. Ja. Und dass ein Unternehmen jetzt 1800, also ich meine, stellt euch das mal vor, ich stelle jetzt Softgarden vor und sage, wow, wir haben 140 Mitarbeiter, 3 Standorte, sind 2003 gegründet worden. Das sind ja nicht mehr die Punkte, warum sich Kunden für Softgarden entscheiden. Also es interessiert den Kandidaten auch nicht mehr primär. Das Kunden heißt, oder Bewerber? beides, beides tatsächlich. Also ein Kandidaten, ich meine, stellt euch das, wenn ihr euch mal jetzt in die Kandidatensicht hineinversetzt, ne, das sind ja Punkte, die hinten heraus als relevanter werden, wenn ich mich mit dem Unternehmen befasse. Aber um den Kandidaten im ersten Punkt abzuholen, ist das jetzt relativ
also ich sag mal zweitrangig, wann das Unternehmen zum Beispiel gegründet wurde. Ne? Da werden auf andere Sachen geachtet. Zum Beispiel? Ich will euch dazu mal eine Folie zeigen. Dazu nehme ich eine Präsentation bei einem Kunden gehabt. Will ich euch mal was zeigen. So, da hat nämlich Indeed letztes Jahr eine Studie veröffentlicht. Könnt ihr die sehen? Also, genau, der Bildschirm ist alles sichtbar. Genau. Vielleicht kannst du Die noch haben mal kurz jetzt in Präsentationsmodus gehen, weil dann sieht man das noch größer. ja. So, das ist eine Studie von Indeed vom letzten Jahr. Die haben bei uns in Europa das höchste Bewerberaufkommen getrackt. Ich musste tatsächlich ein bisschen lachen, als ich die Auswertung gesehen habe, weil die belegt ja, dass der Peak auf den Montagvormittag zwischen 10 und 12 Uhr ist. Ja. Auch wir können diese Zahlen bestätigen in unserem ATS. Ne? Wir sehen auch, dass bei uns bei Softcard das höchste Bewerberaufkommen auf den Montagvormittag ist. Das Lustige ist, wo ist meine Zielgruppe denn da? Ja. So, die bewerben sich ja meistens aus dem festen Arbeitsverhältnis heraus. Und das belegt ja, dass meine Zielgruppe jetzt gerade irgendwo auf Arbeit ist, montagmorgens irgendwas passiert, dass die jetzt gerade gefrustet sind, vielleicht passt die Führungskraft nicht, gerade vielleicht erfahren, dass die Kollegen im anderen Unternehmen viel mehr verdienen, gibt es ja etliche Gründe. Unterm Strich gehen die jetzt ja online in ihrer Frühstückspause und recherchieren. Die wollen natürlich nicht, dass ihre Führungskraft oder ihre Kollegen mitbekommen, dass die sich jetzt gerade umschauen. Das heißt, man hat ein relativ kleines Zeitfenster. Wir sind ja auch grundsätzlich verwöhnt, gerade vom E-Commerce, dass alles sehr, sehr schnell geht. Wenn ich jetzt auf die Karriereseite komme, dann geht es halt primär natürlich um die Attraktivität der Seite. Wie ist die Unternehmenskultur? Ne? Also, wie ist mein erster Eindruck? Und dann natürlich Bewertungen und KPIs. Ja, das sind so die drei Hebel, die wir für uns Okay. herausgefunden haben, besonders gut funktionieren. Das heißt, unterm Strich, neben dem harten Kriterium wie Arbeitgeberbewertung sozusagen, geht es auch um die ganzen Benefits. Aber ich meine jetzt so Obstkiste und sowas, das ist ja alles Schnee von gestern oder von vorgestern vielmehr. Das heißt, was sollte ich denn deiner Meinung nach da hinschreiben, um mich bestmöglich zu verkaufen? Kommen wir doch mal auf eine harte Antwort sozusagen. Also Zahlen sind das eine, Umstände ist ein zweiter Punkt, dass ich zeitlich irgendwie sehr begrenzt bin, weil ich eh im Arbeitsumfeld in der Regel bin, wenn anscheinend laut Studien ich mich in diesen Zeitfenstern auch darum kümmere, was es auf dem Markt noch so alles gibt. Aber was ist es denn? Du, Benjamin, wovon wärst du angesprochen? Also ich bin natürlich immer ein Freund davon, ich möchte immer möglichst schnell tatsächlich die Werte und die Unternehmenskultur verstehen. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, es ist ein super, super konservatives Unternehmen ist, würde ich mich persönlich schon unwohl fühlen. Punkt zwei, ich finde auch die Transparenz zu den Gehaltsangaben sehr, sehr wichtig. Ja. Weil da sparen sich Kandidaten und aber auch Personaler wesentlich mehr. Also ja, ganz schön ein Stück Zeit. Alright, dabei belassen wir es jetzt einfach mal. Ich will dich da nicht weiter festnageln an der Stelle auf der Frage. Ich glaube, die Regie hat noch ein, zwei weitere Punkte und wir können mal mit dem Blick auf die Zeit, wir sind nämlich gut im Plan, da können wir uns auch noch mal kurz ein paar Minuten für nehmen, ehe wir dann zu Stefan von Urban Sports Club übergehen, der auch schon hier in der Leitung ist, aber den holen wir dann gleich dazu. So. Das eine ist Bewertungsmanagement. Wir können ja mal ein bisschen gucken, ob wir hier so ein bisschen was fusionieren können. Dann die Veröffentlichung, das gehört ja irgendwo auch zum Bewertungsmanagement und alles gehört eigentlich zum Bewertungsmanagement. Verbessern, veröffentlichen und reagieren. So. Ich glaube, das kann man in einer Antwort fast machen. Versuch mal. Also, wie sollte man auf negative Bewertungen reagieren? Das Wichtigste ist, überhaupt erstmal zu reagieren, die nicht im Raum stehen lassen zu lassen. Und gut, die Regeln des Feedbacks kennen wir ja. Wir wollen jetzt niemanden persönlich angreifen. Darauf müssen wir jetzt natürlich gar nicht, jetzt nicht wirklich tief drauf eingehen. Wichtigste ist einfach, man muss darauf reagieren. Wie sollten die Bewertungen veröffentlicht werden? Auf eurem eigenen Kanal, also primär auf eurer eigenen Karriereseite. Und wenn ihr Kununu befürwortet im Unternehmen, bietet sich das natürlich auch immer an, ne? Weil die Abwanderung zu Kununu erfolgt sehr häufig trotzdem. Wie können Unternehmen ihre Bewertung verbessern? Ganz, ganz spannender, ganz, ganz spannender Punkt. Vor negativem Feedback sind wir nicht geschützt. Also das kriegen wir gratis und müssen wir auch nichts tun.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass je mehr Content wir generieren, also die mehr Leute wir abfragen, dass wir dadurch den Score verbessern können, weil das vereinzelt negative Feedback, das ist halt wichtig, es ist in den meisten Fällen wirklich nur vereinzelt negativ, dadurch, ich sag mal, ein wenig verwässert wird, weil wir viel mehr objektives Feedback generieren. Funktioniert halt wirklich nur, wenn man auch im Unternehmen eine gute Unternehmenskultur hat, ne? Wenn man in Einzelfällen, wirklich ganz, ganz einzeln, ne? Vielleicht stimmt ja das Feedback. Das kann ich so nicht beurteilen, ne? Wichtig ist, einfach die Masse abzufragen. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für die Einblicke insgesamt, die du uns hier heute mitgebracht hast. Auch nochmal den kurzen Schwenk in die Studienzahlen jetzt zum Ende. Und dann würde ich mal sagen, beste Grüße nach Berlin an der Stelle und vielen Dank, dass du heute Vormittag bei uns warst. Und alles Gute, schöne Woche noch weiterhin dir. Danke, ebenso. Bis dann. Bis dann. So. Und wir bleiben aber auch in der Hauptstadt, sofern der Stefan, der Gute von Urban Sports Club, sich nicht heute von woanders zuschaltet. Stefan, komm doch mal dazu. Liebe Regie, springt schon mal mit den Charts ein kleines Stück weiter. Genau, also ihr seht mich hier unten links. Ansonsten bin ich persönlich auch gar nicht so interessant. Vielleicht zwei Worte zu mir, bevor ich euch etwas von der Werkbank berichte, wie wir beim Urban Sports Club in hybriden Arbeitskontexten arbeiten, wie wir Team Leads und Teams dabei bestmöglich unterstützen. Mein Name ist Stefan Manz. Das könnt ihr alle lesen. Ich bin beim Urban Sports Club seit 2,5 Jahren verantwortlich für die Führungskräftebetreuung und Entwicklung auf der Businesspartnerseite und nun seit ja, einem guten Dreivierteljahr mit einem etwas erweiterten Zusammenhang Kultur und Zusammenarbeit, wir nennen das bei uns Culture and Collaboration, mit einem sehr, sehr starken, sehr, sehr motivierten Team unterstützen wir unsere Führungskräfte und unsere Teams europaweit mit dem neuen hybriden Arbeitszusammenhang zurechtzukommen, indem wir uns nach Pandemie und nach vielen, vielen Lernzyklen nun befinden. Vielleicht als kleiner Disclaimer, Hybrid ist bei uns sozusagen das New Normal, sodass ich nicht nur alleine mit euch hier die Ehre habe zu sprechen, sondern ich habe auch ein kleines Publikum dabei, das hier vor Ort ist und das ebenso gerne lauschen möchte, was ich euch allen mitzuteilen habe. So, sammelt Fragen, schreibt sie in den Chat. Ich denke, wir haben im Anschluss genug Zeit, noch die ein oder andere Frage von euch zu beantworten. Ich bleibe einfach bei dem Du und fange einfach mal an. Für alle von euch, die den Urban Sports Club noch nicht kennen, eine ganz, ganz kurze Kontextualisierung, kurze Einordnung. Was macht der Urban Sports Club? Wir verbinden sportbegeisterte Menschen. Unsere Vision ist, dass wir Menschen zu einem aktiven und sportlichen Leben verhelfen wollen. Das sind wir alle, die Sport machen wollen. Das sind aber auch vor allem Unternehmen, die merken, insbesondere im Nachgang der letzten 2 Jahre, wie wichtig Gesundheit, Bewegung und diese Themen für die Unternehmensbindung und Unternehmensthemen, auch Kulturthemen geworden sind. Und haben ein sehr, sehr starkes Netzwerk an Partner, Studios, kleinere, auch große Ketten. Wir sind offline, online, hybrid unterwegs, setzen also genau das um, was wir eigentlich auch in unserem Arbeitsmodell verfolgen. Vielleicht kommt daher auch unsere Affinität zu Hybrid. Wir haben um die 20.000 Online-Kurse, 11.000 Partnerstandorte. Das ist europaweit in 7 Ländern. Das heißt, mit einer Mitgliedschaft könnt ihr dort überall Sport machen. Über 50 Sportarten könnt ihr auswählen beim Urban Sports Club und das in mehr als 80 Städten. Wir haben insbesondere in den letzten 2 Jahren mit vielen, vielen Unternehmen zusammengearbeitet und arbeiten noch weiterhin zusammen und es werden immer mehr. Warum ist das so? Sportportfolios sind zunehmend für Recruiting, aber auch für die Kulturentwicklung, wie ich gerade sagte, entscheidend und wichtig. Unternehmen profilieren sich als Employer of Choice, profilieren sich mit einem Sportangebot und einem Gesundheitsangebot insgesamt in ihrem Employer Branding, tun etwas für die eigene Unternehmenskultur und Gesundheit. Insbesondere hier beim Urban Sports Club ist uns das besonders wichtig. Und mit dem Produkt, was wir Unternehmen anbieten,
bietet sich auch immer eine gute Gelegenheit, nicht nur on-site, also offline Sport zu machen, sondern eben auch in hybriden Teams, in dispersen Teams, in Online-Angeboten zusammenzukommen. Dazu vielleicht 2, 3 Sätze später. Vielleicht habt ihr auch noch eine Frage dazu, wie wir zum Beispiel Teamentwicklung und Teambonding über unser Sportprodukt auch gut unterstützen und erhalten. Wahrscheinlich, wie bei euch das auch so in der überwiegend der Fall war, pre-Covid hatten wir eine sehr, sehr starke Büro- und Präsenzkultur. Der Urban Sports Club hat sehr, sehr viele sportbegeisterte Menschen. Menschen, die aus dem Teamsport auch kommen. Und ich würde sagen, so den Grundpfeiler unserer DNA beim Urban Sports Club ist im Prinzip präsent zu sein, sich wahrzunehmen, zu feiern, miteinander in Bewegung zu sein, in Kontakt zu sein, sodass Mobile Work, damals hieß es eben dann Homeoffice oder Mobile so insgesamt, eigentlich eher eine kleinere Rolle spielte. Das waren so 4 bis 6 Tage pro Monat, die insgesamt Mobile Work angeboten wurde auch gar nicht komplett ausgeschöpft. Wie bei allen auch, aufgrund der Rahmenbedingungen, auch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, hat sich das dann quasi umgekehrt. Mobile Work wurde das New Normal, das präsente und dominante Arbeitsmodell. Und das Büro haben wir die 2 Jahre über zwar offen gehalten, aber doch mit einem sehr reduzierten Zugang, sodass wir Hygienekonzepte sicherstellen konnten, dass wir Kontakte vermeiden konnten, wo es ging. Und uns dann entschieden haben, Anfang diesen Jahres quasi aus beidem das Learning zu übernehmen. Einerseits war Mobile Work, wie sich hier intern aus Umfragen erkennen lassen, zu einer großen Mobilität gefühlt. Mitarbeitende waren sehr zufrieden damit, von verschiedensten europäischen Ländern zu arbeiten. Das war alles so ein bisschen noch arbeitsrechtlich zu begleiten und anzuschauen. Und gleichzeitig haben wir aber auch die Rückmeldung bekommen, dass es viele, viele Mitarbeitende gibt, die den persönlichen Austausch im Büro, das Miteinander arbeiten, das Kreativsein, dass sich tatsächlich auf Themen auch austauschen, dass sie auch das nicht vermissen wollen. Und so sind wir seit jetzt gut 3 Monaten in der Phase, dass wir uns anschauen, wie wir auf der einen Seite die Flexibilität im Mobile Working und auf der anderen Seite eine gute Präsenzkultur erhalten können. Und das ist sozusagen das neue hybride Arbeitsmodell des Urban Sports Club. Und da würde ich euch ganz gerne ein wenig mehr von erzählen, ein paar Einblicke und Einblicke in unsere Gedanken und unsere Vorhaben schildern. Das ist alles am Start. Das heißt, wir haben in den letzten 2 Jahren unsere Führungskräfteentwicklung darauf ausgelegt, stark mit Remote-Teams arbeiten zu können. Und nun lernen wir auch selber erst, wie wir diesen hybriden Ansatz gut über alle Standorte hinweg anbieten können und aufrechterhalten können. Vielleicht für euch ganz kurz, worüber spreche ich denn eigentlich, wenn ich von hybridem Arbeitsmodell spreche? Beim Urban Sports Club haben wir uns dazu entschieden, dass jeder Mitarbeiter an einem festen Standort seinen Arbeitsplatz hat. Das heißt, wir haben keine reinen Remote-Verträge, sondern eine klassische Arbeitsortzuordnung, so dass jeder in den 365 Tagen des Jahres weiß, von welchem Büro aus oder von welchem Hub aus gearbeitet wird. Innerhalb dieser 12 Monate steht es dann Mitarbeitenden frei, in Rücksprache mit ihren Führungskräften, bis zu 4 Monate von einem anderen europäischen Land aus zu arbeiten, in dem wir auch operativ unterwegs sind, das heißt, in dem wir auch Büros haben, Hubs haben. Das heißt, man kann sich in Portugal, Lissabon beispielsweise, man kann sich in Madrid, aber auch in Barcelona, in Mailand oder Paris, lauter schöne Städte, Amsterdam, kann man sich entscheiden, an Bord zu gehen. Man bucht da einfach einen Platz und arbeitet dann von einem unserer anderen Hubs aus. Das hat den Vorteil, dass wir gleichzeitig auch Teambonding auf der Ebene betreiben, dass Mitarbeitende sich über die Landesgrenzen hinaus in der ganzen Gruppe kennenlernen. Innerhalb dieser 3 Monate steht Mitarbeitenden aber auch noch die Option zur Verfügung, von einem anderen europäischen Land aus zu arbeiten. Wir haben das Working from Abroad Model auf Europa beschränkt, aus arbeitsrechtlichen Gründen. Und also von diesen 4 Monaten, die wir für hybrides und mobiles Arbeiten zur Verfügung stellen,
Kann man also bis zu 3 Monaten auch hier in Rücksprache mit den Teamleads von einem anderen europäischen Land aus arbeiten. So, könnt ihr euch vorstellen, dass das zu Herausforderungen führt. Herausforderungen einerseits, weil wir als Urban Sports Club damit auch noch nicht viel Erfahrung haben. Das heißt, wir lernen wie alle anderen auch. Und wir sind auf diese Lernerfahrung auch angewiesen. Deswegen an dieser Stelle schon mal die herzliche Einladung. Wer immer von euch hier zuhört und selber Erfahrungen gesammelt hat, schon mit hybriden Arbeitsmodellen, nimmt gerne mit mir im Anschluss Kontakt auf. Ich bin dankbar für jeden Lernaustausch und für jede Idee, auch für jeden Ratschlag, um sich da irgendwie gut in die Zukunft begeben zu können. Vielleicht haben die ein oder anderen von euch mitbekommen, dass vorletzten Monat war es jetzt schon, im April, März glaube ich sogar, das St. Galler Institut für Führung und Personalmanagement eine Längsschnittstudie veröffentlicht hat, die das Institut seit tatsächlich 2016 in etwa 80 Unternehmen durchgeführt hat. Befragt wurden um die 13.000 Personen. Und in dieser Längsschnittstudie, die zu New Work und New Culture aufgesetzt wurde, hat sich dann sozusagen die Corona-Pandemie hineingeschlichen. Und das war natürlich ganz interessant, weil im Beginn 2020 mit Corona auf einmal viele, viele der, vielleicht für die einen oder anderen sehr verrückt oder das ist vielleicht so ein bisschen neuere Generation, ne? Generation Y, Z und so weiter, affines Arbeiten, das man dann so als New Work bezeichnet hat, dass auf einmal diese Arbeitsideen und Arbeitsmodelle doch sehr relevant wurden und man gesehen hat, das hat eine ganz konkrete Rückverankerung in unseren Arbeitssituationen, in dem Moment, wo Teams eben in ein remotes Arbeitsumfeld transportiert werden, werden diese Mechanismen und Instrumente von New Work umso wichtiger. Und diese Längsschnittstudie hat sich mal angeguckt, was hatte dann von 2017 hier bis 2021 der Anteil an hybrider Arbeit eigentlich so für einen Stellenwert. Die zwei Zahlen seht ihr hier, also 2017 waren noch ungefähr 23% der 13.000 Befragten mit hybrider Arbeit, das heißt teilweise auch in Remote-Arbeiten unterwegs. 2021 waren das dann 56%, also ein Zuwachs von 143% von 2017 bis 2021. Und das lässt sich nun auch nicht mehr so einfach zurückdrehen. Gleichzeitig hat St. Gallen gefragt, was denn so die Herausforderungen waren. Und bei 15% der Befragten haben sich deutliche Herausforderungen herausarbeiten lassen. 22% der Befragten, 15% fühlten sich in der Zeit isoliert, waren also schwer nur angebunden, hatten wenig Kontakt zu ihren Teams, hatten wenig Kontakt zur Führungskraft oder zum Unternehmen insgesamt. Ihr habt wahrscheinlich alle auch die Herausforderungen in einem Homeoffice-Setup, neue Mitarbeiter gut in eine Unternehmenskultur onzuboarden, zu integrieren. 22% fühlten sich isoliert. Fast 30% fühlten sich weniger engagiert in dieser Zeit und 48% der Mitarbeitenden fühlten sich schlicht und ergreifend erschöpft. Also fast die Hälfte. Das sind wahrscheinlich alles keine überraschenden Zahlen, weil wir als Personaler damit tagtäglich konfrontiert sind und uns tagtäglich überlegen müssen, wie gehen wir denn mit diesen Herausforderungen um. So auch wir beim Urban Sports Club. Und wir sind, und das ist vielleicht so ein bisschen der Anschluss an die zwei vorherigen Webinare, an denen ich schon mal so ein bisschen von unserer Werkbank berichtet habe. Wir haben uns angeguckt, wie Führung und die Führungsaufgabe sich verändern muss und haben diese Führungsaufgabe seit den letzten 2 Jahren sehr eng in der Veränderung begleitet. Auch mit unseren Führungskräfteentwicklungsprogrammen, die wir unter anderem auch deswegen hybrid durchführen, um in diesen Arbeitsmodus zu finden. Aber Führung jedenfalls hat die Aufgabe, den Rahmen für hybride Teamarbeit zu schaffen. Das Ziel von hybrider Teamarbeit ist dann in erster Linie, Selbstorganisation zu entwickeln. Da komme ich gleich nochmal im Detail zu. Wenn die Führungskraft in Remote-Zusammenhängen und in hybriden Teams teilweise arbeiten, Teile des Teams zusammen vor Ort, andere wählen sich immer wieder hinzu, sodass die klassische Remote-Situation
in der Zusammenarbeit, wenn Teams miteinander wirken, so ohne weiteres gar nicht aufzulösen ist, insbesondere nicht, wenn ihr euch vorstellt, dass 4 Monate pro Jahr die Möglichkeit besteht, dass immer mal wieder eine Person aus dem Team woanders arbeitet, dann muss sich die Führungsaufgabe verändern. Das heißt, Führung hat zunehmend die Aufgabe, Sinngebungsprozesse im Team zu moderieren, verschiedene Perspektiven einzuholen, verschiedene Perspektiven zur Sprache und zur Geltung bringen zu lassen, um eine gute Entscheidungsbasis und Entscheidungsfindungsmöglichkeit für Teams zu ermöglichen. Das heißt auch, dass Führung in Zukunft, das sehen wir bei uns schon sehr stark, auch in unserem Führungskräfteprogramm, das sind insbesondere die Themen Facilitation, Betreuung von Remote-Meetings, wie führe ich da durch, wie gehe ich quasi in solche Gruppenfindungsprozesse hinein, dass das eine sehr hohe Resonanz bei unseren Führungskräften findet. Facilitation heißt hier, Führungskräfte müssen viel, viel mehr in die Lage versetzt werden, durch einen Methodenkoffer, auch durch ein Gespür für eine Situation zu merken, was braucht denn eigentlich gerade die Gruppe, mit der ich arbeite oder das Team, mit der ich arbeite, an Impulsen von mir in diesen Videokontexten, um gut weiterarbeiten zu können. Und auf der individuellen Ebene wird die Führungskraft mehr und mehr zum Coach, Teammitglieder zu Coaches, mit dem Ziel, die Selbstorganisation im Team zu erhöhen und Blockaden und Entwicklungspotenziale von Mitarbeitenden zu heben und schlicht und ergreifend zu begleiten. Moderation, Facilitation, Coaching haben wir uns jetzt auch nicht ausgedacht. Wer die New Work-Debatte schon seit längerem verfolgt, dem ist das in dem Kontext Selbstorganisation auch gar nicht so unvertraut, denke ich mal. Also das sind eigentlich so relativ klare Anknüpfungspunkte und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gesammelt. Für uns heißt hybrides Arbeiten, dass wir uns auf einem ganz hohen Perspektive, sagen wir so 60.000 Fußblick von oben hinab, auf 3 große Bereiche konzentrieren, wenn wir Führungskräfte von den Businesspartnern aus betreuen, wenn wir aber auch mit Teams direkt arbeiten. Wir gucken uns also an auf der Ebene des Bondings beziehungsweise des Vertrauens. Einerseits, wie man Vertrauen innerhalb des Teams über Distanz aufrechterhalten kann, auch aufbauen kann, nicht nur zur Führungskraft das Vertrauen und das Vertrauen der Führungskraft quasi zu spüren, sondern auch ein Vertrauen zwischen den Peers, zwischen den Teammitgliedern zu erhalten und aufzubauen. Das ist immer dann relativ herausfordernd, wenn Personen vielleicht erst nach ein paar Wochen oder Monaten überhaupt in physischen Kontakt mit dem Team kommt. Wir hatten beispielsweise vor 2 Wochen hier unseren ersten großen People Summit wieder gehabt mit vielen, vielen neuen Kollegen, die in den letzten Monaten dazugekommen sind, die sich aus ganz Europa hier in Berlin einfinden, das erste Mal ins Auge sehen konnten. Und man hat die Dynamik gespürt, man hat die Energie gespürt. Die ist ganz, ganz wichtig. Sodass der zweite große Bereich, auf den wir achten, Zugehörigkeit ist. Im Englischen nennen wir das bei uns hier Belonging. Das heißt, alles, was ich brauche, um eine Identifizierung mit der Aufgabe, mit dem Unternehmen, aber vor allem auch mit dem Team aufrechterhalten zu können. Dazu gleich ein wenig mehr. Und der dritte große Bereich, auf den wir gucken, sind Strukturen. Passen die Strukturen zu den Bedürfnissen, die sich aus Vertrauen und Zugehörigkeit ergeben? Führung hat daraufhin die Aufgabe, wenn ich sage, Führung hat die Aufgabe, Remote-Teams zu ermöglichen und Selbstorganisation in Teams zu ermöglichen, hat die Führung vor allem die Aufgabe, Zusammenarbeit zu ermöglichen. Und das heißt, zu gucken, wie Vertrauen, Zugehörigkeit und Struktur in den Teams bestmöglich gelingen kann. Ich habe das mal in so ein Dreieck gepackt. Einfach nur deswegen, um zu veranschaulichen, dass wir nicht von 3 separat nebeneinander stehenden Silos sprechen, sondern dass die Komponenten Vertrauen, Zugehörigkeit und Struktur miteinander im ständigen Austausch sich befinden. Das heißt, wenn ich an Struktur etwas ändere, wenn ich Informationsvergabe verändere, wenn ich Tools verändere, mit denen ich Informationen teilen will, hat das immer auch eine Auswirkung auf Vertrauen und auch immer wiederum eine Auswirkung auf die Zugehörigkeit im Team. Das heißt, wenn ich im Team Entwicklungsprozesse schaue, dann muss ich in diese beiden
vielleicht nicht unmittelbar von einer Veränderung betroffenen Bereiche ebenso schauen. Wenn neue Personen hinzukommen, dann habe ich natürlich einen Effekt auf Zugehörigkeit. Vielleicht kommen auch mal 2, 3 neue Personen mit ins Team dazu. Vielleicht verlassen 1, 2 Personen das Team zum gleichen Monat. Zugehörigkeit hat dann relativ schnell verständlich auch eine Auswirkung auf Vertrauen, aber eben auch auf die Strukturen. Das heißt, ich muss mir über diese 3 Dinge immer wieder Gedanken machen. Ich möchte jetzt im Folgenden noch die Zeit nutzen, um euch so die ersten Einblicke zu teilen, was sich hinter diesen verschiedenen Kategorien, die jetzt sehr allgemein erstmal sich anhören, verbirgen und worauf wir insbesondere von unseren Kulturentwicklern und Businesspartnern Wert legen und Acht geben. Vertrauen, vielleicht Grundlage für jegliches Vertrauen, ist, wie wir sehen, psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit, vielleicht ein Buzzword gerade so post-Corona, man hört es überall, aber psychologische Sicherheit bei uns im Verständnis von als Persönlichkeit so sein zu können und zu dürfen, wie man sich fühlt. Keine Angst zu haben, mit Äußerungen vielleicht in bestimmte Schubladen oder in bestimmte Ecken gedrängt zu werden und aufeinander dann auch entsprechend sich so einzustellen, dass man diese psychologische Sicherheit nicht selber genießt, sondern diese psychologische Sicherheit im Team auch gegenseitig gewährt. Also es ist ein Austauschprozess, psychologische Sicherheit. Ganz wichtig ist hier die Einstellung, die Haltung der Führungskraft. Also ohne eine Führungskraft, die psychologische Sicherheit vorlebt und ermöglicht, wird das relativ schwierig im Team umzusetzen sein. Und da setzen wir dann recht oft schon an persönlichen Coaching-Momenten mit Führungskräften an, um psychologische Sicherheit zu reflektieren. Mit psychologischer Sicherheit und der Haltung geht dann oft auch eine Haltung von Empathie einher. Empathie nicht in dem Sinne von einfach nur mal so ein bisschen reinhören, wie geht's dir heute, sondern ein tatsächliches, aufrichtiges Mitempfinden. Wo steht eine Person gerade? Was braucht eine Person, um an dieser Mitteilnahme an der psychologischen und emotionalen Ist-Situation anknüpfen zu können, um die Person, die betroffene Person direkt in Lösungsansätze zu bringen. Das ist sozusagen der Fokus, der hinter Empathie steht. Wir machen das mit kleinen Hacks, also auch kein Voodoo, aber das ist ein sehr hilfreicher und wirksamer Hack. Wir beginnen Meetings immer mit einer Mindful Minute oder mit einem What Occupies Your Mind Session. Das heißt, Leute haben die Möglichkeit zu sagen, wie es ihnen gerade geht. Wir hören zu und geben dem ganzen Raum und üben dadurch auch gleichzeitig unsere Empathiemuskeln und unsere psychologische Sicherheitsempfindung. Wir arbeiten, wenn es auf Vertrauensbasis geht, insbesondere mit den Leads, sehr, sehr stark mit Erwartungen. Also wenn Führungskräfte in eine Führungsrolle promoted werden, auch wenn wir neue Leads dazu holen, die Businesspartner ihren ersten Kontakt haben mit Leads, geht es immer darum, dass Leads mal reflektieren, welche Erwartungen haben denn eigentlich in meinem Kopf als Führungskraft, als neue, all die Stakeholder um mich herum, all die Personen, die von meinem Führungsverhalten irgendwie betroffen sind. Und das ist sehr interessant. Zu erkennen, vor allem für die Leads zu erkennen, die Führungskräfte zu erkennen, mit welchen, wir nennen das Erwartungserwartungen, also quasi mit welchen Erwartungen sie im Kopf unterwegs sind, die andere Personen an sie haben. Und vor allem ist es auch interessant, weil wir nicht nur Personen in den Blick nehmen, also Teammitglieder, Vorgesetzte, Peer-Leads und so weiter, sondern wir nehmen auch Prozesse mit in den Blick und fragen zum Beispiel, was hat denn ein Zielsetzungsprozess beim Urban Sports Club für eine Erwartung an dich? Und dann last but not least, um Vertrauen aufzubauen, ist eine offene Fehlerkultur und eine Feedbackkultur notwendig. Das ist momentan, würde ich sagen, so der Punkt, an dem wir sehr, sehr stark arbeiten, an dem wir jetzt ansetzen und versuchen, ein einheitliches Verständnis durch die gesamte Organisation zu entwickeln, was wir von Feedback oder was unser Verständnis von Feedback ist. Und Feedback ist in diesem Sinne auch keine Einbahnstraße, sondern braucht auch die Offenheit und die Bereitschaft, Feedback nehmen zu wollen und im Prinzip in einem ständigen Austausch zu sein, um die anderen 3 Bereiche austarieren zu können. So viel erstmal zu Vertrauen. Ihr seht, dahinter verbergen sich sehr, sehr viele Arbeitspakete, mit denen wir tagtäglich umgehen und die wir auch gerne erweitern.
Aber das soll es erstmal an der Stelle zu Vertrauen gewesen sein. Zugehörigkeit lässt sich vielleicht am einfachsten in die Formel bringen, dass Zugehörigkeit sich am besten herstellen lässt durch eine gemeinsame Vision. Und das ist nicht nur eine Unternehmensvision, sondern auch die Notwendigkeit für sich als Team, eine Vision in Bezug auf den Sinn der Unternehmung zu definieren und davon abgeleitet auch mal zu gucken, was ist eigentlich die Daseinsberechtigung als Team? Das ist das, was sich bei uns hinter Purpose verbindet. Also was ist sozusagen der Mehrwert, den wir als Team in die Organisation einsteuern? Sind wir uns dessen eigentlich bewusst? Haben wir ein gleiches Verständnis davon? Na, wo Vision eher die Frage ist, warum stehe ich eigentlich morgens auf und gehe zum Urban Sports Club? Ist der Purpose schon konkreter in Bezug auf, was würde beim Urban Sports Club eigentlich fehlen, wenn es Culture and Collaboration zum Beispiel nicht gäbe oder wenn es eine Organisation wie People Experience innerhalb des Urban Sports Club nicht gäbe. Und dann unterhalten wir uns, wenn es um Zugehörigkeit geht, auch immer über Werte. Und deswegen ist es so relevant, dass jedes Mal, wenn sich etwas verändert in der Teamzusammensetzung, immer wieder auch mal auf die Werte geguckt wird. Werte sind nichts anderes als die Antwort auf die Frage, was ist mir persönlich eigentlich gerade in dem Arbeitskontext, in dem ich mich befinde, wichtig, um meine Arbeit gut zu machen oder um diesen Purpose auszufüllen. Diese Werte sind erstmal sehr individuell. Als Teamwerte arbeiten wir dann daran, dass sich aus diesen individuellen Werten von vielleicht 6 Teammitgliedern 4, 5 Teamwerte erarbeiten lassen, die die Teammitglieder alle zusammen aushandeln, diskutieren. Das sind sehr, sehr interessante, auch gleichzeitig Teambuilding-Prozesse. Zu Zugehörigkeit, das vielleicht nur am Rande erwähnt, gehören aber auch alle die systemischen Regeln von Zugehörigkeit, die auch beachtet werden sollten. Also eine solcher Regeln zum Beispiel, auf die wir Acht geben, ist, wenn jemand Neues irgendwo dazukommt, dass man erstmal zuhört, dass man lernt, dass es sozusagen so eine Art Regel gibt, derjenigen, die schon länger dabei sind. Aber das nur eine von diesen systemischen Grundregeln, die bei Zugehörigkeit eine große Rolle spielen. Und last but not least, mit Blick auf die Zeit, schreite ich mal zum dritten Bereich vor. Das sind die Strukturen. Die sind vielleicht am klarsten zu beschreiben, aber auch am aufwendigsten und am zeitintensivsten zu pflegen und zu verbessern. Zu Strukturen gehört die Frage der Kommunikation. Also wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander sprechen? Wie oft wollen wir uns beispielsweise in hybriden Arbeitskontexten in Personam treffen? Tun wir das auf einer Teamebene 2-mal die Woche? Das heißt, es könnte eine gewisse Spannung geben für diejenigen, die mal 3 Monate von woanders arbeiten wollen oder vielleicht auch nur für 3 Wochen aus dem europäischen Ausland arbeiten wollen. Wie organisieren wir dann diese Arbeitszusammenhänge? Wie bilden wir sozusagen Strukturen der Zugehörigkeit, wenn wir ein paar Leute über Webcam dazu geschaltet haben, schalten sich dann alle dazu. Das sind sozusagen Regeln, die zur Kommunikation dazugehören und das sind die Grundstrukturen. Wir treffen uns beispielsweise mit dem gesamten europäischen Team in regelmäßigen Abständen vor Ort. Wo das ist, wird immer ausgehandelt. Aber wir haben uns entschieden, quasi in diesem hybriden Arbeitsmodell immer ganz konkrete physische Austauschorte zu haben. Von Kommunikation unterschieden ist Information. Das ist also die Frage, was wollen wir wie miteinander teilen? Wann nutzen wir E-Mails? Wann nutzen wir Slack? Wann nutzen wir Asana? Welche Informationen gehen wo rein? Und das ist durchaus ein Findungsprozess. Was kommt in Confluence an Dokumentation und nicht in ein anderes Tool? Vor allem braucht dieser Informationsaspekt ein ständiges Lernen und ein ständiges wieder ins Bewusstsein zurückholen. Und das ist sehr ressourcenintensiv, wie wir lernen. Also jede Person, die neu in ein Team hinzukommt, aber auch wenn sie Cross-Teams für eine kurze Zeit auf Projekte bilden, muss das immer wieder von Anfang an in einem Projektcharter und in so einer Art Projekt-Canvas auch ausdefiniert werden und festgezurrt werden. Und dann die engere Frage bei Strukturen, welche Werkzeuge wollen wir nutzen, wofür und welche nutzen wir vielleicht auch nicht für bestimmte Arbeit, gleichwohl sie vorhanden sind. Und dann schauen wir bei Strukturen noch auf den vierten Bereich und das sind die Rollen. Da versuchen wir jetzt in Zukunft, zumindest in unserem Team, ein kleines Experiment, in dem wir uns so in die Welt der Holakratie bewegen und mal schauen,
wie wir Rolle und Verantwortlichkeiten so definieren, dass wir Rolle in Zukunft nicht mehr an eine Position binden, sondern Rolle quasi an eine Funktion im Team, sodass man verschiedene Rollen, die man hat, zum Beispiel jemand, der für den Zielsetzungsprozess, wir arbeiten mit OKRs hier bei uns, verantwortlich ist, auch sagen kann, die Rolle als, wir nennen sie OKR-Champion, die war ganz schön für die Zeit, im Moment habe ich aber einen Fokus und eine Priorität woanders. Ich hätte diese Rolle, würde sie gerne abgeben, sodass wir uns etwas mit den Zuständigkeiten von den eigentlichen Positionen, für die Leute eingestellt werden, verändern. Und gucken mal, wie wir darüber flexibler in dem hybriden Ansatz in der Strukturbildung unterwegs sind. Selbstorganisation, das ist sozusagen das Ziel, wenn wir durch diese drei Bereiche hindurchgewandert sind. Selbstorganisation braucht, wie vielleicht klar geworden ist, hier Führung. Und Führung ist nicht etwas, was vom Himmel fällt, sondern Führung braucht Unterstützung. Und wir haben in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, so das erste Jahr, halbe Jahr war so schon viel, viel lernen und beobachten und gucken, wie wir mit dem Remote, mit der Remote-Situation umgehen, haben wir ein hybrides Leadership Support Framework, wie wir das nennen, aufgebaut, das, wie ich eingangs ja erwähnt hatte, auf Erwartungsabgleich ganz stark Wert legt, also zu ein wirkliches Verständnis zu haben, was ist eigentlich mit der Führungsrolle, die ich ausfülle als Mensch im Urban Sports Club eigentlich verbunden. Welche sind diese mannigfaltigen Erwartungen um mich herum? Sind mir die bewusst? Wenn sie mir nicht bewusst sind, wo kann ich Klarheit finden? Welchen Gesprächen, welchen Dialogen kann mir da jemand Antwort geben, welche Erwartungen da sind? Wir unterstützen unsere Führungskräfte insbesondere auf dem Businesspartner, aber auch im allgemeinen Leadership Development, das heißt unser Führungskräfteentwicklungsprogramm damit, wie man situativ führen kann. Und das ist weniger Hersey Blanchard, also diese klassische Gaußsche Kurve, die viele von euch möglicherweise kennen, sondern wir gucken ganz spezifisch darauf, welche Rolle einer Führungskraft kann ich eigentlich in welchem Kontext am besten anwenden? Wann bin ich sozusagen derjenige, der entscheiden muss, der auch bestimmen muss, der sich vielleicht durchsetzt? Aber wann bin ich quasi die Person, die eher in eine Coaching- und unterstützende Funktion gehen muss? Diese Rollen wie Moderator, Facilitator spielen da quasi auch noch mit rein. Wir arbeiten da mit fünf verschiedenen Führungsrollen, um nicht zu tief ins Detail zu gehen, aber das ist, was sich bei uns hinter situativen Führen verbirgt. Und dann schauen wir sehr stark auf Selbststeuerung und Kommunikationsprozesse. Das heißt, dass Führungskräfte bei uns Angebote an die Hand bekommen sollen, wie sie solche Remote-Meetings immer besser strukturieren, sich auch selber da wohler fühlen in dieser Moderationsrolle und vielleicht auch gegebenenfalls dann so in Richtung schon mal Großgruppenformate Unterstützungen unterwegs sind. Und last but not least, einen Moment, muss nur mal ganz kurz hier den Bildschirm verschieben, haben wir als vierten großen Bereich der Führungskräfteentwicklung Teamdynamik und Motivation. Das wäre fast schon ein ganzes Seminar, wenn man da eintauchen wollen würde. Motivation ist für uns der Schlüssel und der Anker, um eigentlich wirklich in eine Selbststeuerung zu kommen und ein Team auch so führen zu können, dass die Mitarbeitenden in ihr Entwicklungspotenzial starten können. Da sind Motive als innere Antreiber, als Energiequellen, die wir in uns tragen, eine ganz wichtige Schlüsselfunktion. So. Komme ich zum Schluss. Key Takeaways, gibt mir jeder von euch in sich, was sind so vielleicht die zwei, drei Dinge, die ihr mitnimmt. Mir wäre es wichtig, dass ihr mitnehmt, dass bei uns hybride Führungsarbeit eben auf diese drei Bereiche achtet, Vertrauen, Zugehörigkeit und Struktur herzustellen und dass wir Führungskräfte dabei begleiten und auch in Zukunft auswählen werden, diese drei großen Bereiche auch bestmöglich unterstützen zu können. Das hat dann mit den persönlichen Kompetenzstrukturen durchaus auch was zu tun. Die entwickeln wir, aber die sind bei uns leitgebend in Zukunft. Also mit T, nicht mit D. Das soll es an dem Punkt gewesen sein. Ich freue mich, wie gesagt, auf den weiteren Austausch mit jedem von euch. Bin mir nicht sicher, ob jetzt noch viel Zeit für Fragen geblieben ist. Ich sehe, ich
etwas, ein paar Minuten über der Zeit. Danke für eure Geduld und übergebe zurück an die Zentrale. Ja, Zentrale hier. Hi. Vielen Dank für die Rückgabe oder Übergabe. Das minimale Überziehen, das ist jetzt nicht so tragisch. Wir sind ja auch leicht verspätet in den Vortrag reingestartet. Erstmal vielen Dank dir für die erneut genommene Zeit. Auf ein, zwei Punkte würde ich gerne vertiefen noch eingehen, dich aber gleichzeitig bemühen, mit dem Blick auf die Zeit, vielleicht knackige Antworten zu geben. Ja. Das erste, so ein bisschen aus der Hüfte geschossen vielleicht sogar. Stichwort Tech-Stack für erfolgreiches hybrides oder remotes Arbeiten. Was sind vielleicht die 3 bis 5 Säulen, die jedes Unternehmen, was das erfolgreich betreiben möchte, auch braucht? Liebe Regie, blendet mal die Fragen kurz an der Stelle aus. Ich gehe noch auf ein paar andere Themen ein. So, schieß los. Tech-Stack, was wir für hybride Zusammenarbeit bei uns nutzen, sind im Prinzip Tools, die fast alle Startups auch nutzen. Hier drumherum sollte bekannt sein. Ich würde sagen, am wichtigsten ist, ein Alignment herzustellen, nicht nur innerhalb des eigenen Teams, sondern zumindest auf Department-Ebene, am besten auf ganzer Unternehmensebene, was man nutzt. Und was man nutzt, ist vielleicht die Kernregel Reduce to the Max, also nutze nur auch wirklich das, was sinnvoll und notwendig ist. Wir haben bei uns im Team Confluence im Einsatz, wir haben Slack im Einsatz, wir haben die G Suite im Einsatz und wir haben Asana im Einsatz. Und darüber organisieren wir uns auf den täglichen Aufgaben, dokumentieren unsere Projekte und haben auch dann bestimmte Räume, in denen wir auch ganz konkret entscheiden, welche Themen fließen eigentlich wo ein. Mhm. Okay, sehr gut. Finde ich, das können wir einfach mal so stehen lassen. Und die zweite Frage, du hast jetzt gerade selber schon Startup gesagt, also die ich persönlich nochmal habe, und dann würde ich auch das Wort gleich mal an deinen Namensvetter Stefan von Personio abgeben wollen oder übergeben wollen. Man sagt ja gerne auch heutzutage nach wie vor, dass der Mittelstand so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, beziehungsweise das auch lange Jahre war. Nun ist es häufig so, dass eben dieser Mittelstand im Grunde nur Standorte in Deutschland hat, vielleicht mal im Dachraum und wenn man so ein bisschen über den Tellerrand guckt, vielleicht noch irgendwie eine Produktionsstätte in Fernost nutzt oder irgendwie sowas. Ne? Das heißt, dass dieses remote Arbeiten beziehungsweise von mehreren Standorten, sei es Irland, sei es Portugal, Lissabon, hast du, glaube ich, erwähnt, das ist gar nicht im Mix drin, weil diese Standorte ganz einfach nicht gibt. Und wie, jetzt komme ich zur eigentlichen Frage, wie schätzt du das ein, wie können diese Unternehmen aus dem Mittelstand, die geografisch, sage ich mal, limitierter sind, das Schaffen im War for Talent auch zukünftig die jungen Leute weiterhin attracten. Weil ich sage jetzt mal so, aus den Metropolregionen München, Berlin, Düsseldorf, keine Ahnung, Frankfurt, da haben Firmen wie auch ihr häufig die Möglichkeit, sich entsprechend aufzustellen, gerade wenn man international strukturiert ist. Aber wie ist das bei denen, die in ihrer vielleicht auch eher ländlicheren Region super fest verankert sind, seit Jahren da eine feste Größe oder Jahrzehnten, müssen die jetzt eine Abwanderung ihrer jungen Leute in die Städte befürchten oder was können die machen, damit sie das irgendwie abfangen für sich? Ja, ich würde die Frage nochmal erweitern. Wie können sie überhaupt die jungen Leute bekommen, um nicht irgendwann vor Veralterung auszusterben? Ich habe mit vielen diesen mittelständischen Unternehmen gearbeitet, bevor ich beim Urban Sports Club quasi die Seite gewechselt habe. Und ich kenne den Pain. Ich würde aber gleichzeitig auch antworten, es ist gar nicht anders. Es ist eigentlich genau die gleiche Herausforderung, weil es spielt eigentlich nicht die Rolle, ob es eine Landesgrenze ist, ob es eine Kontinentalgrenze ist, ob es eine Stadtgrenze ist oder einfach schlicht und ergreifend eine andere Straßenseite ist. In dem Moment, wo wir uns als Menschen nicht mehr physisch in der Zusammenarbeit begegnen, sind wir mit der gleichen Limitation konfrontiert, nämlich dass wir keinen sinnlich erfahrbaren Austausch mehr miteinander haben. Und dann gelten eigentlich die gleichen Regeln, die wir in den letzten 2 Jahren auch im Homeoffice gesammelt haben. Und die gelten dann auch genauso für jeden Mittelständler, der vielleicht, und ich erinnere mich an einen großen Heizungsbauer, einen Bekannten, der in der Provinz produziert, sehr erfolgreich, aber schon 2016 eklatante Probleme hatte, junge Nachwuchskräfte in die Provinz zu holen. Ne? Die Mitarbeitenden hatten vielleicht Interesse daran, aber dann die Familie nicht mehr. Die haben sich gedacht, was mache ich denn hier den ganzen Tag? Für die wird es natürlich sehr interessant, wenn sie sagen, wir gehen auf hybride Arbeitsmodelle und schauen uns mal an, wo gerade eigentlich die Leute mit ihren Familien wohnen wollen und integrieren sie quasi in die Projekte und in die Arbeitszusammenhänge, die notwendig sind. Also ich glaube tatsächlich, dass wir mit der Erfahrung 2 Jahre Homeoffice gesetzlich angeordnet so nicht mehr zurückkommen in diese
vor Corona Arbeitswelt. Und dann wird es natürlich Nuancen geben. Und das ist das ist vielleicht die Hauptherausforderung, die für ein Startup etwas einfacher ist, aber auch das ist vielleicht einfach nur ein Glaubenssatz, quasi den Mind-Change hinzukriegen. Also quasi wirklich zu erkennen, was heißt das eigentlich, wenn ich das zulasse? Was heißt das eigentlich in meiner Führungskultur, wenn ich auf Vertrauen wirklich setzen muss und wenn ich nicht mehr das klassische Command-and-Control-Verfahren irgendwie durchsteuern muss, sondern eben all die Instrumente nutze, die vielleicht noch belächelt wurden vor 2 Jahren und die so unter New Work subsumiert wurden zu der Zeit. Okay, ich würde mal vorschlagen, also vielen Dank für die Ausführung an der Stelle. Finde ich auch alles total plausibel und nachvollziehbar, dass da einfach, dass man eher die Chancen sehen sollte, sagen wir mal unterm Strich, anstatt das irgendwie einen Berg oder als einen Berg von Herausforderungen zu identifizieren. Ich würde mal vorschlagen, dass wir vielleicht die Punkte, die hier jetzt noch stehen, dass wir die mal einsammeln im Nachgang, liebe Regie. Tut euch da doch nochmal mit dem Stefan zusammen, damit wir jetzt mal zum nächsten Vortrag übergehen und das Zeitmanagement einigermaßen intakt halten. Bevor wir aber zu Personio rüber switchen, vielen Dank dir. Liebe Grüße nach Berlin, auch an das Team. Da kennen sich ja auch so ein paar Gesichter hier auf unseren beiden Seiten. Und dahin auch, wie gesagt, alles Gute und erstmal noch eine gute Woche weiterhin. Ja, vielen Dank, dass ihr mich mal wieder eingeladen habt, dass ich dabei sein konnte und bis zum nächsten Mal. Bis dann, danke dir. Meldet sich gerne bei mir. Tschüss. Ciao. So, neue Runde, neues Glück. Beziehungsweise war schon ziemlich cool, aber jetzt machen wir genau in der Kerbe, machen wir weiter, schlagen wir weiter rein. Stefan, diesmal mit PH, glaube ich, von Personio. Schalte dich doch mal dazu. Da bist du, wir sehen dich. Hi. Guten Morgen. Jetzt können wir dich auch hören. Guten Morgen. Liebe Regie, spielt doch mal dem guten Stefan die Rechte zu. Dann kann er uns schon mal zeigen oder beziehungsweise anteasern, was er uns mitgebracht hat. Bevor auch du uns ja wahrscheinlich noch so ein bisschen ein, zwei Takte zu dir sagst oder es irgendwie einen Chart gibt, wo du so ein bisschen ausführlicher darauf eingehst, wer du eigentlich bist. Kurz mal eine Frage zu deiner persönlichen Erfahrung bei Personio, die ja dieses New Work-Konzept also mehr als adaptiert haben, kann man ja fast sagen, und das auch in euer Produkt im Grunde immer wieder aufs Neue ummünzt. Wie war es im Hinblick auf die Entfaltung deines produktiven Potenzials? Also wer vielleicht den Teaser im Vorfeld gelesen hat zum Vortrag vom Stefan heute, da ist genau das eine eigentlich der Key Lines, wenn man so will. Entfaltung des produktiven Potenzials. Du bist ja jetzt auch nicht erst seit gestern da, sagen wir mal so. Ja. Wie würdest du sagen, war da bisher deine eigene Erfahrung? Tricky Frage, weil tatsächlich kenne ich es ja nur so. ich bin zwar nicht erst seit gestern da, sind jetzt auch knapp 2 Jahre tatsächlich schon bei Personio. Muss allerdings auch dazu sagen, es ist mein erster Fulltime-Job nach der Uni. Insofern, ich habe im September 20 gestartet. Ich hatte das Glück, mein Onboarding, das war gerade so die Phase, als es gerade so ein bisschen besser war, mein Onboarding wirklich live vor Ort in München zu haben. Aber ich kenne eigentlich das nur mit diesem hybriden Setup. Genieße das aber auch sehr. Also für mich, und deshalb fand ich auch gerade die letzte Frage sehr spannend. Ich selber komme aus Barby, aus dem kleinen Dorf, 2000 Einwohner. Und ich sehe so den Split zwischen einigen Leuten gleichen Alters, die geblieben sind, aber auch wie mir, die weggegangen sind. Und ich sehe einfach so diesen Split, der lang sehr, oder ja, der sehr groß war, sehr breit war irgendwo, weil ich natürlich ganz andere Möglichkeiten hatte in München und sehe es jetzt aber immer mehr. Und das finde ich ganz spannend. Die ehemalige Klassenkameraden etc. ist jetzt doch, ich sag mal, auch über ein Remote-Setup dann in die größeren Companies schaffen, wo man sich dann doch wieder auf LinkedIn findet und sagt, ach Mensch, das ist ja cool. Bist du jetzt in Düsseldorf? Nö, immer noch daheim. Klasse, die Mietpreise würde ich auch gern zahlen. Also so nach dem Motto. Insofern, das ist schon mal ganz spannend, wie es jetzt mein eigenes produktives Potenzial entfaltet hat. Ich glaube, diesen Luxus wirklich zu haben, immer das zu machen, was für mich gerade am besten ist und das auch wirklich tages, ich entscheide manchmal morgens, ehrlich gesagt, wie ich gerade müde bin, wie ich gerade aus dem Bett komme, fahre ich ins Office, bleibe ich daheim, wenn ich doch vielleicht eine halbe Stunde länger schreiben will, bleibe ich halt daheim. Das ist der absolute Wahnsinn, wenn ich denke auch gerade Sachen wie Krankheitstage, die man sich vielleicht früher genommen hätte. Also ich bin mittlerweile, ist jetzt vielleicht kein super Beispiel, aber wenn ich ein bisschen angeschlagen bin, mein Gott, kann ich auch von daheim arbeiten, aber oft bin ich einfach so, dass ich dann auch nichts verpassen will. Ich glaube, das sind so die Sachen, diesen Luxus, den man hat, den man sich nehmen kann und dadurch immer das Beste für sich rauszupicken und dann auch einfach freitags zum Beispiel im Homeoffice den Computer zuzuklappen und zu sagen, so, jetzt habe ich Wochenende und bin sofort weg. Das ist schon klasse. Also
Ich kenne es, wie gesagt, nur so, deshalb vielleicht ein bisschen schwierig aus meiner Perspektive. Aber ich genieße es, wie es ist, und ich würde es nicht mehr tauschen wollen, ich würde es nicht mehr hergeben wollen. Wenn ich es mit meinen vorigen Werkstudentenjobs zumindest vergleiche, das ist der einzige Vergleich, den ich habe. No way würde ich nochmal für eine Company arbeiten, die beispielsweise eine 40-Stunden-Woche im Office fordert, ganz ehrlich. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Bevor wir jetzt gleich vielleicht in deinen Inhalt einsteigen, doch nochmal so ein kurzer Schwenk. Wer die Twitter-Welt letzte Woche verfolgt hat, aber mindestens wer irgendwie dann auf LinkedIn die ganzen Meltdowns im Nachgang gesehen hat, es hat sich ja mal wieder unser, wie soll man sagen, Tausendsasser CEO von Tesla hat sich ja mal wieder gemeldet und hat gesagt, er will auf jeden Fall die Leute wieder in die 40-Stunden-Woche on-site sozusagen bringen. Was ist deine Einschätzung dazu? Mehr populistische Aussage oder ist da auch perspektivisch wieder was dran, dass sich doch einfach auch viele wieder zurückdrehen werden? Ich hoffe nicht, dass es sich zurückdrehen wird. Wie gesagt, ich hab's gelesen, ich habe es gesehen und ich war sehr konträrer Meinung. Von daher, ich verstehe den Punkt zu sagen, er hat es ja irgendwo begründet mit, wer so tun möchte, als würde er erst hier arbeiten, soll das bei einer anderen Company tun, so nach dem Motto. Schön und gut, aber ich glaube, wir haben ja mittlerweile genug Studien, ohne dass ich die jetzt auswendig zitieren könnte. Und ich spreche jetzt irgendwann natürlich auch für den europäischen Raum, aber die zeigen, dass es durchaus effektiv ist mit dem Homeoffice, dass die Produktivität steigt. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwo subjektiv von mir so ist oder subjektiv von Elon Musk. Das ist einfach, glaube ich, was man mittlerweile ganz gut nachweisen kann. Ja, und wenn ich dann zwischendurch halt mal meine Wäsche aufhängen muss, mein Gott, ich glaube, daran geht Person ja jetzt auch nicht zugrunde. Von daher sehe ich überhaupt nicht, aber ich glaube, die Quintessenz ist einfach eine gewisse Unternehmenskultur. Wir haben eine unfassbar ambitionierte Kultur, wir haben unfassbar ambitionierte Ziele, an denen wir alle gemeinsam arbeiten. Und ich glaube, wir sind uns dieser Verantwortung selber bewusst. Also insofern, wenn diese Kultur da ist, dann macht man, glaube ich, auch seine Arbeit. Und dann ist man froh, dass man sich eine Stunde am Tag hin und her spart, macht einen guten Job und sieht das als Win. Fantastisch. Zeit ist ein gutes Stichwort. Jetzt will ich dir endgültig auch das Wort überlassen. Lass uns das mal versuchen, dass wir so um 10 vor an deinen Folgeredner übergeben können. Um und bei dicken Daumen. Und dann sind wir auch hier für alle, die hier live gerade noch am Start sind im Plenum, gut im Zeitplan und keiner kommt zu spät am Ende der ganzen Veranstaltung hier in seine Mittagspause. Super, dann Stefan, viel Spaß, leg los. Vielen Dank nochmal, dass du da bist. Rechte hast du, glaube ich. Und viel Spaß beim Vortrag. Ihr seht meinen Screen, ne? Wir sehen Schöpfen Sie alles. Ihre Produktivität. Wunderbar. Ja, dann lasst uns doch direkt reinstarten. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Danke auch an meinen Vorredner. Ich habe den Anfang leider verpasst, fand den Vortrag aber dennoch sehr spannend. Habe ich auch einige Punkte gesehen, die glaube ich, bei uns auch ganz gut angewandt werden. Ja, im Großen und Ganzen, wie schon angekündigt, geht es darum, dass wir natürlich Produktivität und Effizienz voll ausschöpfen wollen. Wir von Personio sind ein Softwareunternehmen. Das bedeutet natürlich, wir plädieren irgendwo für eine digitalisierte HR und darum soll es dann schließlich auch gehen. Ich werde versuchen, es möglichst kurz zu halten, beziehungsweise ein bisschen abzukürzen, dass wir schön durchkommen, dass ich euch auch nicht zu sehr vollschwalle. Ganz kurz zu mir. Wir bei Personio, wir lieben simple, kurze, knackige Titel. Deshalb bin ich Professional Customer Growth Manager. Und damit sind wir jetzt, glaube ich, auch in der Zeit. Groß und Ganzen für die, die aus einer anderen Branche kommen. Eigentlich bin ich Account Manager. Das bedeutet, ich betreue unsere Kunden. Ich bin für alle Themen rund um Vertrag, rund um Paket etc. zuständig. Wir sehen uns in einer Beraterrolle, aber natürlich auch in einer Salesrolle. Es ist irgendwo eine ganz nette Kombi, die mir auch sehr großen Spaß macht. Nicht wundern übrigens, ich arbeite hier mit zwei Screens, also wenn ich nicht immer direkt in die Kamera schaue, liegt es daran. So, ganz kurz zur Agenda. Ja, im Großen und Ganzen wollen wir oder möchte ich ganz kurz auf die Erfolgsfaktoren eingehen, nämlich als Menschen. Wir sprechen von Human Resources, also ganz klar der Begriff Mensch, die den Erfolgsfaktor für Unternehmen bilden. Möchte auch auf Schmerzpunkte eingehen, die unsere Kunden beispielsweise haben. Damit man einfach auch verstehen kann, damit man auch verstehen kann, wie eine digitale HR funktionieren kann, wie sich Unternehmen auch diese Transformation irgendwo erlauben können und möglich machen können. Ich möchte dennoch auf die Herausforderungen auch einer digitalen HR eingehen, denn es ist leider nicht so, dass, naja, rein durch die Digitalisierung plötzlich alle Probleme wie von allein verschwinden. Da also auch ganz klar nochmal aufzeigen, was bleibt, beziehungsweise was entsteht gegebenenfalls auch durch diese Digitalisierung.
Da möchte ich natürlich auch auf diese bereits erwähnte Produktivität eingehen, in Kombination mit Effizienz und Effektivität. Und zu guter Letzt einfach einige wichtige Erkenntnisse noch mitgeben, damit man dann auch für die Zukunft wirklich diese Veränderung bewirken kann. So, damit würde ich einfach reinstarten. Genau, ihr alle kennt diesen Slogan, Menschen spielen die größte Rolle für den Erfolg jedes Unternehmens. Ja, wir haben es alle schon gehört, das ist so ein Slogan, mit dem versuchen natürlich viele Arbeitgeber auch Talente zu gewinnen. Meine Frage ist jetzt tatsächlich, verstehen wir wirklich, was damit gemeint ist? Und dadurch, dass es jetzt hier nicht um die Einstellung oder um die Bindung von Talenten gehen soll, sondern wirklich um Effektivität, Effizienz und Produktivität, möchte ich einfach ein bisschen mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie Ihren Mitarbeitenden beim Finden eigener Wege helfen können. Und dabei sehen wir, wie gesagt, wir sind natürlich sehr voreingenommen von Personio, eine digitale HR-Software als unverzichtbar. Warum ist das so? Naja, im Endeffekt bildet HR natürlich eine der Wurzeln eines Unternehmens, eine der wichtigsten Aspekte einer jeden Company. Und wir merken einfach, oft sind die Gründe, warum man als Personaler oder Personalerin diesen Job ursprünglich mal angefangen oder gelernt hat, völlig andere als das, was man jetzt heute tatsächlich macht tagtäglich. Deshalb vielleicht einfach nochmal ein kurzer Appell an alle Zuhörenden. Fragt euch doch einfach nochmal, wenn ihr im HR arbeitet, warum habt ihr euch für diesen Job entschieden? Warum ist konkret die Entscheidung für eine HR-Rolle gefallen im Vergleich zu einer anderen Rolle in der gleichen Company? Ist es vielleicht einfach, weil die Rolle eine strategische Bedeutung fürs ganze Unternehmen hat? Ist es, weil ich meine Mitarbeitenden weiterentwickeln kann, weil ich Visionen schaffen kann? Ist es, weil ich einfach eine Vertrauensperson bin, weil ich Ansprechpartner und Partnerin sein möchte? Im Endeffekt gibt es wahrscheinlich alle möglichen Gründe, aber wir wollen dafür dann einfach auch sorgen, dass man diese Gründe, weshalb man diesen Job ursprünglich natürlich gewählt hat, auch ausleben kann. Sprich, wir wollen den Personalern die Zeit zurückgeben, damit sie das tun können, was sie ursprünglich wollten, im Sinne von sich auf Strategien, Visionen, Entwicklungskonzepte zu konzentrieren. Und dazu möchte ich dann auch gleich mal ganz kurz darauf eingehen, auf einer der nächsten Slides, wie viel Zeit geht denn tatsächlich darauf, beziehungsweise wie viel Zeit geht denn tatsächlich verloren und wie viel Zeit wird denn tatsächlich auf eben jene Prozesse verwendet. Und ich denke, im Endeffekt spielt es dabei dann auch keine Rolle, ob ich jetzt Personaler bin, die ich jetzt hier ganz gezielt adressiere, oder ob ich ein Gründer, Manager etc. bin. Im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, alle der Meinung, wir wollen natürlich Spitzenteams, am besten mit einer super Performance. Jeder soll sich wohlfühlen. Das ist so irgendwo der Wunschgedanke. Und das schlägt sich natürlich auch auf den Unternehmenserfolg aus. So. Jetzt lässt es mich hier nicht klicken. Sekunde. Jetzt. Genau. Wie gesagt, ein Faktor für den Erfolg sind auf jeden Fall Mitarbeitende, die die Innovation fördern, die Produkte entwickeln, die Produkte vermarkten und verkaufen und auch die Kunden betreuen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen über meine Rolle gesprochen. Ich sehe mich jetzt natürlich in den letzten beiden Punkten am meisten. Leider entwicklungstechnisch ist bei mir recht ebbe. Aber das sind eben all diese Bereiche, in denen wir um qualifizierte, gute und vor allem motivierte Mitarbeitende nicht herumkommen. Wenn ich mir jetzt anschaue, was ist die Rolle der Personalabteilung oder von Personalteams, wie es hier steht, das zieht sich einmal komplett durch. Ja, wir begleiten dann oder ihr begleitet die Mitarbeitenden von A bis Z, von Anfang bis Ende. Könnt ihr jetzt sagen, bevor dem Eintritt ins Unternehmen bis zum Austritt oder eben auch, wenn man sich so, ja, ich sag mal, die Bereiche in der Unternehmung anschaut, dann seht ihr hier das Recruiting, ja, super essentiell, um die richtigen Mitarbeitenden zu finden. Das Onboarding, worauf wir extrem großen Wert legen. Ich habe hier intern die Rolle mal gewechselt zwischendurch. Ich hatte das Onboarding zweimal. Das ist immer sehr spannend, das ist immer sehr viel. Aber wahnsinnig gut. Also ich war direkt nach dem Onboarding ready und dachte, ich kann jetzt Bäume ausreißen. Hin zu einem Arbeitsplatz natürlich auch eine gewisse Wohlfühlatmosphäre zu schaffen, sei das im Büro, wo ich mich gerade befinde, sei das aber auch im Homeoffice, das es mir also auch ermöglicht. Und mein Namensvetter und Vorredner hat das auch gesagt, mit diversen Tools natürlich dieses Remote oder dieses hybride Setup auch zu schaffen, dass all das garantiert ist, dass das reibungslos läuft. Die Mitarbeiterentwicklung, die bei uns rein softwaretechnisch, rein produkttechnisch dieses Jahr ganz, ganz groß im Vordergrund steht, wir haben da gerade ein neues Modul
veröffentlicht zum April, die es mir natürlich ermöglicht, nicht immer nur die besten Talente zu finden im Recruiting, sondern natürlich auch meine eigenen Leute weiterzuentwickeln und mir selber irgendwo die besten Mitarbeitenden zu schmieden, sage ich mal. Natürlich ein Thema, das die letzten Jahre dann auch viel, viel mehr Beachtung gefunden hat, Gott sei Dank, ist die psychische Gesundheit. Sei das jetzt mit der ganzen Corona-Situation, aber auch schon davor, haben wir, glaube ich, alle gemerkt, wir kommen nicht drum rum, das als wichtigen Aspekt auch zu sehen. Und mit Sicherheit fällt da auch eine gewisse Teilverantwortung, ich will jetzt nicht sagen Haupt, aber eine Teilverantwortung auf eine Personalabteilung ab. Und zu guter Letzt, das ist ein Aspekt, den ich vorhin schon angesprochen habe, natürlich auch die HR-Strategie, also wirklich auf Unternehmensebene, wo möchten wir dahin? All diese Themen also und noch einige drumherum liegen beim HR-Team und all diese Themen möchten natürlich oder sollen natürlich irgendwo auch ermöglicht werden. Das bedeutet, wir sagen, und wie gesagt, wir sind voreingenommen, aber wir sagen, HR braucht die Digitalisierung. Und hier seht ihr ein ganz simples Tortendiagramm an sich, einfach um das einmal bildlich darzustellen. Wir haben hier diese gelben, diese strategischen und tagtäglichen Aufgaben, die eben gerade angesprochenen, die wegen denen dieser Job hoffentlich gewählt wurde oder meistens gewählt wurde, möchte keine Vorgaben machen. Und zu guter Letzt aber auch die Verwaltungsaufgaben, also eher die administrativen, die repetitiven Prozesse, all sowas. Und wir haben festgestellt, dass rund 40, 45%, ich glaube 43, muss man in den Notes schauen, 43% sind es, tatsächlich auf diese Verwaltungsaufgaben draufgehen. Also sprich, 43% der Zeit von HR-Mitarbeitenden gehen für Verwaltungsaufgaben flöten. Und idealerweise wollen wir das natürlich reduzieren. Also das sind 2 volle Tage pro Woche. Wenn man sich das dann im großen Kontext betrachtet, ist da noch deutlich Optimierungsbedarf. Das sind dann Sachen wie Interviews zu koordinieren, Abwesenheiten zu genehmigen, Erinnerungen rauszuschicken. Ja, ihr könnt es euch wahrscheinlich noch viel besser denken als ich. Ich arbeite als Account Manager in der Regel mit Unternehmen zusammen, die bereits eine Software im Einsatz haben. Aber auch da ist natürlich immer noch Optimierungsbedarf und den wollen wir möglichst bieten. Im Großen und Ganzen ist das Ziel also, und das ist hier, glaube ich, einmal ganz schön animiert, genau, diesen gelben Teil, und das ist nichts, was auf einmal passiert, das muss man auch ganz klar dazu sagen, aber diesen gelben Teil, sprich diesen strategischen Anteil der Aufgaben, deutlich auszubauen und ja, im Großen und Ganzen weg von diesen administrativen Tasks zu kommen nach und nach. So, vielleicht ganz kurz auf die Schmerzpunkte eingegangen. Was kommt denn tatsächlich auf Unternehmen zu? Es ist so, dass ich natürlich ohne eine digitalisierte HR sehr komplexe, ineffiziente Prozesse oft habe, sehr viel manuelle Arbeit und zeitaufwendige Verwaltungstätigkeiten. Ich glaube, das könnte man auch in einen Punkt packen. Und zu guter Letzt natürlich auch Daten- und Sicherheitsrisiken. Das ist, glaube ich, ein Thema, das ist irgendwo im Bewusstsein da. Und ich glaube, die meisten wissen wie und was. Die Umsetzung ohne Digitalisierung ist dann tatsächlich aber oft sehr schwierig. Das ist was, was auch wir noch erleben, gerade bei, ich sag mal, neueren Kunden, die wir dann noch aktiv dabei unterstützen, diese Prozesse dann. Ich meine, das eine ist natürlich, eine Software zu implementieren. Das andere ist, sie dann auch im Tagesgeschäft einzusetzen. Wo wir dann aber auch gerne noch unterstützen. Jetzt möchte ich trotzdem noch darauf eingehen, mit digitalisierter HR im Vergleich habe ich dann im Idealfall natürlich eine einzige Quelle der Wahrheit. Bedeutet natürlich, ich habe alle meine Daten am gleichen Ort, ich habe die sicher abgespeichert, ich bin datenschutztechnisch und sicherheitstechnisch somit auch gut aufgestellt. Ich habe intelligente Integration, das bedeutet, ja, einzige Quelle der Wahrheit ist natürlich das Ideal, aber oft brauche ich dann doch noch das ein oder andere Tool, aber die kann ich sauber anknüpfen. Ich kann mein HR-Tool wirklich als zentralen Punkt im Unternehmen verankern und kann darüber hinaus dann in andere Bereiche natürlich auch steuern. Es ist eine gewisse Zugänglichkeit da. Wir von Personius legen großen Wert drauf und ich glaube, das machen die meisten anderen Anbieter auch. Ich will ja auch gar nicht zu sehr auf Personio oder andere Anbieter eingehen, aber natürlich eine Zugänglichkeit zu schaffen. Also sprich, dass die Mitarbeitenden Zugriff aufs Tool bekommen. Ich beispielsweise kann mir meine Lohnscheine runterladen, ich kann meine Abwesenheiten beantragen etc. Alles einfach über den Browser. Wie gesagt, das ist nichts, was wir exklusiv haben, das machen die meisten so.
Dadurch geht natürlich auch wieder viel manuelle Arbeit dann weg. Wir haben Datenberichte und Sicherheit. Das heißt, wenn ich das natürlich alles sauber in einem Tool habe, dann kann ich mir anhand der ganzen Daten, die dort ohnehin gepflegt werden, super spannende Berichte ziehen. Ich kann also alles auswerten. Ich kann meine Analysen machen. Ich habe ein viel besseres Controlling dahinter. Und kann dann in einem Folgeschritt diese Prozesse natürlich auch irgendwo rationalisieren und wirklich datenbasiert arbeiten. Ich kann die Automatisierung vorantreiben in verschiedensten Bereichen. Ich glaube, das ist jetzt ein sehr übergreifender Begriff. Aber im Großen und Ganzen bleibt dann natürlich noch die Internationalisierung. Das ist auch ein Punkt, der ja schon im vorigen Vortrag angesprochen wurde. Für uns als Personio ist es sehr einfach und sehr gut möglich. Wir haben mittlerweile einige Büros also München ist der erste Standort oder war der erste Standort und ist nach wie vor der größte. Wir haben aber mittlerweile in Europa verteilt einige weitere Büros eröffnet. Und so können wir dann sowohl intern mit unserem eigenen Tool aus einer HR-Perspektive als auch, ich sag mal, extern beziehungsweise teamübergreifend mit sämtlichen wichtigen Tools sauber zusammenarbeiten. Und wie gesagt, ich kenne es nur so. Ich habe jetzt keinen Vergleich vom klassischen deutschen Mittelstand. Das habe ich einfach nicht erlebt tatsächlich. Aber ich würde behaupten, es funktioniert wahrscheinlich ähnlich gut. Aber eben nur, wenn ich die nötigen Mittel beziehungsweise Tools dazu habe. So, ich habe es vorhin schon gesagt, ich möchte es jetzt auch nicht so darstellen, als hätte ich plötzlich keine Probleme mehr. Wir sagen nicht einfach, führt eine Software ein oder digitalisiert X und Y und alles läuft wie von allein. So ist es nicht. Wir haben, ihr seht es hier, Herausforderungen, die auch mit digitalen HR-Prozessen weiter bestehen. Zunächst zu denen, wir haben generell gerade eine Knappheit an Talenten, dadurch auch dieser Kampf um Talente, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, das ist jetzt auch nichts, was wir exklusiv haben. Wir haben bestehende kulturelle Hindernisse, also gerade auch mit der zunehmenden Internationalisierung. Es gibt so viele Dinge, die man beachten kann, muss und auch sollte. Und wir versuchen offen zu sein, wir versuchen alles zu implementieren, aber trotzdem geht dann vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle leider auch was verloren. Und wir haben zu guter Letzt diese generationsübergreifenden Unterschiede. Und da bin ich jetzt natürlich aus meiner Perspektive, der jetzt schon zum dritten Mal betont, dass ihr es nur so kennt, ein Paradebeispiel für. Meine Eltern, eine Generation über mir, 25, 30 Jahre älter als ich, für die ist es total faszinierend, dass ich meinen Computer schnappe, meinen Laptop schnappe und von theoretisch überall auf der Welt arbeiten kann. Für die ist es total faszinierend, dass ich auch nach dem Lockdown noch Homeoffice machen darf. Und für die ist es total faszinierend, dass ich jetzt plötzlich nach dem Studium auch vielleicht mal für eine Woche nach Hause fahren kann und einfach sage, Mama, kein Problem, ich arbeite einfach von hier, ich brauche mir dafür keinen Urlaub nehmen. Das ist natürlich was jetzt in den letzten 2 Jahren noch ganz, ganz stark vorangetrieben wurde, diese Digitalisierung durch diese ganze Pandemie. Aber ich glaube, der Gedanke ist schon seit 10, 15, 20 Jahren da und greift jetzt eben immer mehr in diese Startup- und Mittelstandwelt. Bedeutet, während man früher ganz klassisch diese Großkonzerne mit den SAPs etc. gesehen hat, ist es, glaube ich, doch noch ein bisschen jüngerer Gedanke auch bei kleineren mittelständischen Unternehmen. Und das ist ja genau das, wo wir uns zum Beispiel auch platzieren und sagen, Mensch, wie können wir die konkurrenzfähig halten beziehungsweise machen? Die Digitalisierung muss auch daher, sonst stirbt der Mittelstand, der ja, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Formulierung im Kopf, Marius, entschuldige, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bildet. Nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite gibt es auch Herausforderungen, die mit den digitalisierten HR-Prozessen überhaupt erst auftreten. Wir müssen natürlich die Daten, die ich gerade noch so angepriesen habe, auch in Entscheidungen umwandeln. Das ist ganz klar. Ich kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt meine Daten und kann da nichts draus machen. Irgendwo möchte ich daraus dann auch einen Nutzen ziehen, einen Mehrwert ziehen. Ich brauche nach wie vor natürlich eine menschliche Verwaltung. Also es soll jetzt auch gar nicht so sein, dass ich überhaupt keinen persönlichen Kontakt mehr habe. Das ist unfassbar wichtig. Das heißt, wir möchten natürlich schauen, wie funktioniert das auch in Kombination? Wo ist dieser menschliche Kontakt wertvoll und wo ist er vielleicht aber dann auch eben, ich sage mal, überflüssig an der einen oder anderen Stelle? Wo brauche ich vielleicht keine menschliche Hilfe, um eine total repetitive, nicht wertschöpfende Aufgabe zu erledigen? Und zu guter Letzt ist es dann gar nicht so einfach, die Implementation vor allem auch teamübergreifend eines HR-Systems in Angriff zu nehmen. Das ist oft ein krasser kultureller Wandel,
Es ist aber oft auch ein krasser technischer Wandel. Meistens die Kombi aus beidem. Und das dann sauber unterzubringen, ist auf jeden Fall ein Prozess, der teils länger, teils kürzer, aber Zeit in Anspruch nimmt und der richtig angegangen werden will. Gut. Ja, im Großen und Ganzen Produktivität, transformieren Sie Ihre HR. Wir wollen eben weg von diesem reaktiven und operativen hin zu diesem proaktiven und strategischen Ansatz. Dabei soll die Digitalisierung helfen. Das bedeutet, wir sorgen natürlich für reibungslosere, effizientere Abläufe. Die sollen dann wiederum, ich habe es jetzt mehrfach betont, mehr Zeit geben, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich etwas bewirken, also die wirklich Mehrwerte schaffen, sprich sich auf die Mitarbeitenden selbst zu konzentrieren, dass also hier der persönliche Kontakt aktiv genutzt wird, dass ich Mitarbeitende gesund halte, rein psychisch, dass ich diese weiterentwickeln kann, dass ich wirklich den Unternehmenserfolg beeinflusse, dadurch, dass ich meine Mitarbeitenden so gut wie möglich betreue. Das greift dann auch schon in einzelne Prozesse rein. Ich habe jetzt vorhin unser Onboarding angesprochen, von dem ich ein sehr, sehr großer Fan bin. Das ist auch was, das teile ich gern mit meinen Kunden. Im Sinne von, hey, wie macht ihr das denn? Wir haben jetzt gerade unseren Onboarding-Prozess neu durchdacht. Und da dann die Tipps rauszugeben, finde ich immer super spannend, weil ich lerne hier natürlich viel über unsere Software. Ich lerne hier viel im Kontakt mit den Kunden. Aber ich finde es immer dann wirklich schön auch zu sehen, ehrlich gesagt, wenn mich Kunden dann noch fragen, hey, ihr bei Personio, ihr seid jetzt so schnell gewachsen in den letzten Jahren. Wie skaliert ihr das? Wie setzt ihr das um? Zu guter Letzt auch Entscheidungen zu treffen natürlich, die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden langfristig gewährleisten. Das bedeutet natürlich auch, dass ich die Performance objektiv beurteilen kann, dass ich nach den fairen, gleichen Kriterien für alle entscheide und dass ich dadurch natürlich auch, ich sage jetzt mal beispielsweise, die Gehaltskomponenten entsprechend Entschuldigung, anpasse, die richtigen Leute befördern kann und aber auch auf der anderen Seite einfach die Rollen finden kann, die auf die jeweiligen Personen passen, wenn es vielleicht in der aktuellen gerade nicht der Fall ist. Also all diese Themen, ihr seht, sind beeinflusst, sind unmittelbar Folgen der Digitalisierung und steigern somit dann natürlich auch meine Produktivität. So. Ja. Meine eigenen Animationen hier vergessen. Aber kurz zusammengefasst, Prozesse laufen also reibungsloser, effizienter und wirkungsvoller ab. Wir optimieren bereits bestehende Prozesse. Das heißt, es muss nicht immer alles komplett neu aufgesetzt und durchdacht werden. Es ist nicht alles schlecht, was analog ist, auf gar keinen Fall. Vieles ist sehr, sehr, sehr gut. Wir wollen das einfach wirklich nur noch besser machen. Und wir möchten, das war der letzte Punkt, den ich eigentlich gerade angesprochen habe, eine datengeschützte Entscheidungsfindung treffen auf Mitarbeiter, aber auch auf Unternehmensebene. Gut. Produktives Potenzial. Mit meiner lieben Kollegin Nelly hier auf der Slide. Waren lange im gleichen Team, ist immer wieder schön. Im Großen und Ganzen gibt es drei Faktoren, die Mitarbeiter generell am unproduktivsten machen, sage ich mal. Das ist schlichtweg die verringernde Motivation. Es ist ein schlechtes geistiges und oder körperliches Wohlbefinden und als Folge auch daraus ist ein Burnout. Deshalb ist es so wichtig, und ich habe es vorhin angesprochen, eine starke Unternehmenskultur zu schaffen. Bedeutet, Moment, jetzt. Unternehmenskultur ist was bei uns ganz, ganz oben steht. Und wenn ich also, ich habe jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, ich möchte diese Zeit schaffen, strategische Aufgaben oder Prozesse zu optimieren. Und was mache ich eigentlich mit dieser gewonnenen Zeit? Dann steht bei uns aus Personio-Perspektive ganz oben, eine starke Unternehmenskultur zu schaffen. Und da kann man, glaube ich, jetzt nochmal ganz schön die Schleife schlagen, zurück am Anfang. Ich verstehe irgendwo, dass sich viele Sorgen machen, Mensch, Homeoffice, sind die Leute da wirklich produktiv? Aber wie gesagt, bei uns ist es eigentlich so sehr in unserem Mindset auch verankert. Wir ziehen am gleichen Strang, wir haben alle das gleiche Ziel, wir möchten alle gemeinsam erfolgreich sein. Das wird uns belohnt mit tollen Benefits, mit tollen Events, mit Vertrauen, was mir unfassbar wichtig ist, selbst. Und insofern haben wir es, glaube ich, geschafft, eine wirklich gute Unternehmenskultur zu schaffen intern, was nicht heißt, dass alles perfekt ist, aber ich glaube, generell sind wir sehr glücklich. Deshalb steht das bei uns ganz, ganz vorne, tatsächlich dann auch diese Kultur zu etablieren mit der gewonnenen Zeit. Ja, fragmentierte Aufmerksamkeit. Ja, das ist im Großen und Ganzen ein Thema, das
hat uns in letzter Zeit auch ein bisschen zu schaffen gemacht, tatsächlich. Das sei auch dazu gesagt. Man wird oft durch viele Kleinigkeiten, durch viele nicht wertschöpfende Prozesse doch stark abgelenkt, auch mit einer erfolgreichen Digitalisierung, sage ich mal. Und das dann wirklich auch auf ein Minimum zu beschränken, ist ein Prozess, den man gründlich analysieren muss. Wir haben uns unsere Tools angeschaut, wir haben uns unsere Prozesse angeschaut und alles nochmal irgendwo auf den Kopf gestellt, sodass wir uns dann tatsächlich auch auf unseren Job konzentrieren können, sodass wir uns dann tatsächlich auch darauf konzentrieren können, wertschöpfend, habe ich jetzt schon mehrfach betont, zu arbeiten. Und ja, damit spielt auch irgendwo der dritte Punkt mit rein, digitale Tools effektiv zu nutzen. Wir können jetzt natürlich die tollsten Tools einführen, wir können jetzt die besten Prozesse digital abbilden, die müssen dann natürlich aber auch umgesetzt werden. Und daher ist es wichtig, ganzheitlich auch, und ich glaube, das ist, was oft übersehen wird, das kriege ich auch oft mit vom Kunden, ganzheitlich irgendwo einen Plan zu finden, dass man nicht einfach sagt, Mensch, ich kaufe mir jetzt Software für den Personalbereich ein und ich kaufe mir das ein und ich kaufe mir jenes ein, sondern einfach auch mal drüber nachzudenken, wie möchten wir dann rein von der Zusammenarbeit und von der Ausrichtung her in 1, 2, 3, 4 Jahren aufgestellt sein. Macht es tatsächlich Sinn, jetzt hier einen Teilbereich einzuführen und da einen Teilbereich einzuführen? Oder macht es vielleicht Sinn, erstmal alle Prozesse mir zu mappen und dann zu sagen, wie kann ich die am besten ausfüllen? Groß und Ganzen geht es natürlich auch genau umgekehrt. Ich kann auch sagen, Mensch, das und das und das habe ich, welche Prozesse kann ich daraus abbilden? Aber diese effektive Nutzung digitaler Tools ist unfassbar wichtig. So. Ja, und das sind dann auch im Großen und Ganzen die Punkte, die Effizienz und Effektivität eben schaffen. Das heißt aber auch, das sind keine Prozesse oder das sind keine Punkte, die exklusiv bei HR liegen. HR sehe ich da als große Fahnenträger, als große Enabler irgendwo in dieser ganzen Struktur. Ich glaube, HR muss da vorausgehen, muss da das Ganze anstoßen. Da liegt viel Verantwortung und da liegt viel Wissen in dieser Hinsicht und da liegen viele Möglichkeiten. Aber im Großen und Ganzen, hier steht es auch, muss HR in der Lage sein, über HR hinaus zu gehen. Bedeutet, andere Unternehmensbereiche, andere Teams, andere Abteilungen natürlich vollumfänglich abzuholen und mit zu implementieren. So, damit ganz kurz noch zu den wichtigsten Erkenntnissen. Ich habe jetzt versucht, mich ein bisschen zu beeilen. Ich glaube, dann sind wir auch ganz gut in der Zeit. Wo fangen wir eigentlich an, um dann tatsächlich morgen am besten direkt loszulegen? Wie schon gesagt, als allererstes, digitale HR ist nicht die Lösung für alle Probleme, aber sie schaffen natürlich in einigen Bereichen Abhilfe. Sie rationalisieren automatisierten manuelle Aufgaben, um so Zeit zu sparen. Das heißt, erstmal möchte ich natürlich für mich die reine zeitliche Komponente, die reine zeitliche Ressource freischaufeln. Dann, haben wir gesagt, sind die Mitarbeitenden die Grundlage des Unternehmenserfolgs. Bedeutet, wir möchten die dann natürlich auch fördern und ihnen zuhören. Das bedeutet, das ist einer der Bereiche, in denen ich dann mit meinen frei gewordenen Ressourcen direkt aktiv angreifen kann. Und zu guter Letzt drittens, ich möchte natürlich meine Tools trotzdem effizient nutzen. Es bringt mir nichts, alles zu pseudo-digitalisieren, nenne ich es jetzt vielleicht mal, aber am Schluss vielleicht komplexere und ineffizientere Prozesse zu haben als davor. Bedeutet, ich möchte die Prozesse so schlank wie möglich halten und mein Vorredner hat es auch angesprochen, ich glaube, er hat es genannt, Reduce to the Max, fand ich ziemlich cool. Im Großen und Ganzen so viel wie nötig und so wenig wie möglich ist, glaube ich, hier das, was gilt. Haltet die Prozesse schlank, schaut, dass ihr eine stabile Struktur habt und darauf die Prozesse dann optimiert. Und damit bin ich dann tatsächlich durch. Lieber Stefan, vielen Dank für die Ausführung und danke auch für die Bemühung, dass du dich im zeitlichen Rahmen halten wolltest bzw. bewegt hast. Das hat, finde ich, ganz gut geklappt. Wie war es für dich? Zugegeben, und ich glaube, man hat es an der einen oder anderen Stelle gemerkt, ich habe einiges ein bisschen gecuttet und versucht dann doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kürzer zu halten. Ich hoffe, die Übergänge waren trotzdem in Ordnung für euch. Aber ich glaube, das Wesentliche kam raus und ich glaube, das Wesentliche steht ja auch nochmal auf der letzten Slide. Ich würde mal aufhören zu teilen. Also ich denke, das hat dem Ganzen, beziehungsweise das hat das Ganze noch ein bisschen authentischer gemacht. Wir sind hier schließlich live. Prost. Machen zwar auch eine Aufzeichnung mit, aber am Ende des Tages
ist es dann deine persönliche Note, du sortierst das spontan neu. Insofern vielen Dank auch für die ja, spontane Action, wenn man so will. Und Flexibilität. Ich würde jetzt allerdings an der Stelle tatsächlich mal sagen, mit dem Hinblick auch auf die Zeit, dass wir den Fragenpart mal so schnell wie möglich wirklich durchgehen. Und also die erste Frage, die jetzt hier steht, wie aufwendig ist die Umsetzung? Da gibt es, glaube ich, keine kurze, einfache Antwort drauf. Und ja, das zweite, such dir doch mal eine Frage raus, auf die du hier näher eingehen willst. Erstens, wie aufwendig ist die Umsetzung eines digitalen HR-Prozesses? Es kommt, glaube ich, ganz darauf an, wo man steht. Das heißt, es gibt sicher keine pauschale, immer gültige Antwort. Ich glaube aber, in dem Moment, wo ich mich das frage, wo ich mir diese Frage stelle, wie aufwendig ist die Umsetzung, bin ich schon relativ weit, ehrlich gesagt. Einfach eine kurze Bedarfsanalyse machen, einfach mal versuchen, und da kann man auch gern kreativ werden, sei das wirklich handschriftlich einfach mal meine Prozesse zu mappen etc. oder mir einfach mal meine Top 5, so gehen wir das an tatsächlich von Personio. Wir fragen unsere interessierten, ja, unsere potenziellen Kunden, hey, wie schaut's aus, was sind eure drei größten Prozesse? Und anhand derer möchten wir beurteilen, wo setzen wir eigentlich an, wie kann das Ganze aussehen? Bedeutet, wie aufwendig ist die Umsetzung? Ich würde sagen, es hält sich in Grenzen. Ich sehe das immer als Kurzzeitinvestment für einen Long-Term oder für einen langfristigen Erfolg. Indem ich damit anfange, mir meine Top-Herausforderungen runterzuschreiben und einfach mal ein bisschen meine Prozesse zu mappen, bin ich, glaube ich, schon relativ gut unterwegs. Das Ganze dann zu digitalisieren ist was, das geht recht fix, meiner Meinung nach. Also bei uns auf jeden Fall und bei anderen Tools, bei anderen Anbietern, die ich kenne, geht das auch recht fix. Das soll jetzt überhaupt keine Werbung für uns sein. Ich glaube, das ist ein paar Wochen und dann kann man das alles sauber umsetzen. Sehr gut. Dann wollen wir es mal an der Stelle einfach belassen. Vielen Dank für die Insights und all das, was du uns heute wieder im Namen von Personio, wenn man so will, auch heute wieder informativ und toll aufbereitet mitgebracht hast. Dann Gerne. würde ich mal abschließend sagen, Grüße nach München. Korrekt, da bist du gerade. Da bin ich gerade. Da bin ich gerade und dann Scheiße. übernehme ich hier mal wieder im Norden der Republik in Hamburg so ein bisschen das Wort. Danke dir nochmal ganz herzlich und weiterhin eine gute Woche. Danke dir auch. Macht's gut. Ciao. Danke, ciao. An der Stelle, weil wir gerade auch im Panel so einen kleinen Peak haben, vielleicht nochmal ein Wort zu unserem heutigen Sponsor, den wir heute noch mit an Bord haben. Das ist nämlich UKG. Für alle Basketballfans vielleicht an der Stelle ganz spannend. Die sind übrigens auf den Trikots der Miami Heat, die es gerade fast in die NBA Finals geschafft haben, auch zu sehen. Also auch für Sportfans UKG, da gibt es einen Bezug. Die gehören allerdings auch mit zu PeopleDoc, beziehungsweise das ist eins, was euch da vielleicht schon mal auch über den Weg gelaufen sein könnte. Insofern hier nochmal eine kleine Erwähnung dazu. So, und damit wir jetzt weiter in unsere Agenda kommen, würde ich mal sagen, Daniel, bist du da? Ich bin da. Hi, moin. Hi, Oh, moin. super. Hi. Schön, dich zu sehen. Danke für deine Geduld. Wir haben jetzt so einen kleinen Verzug drin. Das ist leider ja häufig der Charakter dieser Live-Veranstaltung. Ich hoffe, du kannst es uns auch am heutigen Tag so ein bisschen nachsehen. Klar. Um gleich auch direkt in deinen Vortrag einzutauchen, will ich gar nicht so viel vorweg jetzt auch sabbeln, aber eine kurze Frage auch an dich im Vorfeld. Du bist ja, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, bist du eigentlich Diplom-Informatiker und hast von Haus aus, wenn man so will, gutes Verständnis oder ein sehr ausgeprägtes Verständnis für digitale Prozesse und welche Risiken oder aber auch Chancen sozusagen der Faktor Mensch so ein bisschen mitbringt, gerade im IT-Bereich, Stichwort IT-Security, Faktor Mensch, Gefahr von innen und so weiter. Ja. Du hast uns aber heute was zur Produktivitätssteigerung mitgebracht, also mehr Mensch und Technik im Einklang, wenn man so will. Das klingt ja an sich schon mal sehr harmonisch. Wie lange würdest du aber so mal einschätzen, liegt es zurück, dass das nicht so war, Mensch und Technik im Einklang? Sind wir schon so lange irgendwie auf einer guten Welle oder noch nicht so? Ja, ich glaube, dass wir Technik eben, und da gehe ich jetzt gleich drauf ein, wir setzen natürlich Technik ein, aber ich glaube, dass wir sie oft nicht so einsetzen, dass sie uns wirklich hilft. Das heißt, selbst wenn ich Prozesse digitalisiere, heißt es nicht unbedingt, dass sie dadurch effizienter laufen. Ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, dass ich es so hinkriege, dass die Erfahrung, die Menschen in einem Unternehmen beispielsweise machen, sehr ähnlich dem ist, wie sie sie auch in ihrem privaten Umfeld haben. Das heißt, dass es ein flüssiger Übergang ist. Und dass ich sozusagen gar nicht spüre, dass ich mit Technik zu tun habe. Ja, so ein
ich sage jetzt mal, so ein Cyberpunk-Effekt. Ich arbeite sozusagen gleich, wie ich auch lebe und wie ich wohne, etc. Und das fließt ja auch immer mehr zusammen durch New Work, etc. Und ich glaube, das ist eben dieses Einklängige, das ich meine, dass wir da eben so eine Harmonie schaffen müssen. Also Harmonie klingt so esoterisch, dass es einfach sozusagen vom Ablauf her genauso ist, wie ich sonst eigentlich auch lebe und arbeite. Darum geht es mir eigentlich ganz wichtig. Und ich glaube, wenn wir die Technik sozusagen nicht der Technik wegen, sondern eben um den Mitarbeiter herum, die Mitarbeiterin herum bauen, dann haben wir genau das erreicht, ja, dass sozusagen der Mensch im Mittelpunkt bleibt. Das hat ja auch mein Vorredner wunderbar beschrieben auch. Und das setzt gleich wunderbar da auch auf. Fantastisch. Dann würde ich mal sagen, Stichwort Technik, Moderationsrechte hast du schon. Schmeiß doch mal an, was du uns mitgebracht hast, und dann ziehe ich mich hier auch nochmal hinter den digitalen Vorhang zurück. Genau, und dann würde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Der müsste jetzt kommen. Funktioniert Das sieht das? gut aus. Wir sind schon im Präsentationsmodus. Fantastisch. Ich sehe eine Dame in Rot. Wunderbar, genau. Ja, vielen Dank nochmal. Herzliches Moin hier aus Hamburg, auch von meiner Seite. Es geht mir heute um das Thema Employee Experience, um Menschen und Prozesse im Einklang und wie man eben Produktivität und Zufriedenheit durch Self-Service und Workflow-Automation steigern kann. Das heißt, ich wechsle mal die Perspektive zum Vorredner. Da war ja HR im Mittelpunkt, eine HR-Software. Was ich jetzt mache, ich schaue das ganze Thema jetzt aus der Sicht des Mitarbeiters an. Ja, und das Ganze klingt jetzt hier erstmal nach vielen Nebel und Buzzwords, aber da werde ich gleich Licht ins Dunkel bringen und ein paar Anregungen dazu liefern. Ganz kurz zur Agenda. Über mich muss nicht viel gesagt werden. Es geht mir ich stelle ja die These auf, Automation für Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung, dass das helfen kann. Und was ich eben erreichen will, ist, dass ich alle Dinge, die nicht meine betriebliche Haupttätigkeit darstellen, dass ich die automatisiere. Ja, dass ich da über Workflows das Ganze so einfach wie möglich gestalte, so flüssig wie möglich, um die Erfahrung des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin in den Mittelpunkt zu stellen. Also wie sie sozusagen Dinge auslösen, dass sie nicht suchen muss, dass er oder sie eben nicht raten muss, wen muss ich jetzt fragen, wer muss was genehmigen, etc. Das soll alles eben abgenommen werden in Prozessen, die ich automatisiere, die ich Self-Service auslösen kann. Und da das eben nicht der Hauptvorgang ist, nenne ich es eben die wichtigste Nebensache der Welt. Und das Ganze eben aus der Sicht der Digitalisierung. Und es geht ja nicht um das Kerngeschäft, sondern eben um alles andere als das Kerngeschäft. Das ist deswegen eben die Nebensache. Der erste Eindruck zählt. Da will ich ganz klar auf das Thema Onboarding nochmal angehen. Ist auch bei uns sehr wichtig und auch eben ein zentraler Punkt. Und wir haben tatsächlich das Gefühl, dass es oft eher Abschreckung ist als Onboarding. Ich nehme da auch gleich ein Beispiel mit dazu und wie man das dann am besten adressieren kann. Im nächsten Punkt werde ich dann darauf eingehen, ja, wie das Unternehmen sich sozusagen als Vorbild platzieren kann. Das heißt, ich schaffe eine Umgebung, in der ich effizient und ja, nach Prozessen lebe und eben dadurch schaffe ich Rahmenbedingungen, sodass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das eben auch gern und automatisch dann mehr oder weniger übernimmt und eben auch selber eine Struktur dann eben damit einbringt. Das Ganze werde ich mit einem Beispiel zeigen, dass ich das über ein Portal lösen würde. Ich habe einen Serviervorschlag dabei, sprich, wie gestalte ich sowas wirklich konkret und habe dann ein ganz einfaches Beispiel, dann für einen Transfer, also ein Abteilungswechsel, war ja jetzt eben auch schon mal im Beispiel, fand ich witzig, dass genau das gleiche Beispiel auch nochmal genannt wurde. Das heißt, ich habe ein Onboarding zweimal und klingt ganz einfach aus einer HR-Sicht. Ich bewege einen Mitarbeiter von einer Abteilung zur nächsten. Aber was heißt es eigentlich? Wie komplex kann das sein? Und vor allem, was muss ich da eigentlich alles im Hintergrund bewegen? Und dann nochmal ganz kurz zur Vorgehensweise und wenn wir noch, hoffentlich haben wir dann noch Zeit, über Fragen dann zu gehen und vielleicht sogar eine offene Diskussion zu schaffen. Genau, ja, über mich muss man nicht viel sagen. Ich bin Portfolio Manager für Digital Workspace und Enterprise Applications bei Experis in Deutschland. Wir sind Dienstleister für IT-Services und Professional Resourcing bis hin zu Managed Services. Also bei uns kann man eben auch Leistungen und ganze Lösungen zu den Themen Workflows und Prozessautomation kaufen und betreiben lassen. Und wir haben das auf verschiedenen Technologien und Plattformen, die wir auch anbieten.
Genau, die wichtigste Nebensache der Welt. User Experience ist ein Wort, das früher verwendet wurde. Heute heißt es Employee Experience. Ist es ein Buzzword? Was ist es eigentlich? Ich stelle es mal so ein vor. Wir haben ein Unternehmen. Ich nehme mal jetzt eine Manufaktur für Fahrräder, die, sagen wir mal, schicke E-Bikes baut, die plant, die herstellt und vertreibt die. Und dieses Unternehmen hat Mitarbeiter. Hier eine Mitarbeiterin. Und die Employee Experience ist dann aus meiner Sicht oder so, ja, auch in der Literatur eben so genannt, schlussendlich ist es die Schnittstelle und die Berührungspunkte der Mitarbeiter zum Unternehmen. Das heißt, wie fühlt sich das Unternehmen für die Mitarbeiter an? Physisch, technologisch und auch kulturell. Und da geht es um die komplette Wahrnehmung, also wirklich über den eigentlichen Wertschöpfungsvorgang hinaus. Ja, nicht nur das Herstellen von Fahrrädern, sondern eben und auch die Arbeitsmittel, die Räumlichkeiten, Kantine, all diese Themen. Und ja, ich sage jetzt mal, die Mitarbeiter schauen immer aufs Ganze. Das Unternehmen fokussiert sich auf die internen Abläufe. Also eine HR wird sich auf HR fokussieren. Der Unternehmer ist natürlich da an Effizienz und an Wirtschaftlichkeit interessiert. Mitarbeiter sieht es weiter. Für ihn ist der Schreibtisch, der Blumentopf, all das ist eine deutlich größere Bedeutung. Das möchte ich hier nochmal genauer zeigen. Ich möchte ein paar Beispiele dazu. Und zwar fange ich mal an. Ich habe jetzt eine digitale Brille auf und sage dann, bei physisch fällt mir ein, der Arbeitsplatz selber, also der Schreibtisch, die Werkbank, aber natürlich auch das Thema mobiles Arbeiten oder Homeoffice. Ja, das ist eine Berührung mit dem Unternehmen. Obwohl ich zu Hause sitze, ist das ein physischer Kontakt, der PC, den ich da verwende. PC, da habe ich jetzt hier natürlich das ganze Equipment. Wie gesagt, das sind jetzt alles Beispiele. Früher hat man dazu auch im Prinzip User Experience gesagt. Ich kann auch sagen, der Peer-to-Peer-Support, also ein Mitarbeiter bekommt jetzt Hilfe von der IT vor Ort am Schreibtisch. Das wäre ja natürlich auch ein physikalischer Kontakt. Könnte ich jetzt auch hier unter physischer Berührung mit dem Unternehmen betrachten. Technologien, da bin ich jetzt mal mutig. Ich könnte ja sagen, der PC ist auch eine Technologie, aber ich sage jetzt mal Usability. Wie einfach sind meine Applikationen? Wie gut funktioniert mein PC, meine Maus, mein Monitor, mein Schreibtisch? Ja? Also Usability im Sinne von, muss ich mich da abquälen oder funktioniert es gut? Fühlt sich das gut an? Also im Sinne von auch ja, das Betriebssystem, das ich verwende, die Applikationen, sind die doof oder ja, läuft es gut? Ja, solche Dinge. Auch Self-Service. Wir haben im Alltag ganz viele Dinge, die wir heutzutage uns Self-Service, wann immer wir wollen, auslösen können, die wir bestellen können. Wir holen uns die Pizza nicht mehr ab, die lassen wir liefern. Selbst Autos, Mobilitätsdienste, alles Self-Service, die ich übers Internet mir, ob ich jetzt einen Mietwagen oder eine Mitfahrgelegenheit hier in Hamburg ist, Moja oder so. Hier kann ich eben einordnen, alles, also wie viel Self-Service ist in meinem Unternehmen möglich? Das ist für mich ein technologischer, ja, Aspekt von Employee Experience. Und natürlich auch Automation. Ja, ist in einem Formular, was ich kriege, wo ich was ausfüllen soll, steht da vielleicht mein Name schon drin und meine Adresse. Ja, oder ist das jetzt hier alles gut? Ich habe hier einen schönen automatischen Prozess. Super, kriege ich ein Excel-Sheet. Dolle Show. Nein, ich muss hier wirklich sehen, also es fühlt sich besser an für die Mitarbeiterin, wenn hier einfach schon Zeugs drinsteht. Und dann, wenn ich hinten dran, wenn es automatisch abläuft, wirklich. Ja, automatisch im Sinne von, ich muss nicht wissen, wo ich das jetzt hinschicken muss, sondern die Automation weiß es, die schickt es dahin. Weil oft ist es ja nicht nur eine Abteilung, ein Ansprechpartner, sondern eben viele. Das ist der Gedanke hier. Und natürlich kulturell, war eben beim Vorredner auch schon sehr gut ausgeführt, fand ich. Unternehmenskultur. Ich habe jetzt meine Digitalbrille auf und sage jetzt mal, digitales Mindset. Ja? Lebt mein Unternehmen mir vor, dass ich digital arbeite? Ja? Oder ist da alles. Es ist zwar vielleicht in irgendeiner Form elektrisch vorgegeben, aber ist es wirklich digital? Ja, ist es wirklich im Sinne von, nutze ich die Tools vernünftig? Wie sind meine Meetings beispielsweise? Ne? Collaboration, wie funktioniert das? Ich kann natürlich weiterhin digitale Prozesse haben mit File-Shares, tolle Show. Ich könnte aber auch sagen, ich habe die irgendwo über ja, Online-Tools, so wie wir es jetzt hier machen. Ne? Das ist eine Kulturfrage, wie das ist das Unternehmen drauf, ja, und ja, was lebt mir das Unternehmen vor? Und so wird dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin natürlich auch agieren. Und dann habe ich das Thema Agilität, Lernfähigkeit von
und Anpassungsfähigkeit von Prozessen und Organisationen. Ja, bin ich jetzt fest, bin ich hierarchisch oder kann ich auch mal in einer Matrix arbeiten, weil ein bestimmtes Thema von verschiedenen Abteilungen zusammen erarbeitet werden muss und wo ich vielleicht noch nicht vorne einen festen Meilensteinplan habe, sondern wo ich dann sage, okay, da müssen wir es mal rauskriegen, wie wir da am besten vorgehen. Ja, also Agilität ist auch eine Kulturfrage schlussendlich an der Stelle. Genau, also das waren sozusagen meine Beispiele. Man kann da sicherlich diskutieren und auch anders einsortieren. Ich will jetzt hier nur mal meinen Standpunkt, wie ich jetzt Employee Experience hier verwenden möchte, mal dargestellt haben. Genau, der erste Eindruck zählt, das Onboarding. Also neues Talent, ja, hat sich beworben, hat sich hier vorher wunderbar auch gerne digital vorbereitet auf das Unternehmen. Bewerbungsprozess ist abgelaufen, kommt also im Unternehmen an. Und oft ist es dann doch eher, sage ich jetzt mal, abschreckend, was dann passiert. Ja, ich habe vielleicht auch eine Excel-Sheet, wo dann drin steht, was zu tun ist, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen onzuboarden. Aber oft ist es doch dann in der Praxis so, Mitarbeiterinnen kommen rein, der Teamlead, der Vorgesetzte, Personalvorgesetzte, wer auch immer, übernimmt natürlich die erste, ja, das erste Onboarden sozusagen. Eigentlich ist alles geredet vom Vertrag her. Ja, dann hat aber HR doch nochmal eine Rückfrage. Dann ja, kann eigentlich nur die IT beantworten oder da muss vielleicht noch irgendwas gemacht werden. Jetzt irgendwann wird es natürlich auch für den Teamlead, für den Vorgesetzten ein bisschen viel, also wird er sie dann doch im Team jemanden fragen, kümmer du dich mal um das eine oder andere Thema. Dann stellt sich raus, neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterin soll ja in einem Projekt mitarbeiten. Dafür wurde sie eingesetzt. Da müssen wir vielleicht mit dem Projektmanager nochmal was klären. Ja, dann habe ich, stellt sich raus, ja, da fehlen vielleicht Lizenzen. Haben wir jetzt nicht dran gedacht. Muss Procurement nochmal ran. Procurement weiß natürlich nicht, was zu bestellen ist. Da frage ich doch nochmal bei der IT nach. Ja, dann habe ich vielleicht noch Health, heißt es hier, also diese ganzen Trainingssachen zum Thema Compliance etc. Oder auch hier, wo sind die Notausgänge? Solche Themen, ja. Flotte. Ich könnte ja einen Firmenwagen hier zur Verfügung stellen oder ein Leihfahrrad würde ja jetzt hier passen bei so einer Firma. Ja, und ich habe hier vielleicht noch Catering, Education, irgendwelche Trainings, die gemacht werden sollen, etc. Also es ist ein herrliches Chaos und es ist ein herrliches Durcheinander. Es läuft aber in der Praxis ja doch oft so ab. Und deswegen, das hat mein Vorredner ja auch schon wunderbar beschrieben, wir brauchen eine Automation an der Stelle. Wir müssen uns festlegen, was sind die Dinge, die bei den meisten Mitarbeitern irgendwo dran sind, wenn sie an Bord kommen und auch beim Wechsel innerhalb der Firma. Wie muss so ein Onboarding ablaufen? Das kann unterschiedlich sein. Das kann im Sinne von eine gewisse Dynamik haben, dass eben Abzweigungen fallspezifisch sind. Aber schlussendlich kann ich solche Dinge automatisieren und dann eben diesen ganzen Frust vor diesen, wie viel sind es jetzt, 8, 10 mehr sogar Parteien, die hier involviert sind. Genau. Setting the stage. Also das Unternehmen, das ist so meine These, lebt Digitalisierung vor. Das Unternehmen lebt Prozesse vor, sodass sozusagen diese Struktur, das strukturierte Arbeiten im Umfeld sozusagen gang und gäbe sind, sodass neue Mitarbeiter da gleich sich reinsetzen können und auch selber strukturiert arbeiten. Ja, klare Prozesse, in denen drin steht und auch hinterlegt ist, was sind die Ansprechpartner, was sind die Entscheidungspunkte, was sind die Entscheidungskriterien. Also weg von frag den da hinten, frag die da hinten, hinzu, nutze dieses Tool, klicke da drauf, egal wer dann sozusagen zuständig ist und wenn es über Abteilungsgrenzen hinausgeht, wird die Automation es abnehmen. Das ist der Gedanke von solchen Automationstools. Ja, und wie kann ich das jetzt konkret machen oder wie sieht sowas aus? Was sind so Beispiele? Self-Service-Workflows. Da kommen natürlich die typischen Themen um Vertrag rum. Ich habe jetzt absichtlich nicht HR drüber geschrieben, weil oft ist es eben nicht. Also jetzt hier sicherlich wird HR dahinter stehen. In manchen Abteilungen gibt es vielleicht noch eine Rechtsabteilung, die noch was mitmacht, zum Beispiel NDAs, ja, also solche Konformitäts- oder Verschwiegenheitserklärungen. Solche Dinge sind vielleicht in anderen Abteilungen. Dann habe ich Arbeitsmittel. Ist bestimmt kein HR-Thema. Arbeitsmittel, PC, Monitor, Maus, die Bestellung, solche Dinge. Oder auch hier Toner fürs Büro, Verbrauchsmaterial. Wo kriege ich die eigentlich her, wenn irgendwo was fehlt? Ja?
ich sag mal, in der Küche fehlt irgendwas, ja. Ja, muss es immer der Standortverantwortliche, die Standortverantwortliche machen? Oder kann jeder Mitarbeiter sagen, hey, bei uns geht jetzt hier irgendwie die Küchenrolle geht aus, solche Dinge. Anfragen, typisches Thema. Genehmigungen, ja, Überstunden, Trainings, Arbeitsbrille, solche Themen. Auch Dinge, die nicht so oft vorkommen. Eben gerade Dinge, die nicht so oft vorkommen, da ist öfter mal mehr Fragezeichen dahinter. Ja, wen muss ich denn da jetzt fragen? Wie geht es überhaupt? Was haben wir denn da hinterlegt? Wo sind da irgendwelche Grenzen? Was gibt es da für Regularien, auch gesetzlicher Natur? Da ist es klug, solche Sachen hinterlegt zu haben in Tools. Und natürlich Unternehmensaustritt. Ich habe jetzt hier mal Frührente genannt oder Kündigung, Rückgabe Arbeitsmittel. Auch das ist ein Thema, wo Checklisten, Automation und so weiter für flüssige Abläufe sorgen können. Genau. Und wie gesagt, es ist nicht immer nur die IT oder HR, es sind eben auch andere Abteilungen, die da im Hintergrund irgendwas tun können und müssen. Und je mehr ich diese Abteilung eben auch in solche Workflows einbinde, umso mehr macht es natürlich auch Sinn, dann eben diese Workflow-Tools auch, also die Mitarbeiter dieser Abteilung sind ja selber auch Employees, ja, und die fühlen das auch. Also nicht nur der Requestor, sondern auch der, der den Request bearbeitet, wird ja dann Vorteile daraus haben, dass diese Abläufe klar definiert sind und im Tool hinterlegt sind. Genau. Zur Sache. Der Gedanke ist der, das ist unser Credo, wir bauen das Ganze in ein Employee Center, nenne ich es jetzt hier mal, oder ein Employee Portal, ein Employee Experience Portal. Gibt es verschiedene Begriffe. Ich sorge dafür, dass es ein Portal gibt, in dem die ganzen Möglichkeiten, die ganzen Prozesse hinterlegt sind, die natürlich kuratiert sind, abteilungs- und rollenspezifisch. Das heißt, was der oder die Mitarbeiterin jetzt eben üblicherweise bestellt, das kann auch automatisiert heutzutage so ablaufen, dass die häufigsten Anfragen nach oben gespült werden. Da gibt es, ja, das ist genauso wie beim iPhone mit der Rechtschreibkorrektur, die Begriffe, die einfach häufiger verwendet werden. Genau das Gleiche macht hier genauso Sinn. Ich sage hier mal, dieses Portal ist das Tor der Mitarbeiterin in das Unternehmen hinein. Als Hamburger sage ich dann natürlich das Tor zur Welt. Ja, da schalte ich natürlich zuerst mal News rein, also alles, was alle wissen sollten. Also jetzt nicht hier Nachrichten aus irgendwelchen sozialen Medien, sondern wirklich tatsächlich hier was unternehmensrelevant ist, was ich nach außen strahlen will in die Belegschaft hinein. Ja, dadurch schaffe ich natürlich, dass dieses Portal grundsätzlich erstmal auch genutzt wird. Ja, wenn ich dieses als auch Kommunikationsportal zu den Mitarbeitern hin nutze, dann kann ich hier natürlich auch meine Prozesse hinterlegen und Arbeitsregeln, also praktisch gerne erstmal als Beschreibung, ja, damit die Mitarbeiterin in dem Fall jetzt hier nachschauen kann, wie funktioniert irgendwas. Und dann ist natürlich das wichtigste Punkt, zweitwichtigst noch Self-Help, also solche Dinge. Die IT hat jetzt gerade ein übliches Problem, dass irgendwas funktioniert gerade nicht, da gibt es einen Workaround, das spüle ich auch da rein. Oder auch, wenn man selber immer wieder ein Thema an einer Stelle hat, wo man selber nur eine Lösung dafür, was sozusagen nicht durch einen IT-Mitarbeiter gelöst wird, sondern wo ich selber irgendwas machen kann, Self-Help-Funktionen lege ich auch da ab. Gerne Dokumentation. Aber eben das Wichtige ist dann Workflows. Der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin startet von hier dieses Workflow. Sie bestellt etwas. Ja, sie bestellt ein Zwischenzeugnis, ich leiert einen Prozess an. Das ist der Gedanke. Ja, das heißt, hier geht die Kommunikation in die andere Richtung. Aber auch Feedback. Ja, eben auch gerne so, dass man eben auch sagen kann, hey, da ist irgendwas, das funktioniert nicht richtig. Und ich weiß gar nicht, wem ich das sagen soll. Da kann ich das hier reinstellen. Irgendwas tut überhaupt nicht bei uns. Ja, Tür klemmt. Ja, bei uns ist immer, ja, die Seife alle. Egal was. Und da muss natürlich hinten dran gefunden werden, wer sich darum kümmert. Aber wenn ich keinen habe, an den ich irgendwas kommunizieren kann, ist schlecht. Deswegen Feedback, total wichtige Funktion. Zugriffe auf Tools, ja, das heißt, ich kann natürlich direkt in mein SAP gehen oder andere Tools, aber ich kann sagen, ich nutze dieses Portal auch, um diese Zugriffe zu gestalten. Schlussendlich kann ich das dann auch über ein Single Sign-On machen, dass ich nur einmal ein Passwort eingeben muss und dann alle Tools da erreiche. Zweiter Schritt. Erster Schritt ist tatsächlich, ich nutze dieses Portal auch, um meine Tools aufzurufen.
Der Gedanke ist, die Häufigkeit und die auch eine gewisse Messbarkeit zu schaffen, aber eben auch hier die Häufigkeit der Nutzung dieses Portals nach oben zu treiben. Und dann am Schluss natürlich auch Trainings. Trainingsangebote, genau kuratiert gerne, also vom Unternehmen vorsortiert an die Mitarbeiter, dass sie da drin eben auch freiwillige Trainings natürlich, aber auch Pflichttrainings, die sollten da auch genauso reingespült werden. Dass ich sage, ja, Compliance-Training, Anti-Corruption, die üblichen Dinge, die man einmal pro Jahr zum Beispiel machen muss oder ja, solche Themen. Genau. Also der Gedanke ist tatsächlich, ich bringe das Know-how in dieses Portal, ich bringe das Know-how aus den Köpfen in Prozesse und die Regeln in Prozesse. Dadurch habe ich sie A gestaltet, ich muss die ja sowieso für Audits sozusagen irgendwo dokumentiert haben, aber ich nehme den Druck von den Mitarbeitern, wissen zu müssen, was sie wie wo anleiern. Ich mache es jetzt nochmal einen Tick konkreter. Also ja, was ich noch, Entschuldigung, jetzt habe ich, genau, also die Abteilung hinten dran, das war genau das, was ich gesagt habe, die Abteilung, wer sozusagen dann der Akteur ist, um einen Request zu erfüllen, das ist für den oder die, die diese Anfrage gestellt haben, zweitrangig. Der Prozess weiß es. Das ist das Wichtige, ob da jetzt HR dahinter steht, Procurement, Legal, Education, wie sie auch immer heißen in den Unternehmen, unterschiedliche Begriffe für die gleichen Sachen teilweise. Egal, ja, der Prozess muss es wissen, nicht der Mitarbeiter. Das ist eben der Gedanke. Ich mache es mal etwas konkreter, habe jetzt auch mal den Requester hier mal gewechselt und sage, also ich habe jetzt hier keine Zeit für eine Demo, aber ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht, ein Transfer für einen Abteilungswechsel als konkreten Fall mal und betrachte jetzt mal wirklich ganz konkret eine Plattform. Ich nenne jetzt hier mal ServiceNow. Das ist keine ausschließliche HR-Lösung, sondern ist eben, es gibt Module HR Service Delivery und da gibt es eben Lifecycle-Event, der heißt Transfer und damit kann ich eben einen Abteilungswechsel innerhalb der Firma abbilden. Genau. Und ja, das ist jetzt Lieferumfang und so weiter, möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Jedenfalls ist es so, dass dieser Hersteller sozusagen für den Transfer 38 Aktivitäten hinterlegt hat. Das heißt, der Prozess ist vom Hersteller schon mal so durchdacht, dass 38 Schritte in sieben Activity Sets hinterlegt sind. Ich habe Checklisten, die sind auch schon da. Die kommen mit diesem Produkt sozusagen mit und das sind auch Logiken hinterlegt. Das heißt, die Checkliste ist keine Excel, sondern das wirkliche Häkle und das Häkle steuert dann sozusagen wieder was, beziehungsweise schickt Reminder etc. Und das ist eben jetzt ja, so ein einfacher Vorgang, kann eben, das ist nicht, dass der jetzt komplizierter wird, wenn ich diese Software einstelle, sondern einfach, man muss sich vorstellen, dass der Hersteller sozusagen sich jetzt hier wirklich Gedanken gemacht hat, welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann kann ich das auf das Unternehmen anpassen. Ich muss sowieso natürlich eine gewisse Anpassung machen. Die Abteilungen heißen unterschiedlich, die Rollen heißen unterschiedlich. Ich habe auch unterschiedliche ja, die Niederlassung etc. Ja, das muss natürlich alles hinterlegt sein einmal, aber wie dann sozusagen mein Workflow abläuft, das kann ich dann eben entsprechend so lassen, wie es da vorgegeben ist, oder ich passe es eben noch unternehmensspezifisch an. Ja, es gibt dann noch Katalog-Items, das sind die Dinge, die wirklich requested werden können. Ich habe Approval-Schritte. Und ich habe im Default jetzt noch unterschiedliche, also sind fünf Approvals sind vorgesehen. Und es gibt noch Knowledge-Artikel in verschiedenen Sprachen. Also jetzt nicht 14 verschiedene Sprachen, sondern 14 verschiedene Knowledge-Artikel. Und die eben dann eben zu diesem Thema dann sozusagen noch ergänzend hinterher. Es ist ja nicht nur der Requestor, der wissen muss, wie es geht oder was man wo der vielleicht fragen hat, sondern auch die Akteure hinten dran, die sozusagen diesen Request dann durchführen. Ja, die müssen ja auch vielleicht mal nachfragen. Das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel mit dem Transfer, aber Altersteilzeit ist sicherlich was, wo ich viele Knowledge-Artikel hinten dran legen kann und muss. So, jetzt habe ich das Ganze ja mal betrachtet. Ja, ich habe jetzt hier keinen Flow gemacht. Das will jetzt nur mal kurz als Beispiel hier das abreißen. Aber jetzt habe ich Akteure hinten dran. Das heißt, das sind Mitarbeiter in der IT, in Procurement. WP steht für Workplace, weil in vielen Unternehmen ist nicht IT zuständig für Zuordnung von Schreibtischen, sondern das wird dann durch einen eigenen Dienst gemacht oder ist dann irgendwo mit drin dabei. Jedenfalls Trend ServiceNow nennt es Workplace Services. HR ist ein Themen Legal.
diese Akteure, die kann ich zusammenarbeiten lassen in diesen Workflows. Das ist der Gedanke von ServiceNow, ja, dass es unabhängig ist von Team hinten dran. Die müssen halt eben alle diese Zugänge haben. Und selbst wenn sie keinen Zugang haben, kann man entsprechende Schnittstellen haben. Aber der Trick ist dann eben, dass ich einen Schritt weitergehe. Ja, wenn ich die Rolle wechsle, dann ändert sich vielleicht was im Active Directory. Da ist ein anderer Titel dahinter. Ja, oder die Zugriffe ändern sich. Und dann ist natürlich klug, wenn ich dieses Tool mit meinem M365 mit Teams oder Active Directory verbunden habe, ja, und das eben automatisch als ein Schritt meines Workflows abläuft. Im E-Mail-Footer steht dann was anderes drin, im Telefonbuch ändert sich vielleicht was, wenn ich die Abteilung wechsle, solche Dinge, auch Hierarchien etc. Das muss ins AD, logisch. Und das ist eben dann ein Schritt, der dann automatisiert werden kann. Und dann ist dieser Workflow vollständig, sage ich jetzt mal. Dann ist vielleicht der Einkauf involviert, sind Dokumente zu verwalten, müssen Rechnungen verarbeitet werden. Ich sage jetzt mal neue Visitenkarten. Ja, es gibt sie noch immer, Visitenkarten. Da habe ich natürlich, jetzt habe ich ein Beispiel mal Elo hinten dran gestellt, ja, ein Dokument-Management-System oder Enterprise-Content-Management-System, das vom Procurement verwendet wird. Oder in dem Knowledge-Artikel weitere Knowledge-Artikel liegen könnten, ja, auf die ich verlinken kann. Wenn diese Integration da ist, dann wird es nochmal besser. Dann habe ich ein HR-Tool vielleicht schon in der Firma. Das will ich vielleicht gar nicht ersetzen, sondern ich mache weiterhin mein HR-Management und auch die Payroll und so weiter. Das mache ich alles auf SAP. Dann ist natürlich klug, wenn ich mein ServiceNow mit SAP verlinkt habe. Training haben wir schon angesprochen. Auch hier ist es ja, ich kann natürlich meine Trainings im Haus anbieten oder ich kann hinten dran einfach einen Anbieter setzen. Udemy, Cornerstone, zwei völlig unterschiedliche Konzepte, aber ja, da habe ich eben Möglichkeiten und das kann ich eben direkt verheiraten miteinander. Und dann sind nicht alle Applikationen in-house und gehostet oder in meinem AD. Dann habe ich vielleicht Cloud-Applikationen, die eine eigene Authentifizierung haben. Da kann ich dann zum Beispiel Okta hinten schalten als Tool, um ein Single Sign-On zu gestalten und auch um Rechte zu verändern. Beispielsweise Mitarbeiterwechsel die Abteilung. Aus Auditgründen muss dann Zugang von Applikation A weggenommen werden und Zugang in Applikation B muss möglich sein, beispielsweise ab sofort. Solche Dinge. Das alles, also die Integration, die macht dann sozusagen den technischen Aspekt. Und das Wichtige nach wie vor ist natürlich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin vorne dran, die sozusagen den Request gestellt hat und eben auch ja, das so flüssig und so nebensächlich wie möglich abläuft. Ja, das sozusagen und dass eben dann keine 1000 Rückfragen und Akteure dann noch ins Spiel kommen müssen. Genau. Vorgehensweise, letztes ganz schnell noch. Es ist eigentlich aus unserer Sicht tatsächlich so, wenn man der wichtigste Schritt ist erstmal Schritt 0 ist für mich, also wirklich der initiale Schritt ist, dass ich natürlich weiß, wer arbeitet mit, wer ist Entscheider. Und da muss ich mir einen Scope festlegen. Ich muss Ziele festlegen. Ich muss sagen, was will ich eigentlich erreichen? Wenn ich das Thema Employee Experience angehe, muss ich wissen, was ist eigentlich das, was ich dadurch schaffen will. Metriken und natürlich eine Roadmap. Mit was fange ich an? Wie mache ich weiter? Genau, also welche Prozesse gehe ich in der ersten Runde an? Welche mache ich später? Das ist sozusagen das, was ich als Roadmap bezeichne. Und dann gehe ich vor wie bei einem Projekt. Also schlussendlich ist es nicht viel anders. Da muss man keine Angst davor haben. Ich fange an mit einer Erfassung, dass ich sage, welche Prozesse nehme ich rein, wie sehen die Prozesse aus, schaue mir die an und gucke, ob ich da was analysieren kann. Ja, ich digitalisiere ja, um effizienter zu werden. Ich muss dann keine Akten mehr durch die Gegend schicken. Ich habe die digital abgelegt. Das ist schon mal eine Optimierung. Oder dann muss vielleicht nicht nochmal irgendwie DHL irgendwas durch die Gegend schicken, beispielsweise. Ja, ich gucke dann natürlich spätestens nach dem Toolset. Habe ich mir oft im Vorfeld schon überlegt, weil ich eine bestimmte Software gewählt habe und einen Partner, der mich damit auch irgendwie begleitet auf der ganzen Reise. Aber Toolset für Schnittstellen bleibt ja immer wieder offen. Das heißt, für verschiedene Prozesse habe ich vielleicht verschiedene Schnittstellen in Altsysteme und Bestandssysteme und ja, die will ich ja vielleicht nicht alle abschalten. Und dann ist natürlich wieder die Technologie eine Frage. Genau, dann implementiere ich das Ganze, mache einen Test, mache einen Proof of Concept und dann habe ich Freigaben. Freigaben von Management, von den Fachabteilungen, Betriebsrat, wer auch immer da noch mitspielt. Und dann mache ich einen Rollout, Trainings ist ein wichtiger Punkt, dann übergebe ich das Ganze, Abschlussdokumentation natürlich und dann kann ich, wenn ich das
gestartet habe, wenn ich mein Tool implementiert habe, ich habe mein Portal stehen, ist keine große Sache. Die ersten Prozesse sind abgebildet und dann kann ich das Ganze in einem agilen Modus weiterfahren und Sprints organisieren und fange dann irgendwie wieder bei 0 oder bei 1 an. Und bei 0 anfangen heißt nicht, dass ich alles wegwerfe, sondern eben in den Phasen, dass ich dann anpasse, ja, meine Planung, meine Roadmap anpasse und eben dann weiterentwickle und dann den ganzen Fluss nochmal durchgehe. Schlussendlich, ja, ist eigentlich wie ein Projekt, wie jedes Projekt, sage ich jetzt mal. Genau. Das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Ich muss hier noch mal schauen. Genau, das war ein schneller Ritt. Fragen? Ja, Daniel, erstmal vielen Dank. Und auch Gerne. danke, dass du ein bisschen aufs Gaspedal getreten hast. Wir wollen nämlich gleich der Lotta von Kunstleben von Xing natürlich auch gleich die Bühne bereiten. Liebe Regie, schmeiß doch mal kurz an, was wir hier vielleicht noch haben und worauf der Daniel nochmal schnell eingehen kann. Ich würde mal sagen, nimm doch mal eine raus, auf die wir kurz eingehen und dann geben wir gleich mal der Lotta das Wort. Also ich würde gerne, dass die erste wählen. Also die, wie kann ich Employee Experience schnell im Unternehmen implementieren? Also ich habe Employee Experience, habe ich zwei Aspekte. Ich habe einmal dieses Self-Service, dass die Leute sozusagen dieses Unternehmen so fühlen können, wie ich jetzt hier mache, dass ich so ein Portal gestalte, ist eine einfache Sache. Das heißt, ich brauche ein Portal, ich brauche den Self-Service, ich muss diese Prozesse anwerfen können und ich muss eben auch Feedback einsammeln können. Ein Employee Experience-System, wo ich sozusagen auch Messungen durchführe über Mitarbeiterzufriedenheit, das war ja sozusagen der nächste Schritt, das ist etwas aufwendiger. Da muss ich mir Gedanken machen, was ist meine Roadmap, was sind meine Ziele und wie kann ich Metriken machen. Zum Beispiel, ich möchte den Wechselwillen meiner Mitarbeiter senken, indem ich die Bindung erhöhe. Und das kann ich natürlich messen, indem ich sage, wie lange sind die Leute da. Aber ich muss ja dann sozusagen Hilfsmetriken einführen, wo ich sage, okay, ich muss es erreichen, indem ich Feedbacks mache, indem ich Fragebögen etc. gestalte. Das ist aufwendiger. Mein erster Schritt, mein erstes Vorgehen wäre wirklich, diese Digitalisierung voranzutreiben, zu sagen, ich baue dieses Portal, ich führe diese Kultur, diese digitale Kultur ein mit dem Self-Service und damit erledigen sich schon ganz viele Dinge, behaupte ich wirklich. Self-Service ist ein gutes Stichwort. Beim E-Recruiting an sich kann ich mir auch als Bewerber ist ganz viel Self-Service. Ich habe ganz viel selber in der Hand natürlich, was ich auch vorher an Informationen preisgebe. Ich würde mal sagen, bevor wir gleich zur Lotta überschwingen, nochmal dir ganz vielen, vielen Dank für die Dann. genommene Zeit von Hamburg nach Hamburg, wenn man so will. Und dir erstmal noch eine gute Woche weiterhin. Wunderbar, Dankeschön. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, in die Runde. Lotta, wir bleiben in Hamburg, gehen aber in den New Work Harbor. Bist du auch dort oder bist du woanders? Leider nicht. Ich bin aktuell im Homeoffice, aber natürlich haben wir seit einem Jahr ein wundervolles neues Gebäude an der Elbe, den New Work Harbor. Den kann man aber auch jederzeit mal so besichtigen, wer da mal in der Nähe ist. Also, aber heute bin ich im Homeoffice, genau. Ja, ich war vor kurzem tatsächlich da, allerdings nicht im Gebäude selber, sondern im Lokal vor der Tür. Hat mir aber sehr gut gefallen. Auch das Gebäude macht einen guten Eindruck von außen. Ist wirklich architektonisch auch sehr hübsch geworden, wie ich finde. Aber wir wollen heute nicht über Gebäude quatschen, sondern lieber ein bisschen was von dir lernen über E-Recruiting. Du bist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit bei Xing. War es, als du kurz vor deinem Eintritt bei Xing warst, beziehungsweise in der New Work-Familie, hast du da schon einen voll digitalen Recruiting-Prozess erlebt oder war das dann noch teils analog? Überhaupt nicht, denn ich habe auch weit vor der ganzen New Work-Thematik bei Xing gestartet. Da hieß es wirklich tatsächlich noch Xing AG. Das ist schon viele Jahre her, über 14 Jahre, muss ich gestehen. Und auch mein Bewerbungsprozess bei Xing war alles andere als digital. Und da bin ich reingewachsen und gemeinsam mit Xing gewachsen, bis wir uns irgendwann entschieden haben, auch auf unser Dach das Thema New Work zu schreiben und als Xing uns da jetzt auch unter diese Marke sozusagen ein bisschen mit einordnen. Also überhaupt nicht, nein. Genau. Sehr cool. Dann würde ich einfach mal sagen, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst aus dem Homeoffice heute und du hast das Wort. Rechte solltest du schon haben. Schmeiß uns gerne an, was du uns mitgebracht hast und allen viel Spaß beim Vortrag von der Lotta. Genau, ich hoffe, man kann meine Slides sehen. Man sieht alles. Ganz fantastisch. Wunderbar. Ich mache gleich die Kamera wieder aus. Ich finde das immer ein bisschen, manchmal ein bisschen angenehmer zu sprechen und auch angenehmer zuzuhören. Aber vielleicht stelle ich mich noch mal ganz kurz vor an dieser Stelle.
Genau, ich bin Lotta von Kurzleben von XING E-Recruiting, ein Teil der New Work SE Marke. Ich bin im Trainingsteam bei XING E-Recruiting. Das heißt, ich unterstütze unsere Kunden dabei, unsere XING E-Recruiting-Lösungen erfolgreich zu nutzen. Aber natürlich haben wir auch viele Themen, die über die Produkte hinausgehen. Also natürlich das ganze Thema Active Recruiting, New Work, jetzt aktuell auch das Thema New Hiring. Und genau darauf wollen wir heute mal ein bisschen genauer schauen. Und deswegen schalte ich jetzt in dem Fall die Kamera wieder aus. Auch ich kann mich immer ein bisschen besser dann auf meine Inhalte hier konzentrieren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und wir kümmern uns heute um das Thema New Hiring und Unternehmenskultur, auch natürlich bei den Stellenanzeigen, also im passiven Recruiting. Und ich freue mich, dass wir uns heute diesen beiden ganz besonderen Themen einmal gemeinsam widmen. Denn gerade das Thema Unternehmenskultur, das ist ja was nicht ganz Greifbares und nicht unbedingt etwas, was man immer mit Zahlen belegen kann. Und das finde ich eben deswegen auch besonders spannend. Wie kann man damit umgehen? Welche Herausforderungen bringt das Ganze aber auch mit sich? Das haben wir gerade schon gesehen. Deswegen machen wir direkt weiter hier mit unserem Fahrplan, damit wir auch ein bisschen in der Zeit bleiben. Ich werde mich auch bemühen an der Stelle. Ich habe euch ein paar spannende Themen rund um die Einordnung zum Thema New Hiring mitgebracht. Das heißt, wo kommt dieser Begriff eigentlich her? Wie ist er einzuordnen rund um das Thema New Work und natürlich auch um das neue New Normal? Das heißt, wir werden heute den Einstieg in das Thema New Hiring finden, um uns dann zu fokussieren auf das Thema Unternehmenskultur. Wie kann ich das Erlernte oder Gehörte heute, diese vielleicht auch schon bekannten Dinge, ins passive Recruiting integrieren? Und ganz konkret hier in unsere Stellenanzeigen, zum Beispiel im XING-Universum. Und was hat das Ganze eigentlich mit Unternehmenskultur zu tun? Da werden wir auf jeden Fall noch intensiver drauf schauen und werden dann zum Abschluss auch noch mal intensiver in Richtung XING-Jobs schauen. Das heißt, wie sehen eigentlich im XING-Universum die Stellenanzeigen aus? Was macht sie vielleicht auch besonders oder einzigartig rund um den eigentlichen Job, rund um Führung, aber auch rund um Unternehmenskulturaspekte? Starten wir mal mit der Einordnung, mit einem kleinen Intro sozusagen in das Thema New Hiring. Im Grundsatz, und das erleben wir sicherlich auch alle ganz stark im Moment und auch in den letzten Jahren immer wieder, ist, dass die Arbeitswelt sich immer schneller dreht. Da könnte man jetzt fragen, warum ist das so? Wie hat sich das eigentlich mal ergeben? Und ja, der Change im Tagesgeschäft, das, was wir selbst alle sozusagen auch erleben, ist wirklich mit einem rasanten Tempo unterwegs. Die Jobs, die Anforderungen an die Jobs, die Anforderungen an die Kandidaten, auch die verändern sich in diesem Tempo. Und was vielleicht vor 1-2 Jahren noch Usus war, mehr so das Skillset der Kandidaten abzufragen, ist vielleicht heute durch Automatisierung, Digitalisierung schon gar nicht mehr so im Fokus, sondern vielleicht auch eher der Cultural Fit, das Mindset von den Kandidaten. Das heißt, die Arbeitswelt dreht sich immer schneller und verändert sich auch immer schneller. Und ja, leider konnten wir das auch in den letzten 2 Jahren sehr, sehr deutlich sehen, dass vor allen Dingen auch die Pandemie hier als Beschleuniger für viele Themen in der Arbeitswelt ihren Platz gefunden hat. Gerade wenn es um Neuerungen oder auch um Themen geht wie flexible Arbeitszeiten. Wir haben die Themen auch alle gerade schon einmal gehört. Homeoffice. Unternehmen, aber auch Arbeitnehmer waren auf einmal vor dieser großen Herausforderung. Wie können wir eigentlich auch Prozesse, Infrastrukturen so abbilden, dass sich eben nicht ortsgebunden sind? Wie machen wir das, dass wir ein erfolgreiches Meeting aufsetzen, wo sich jeder abgeholt fühlt, in Hybridveranstaltungen auch dafür zu sorgen, dass die Kollegen aus dem Homeoffice sich gut abgeholt fühlen und die Vor-Ort-Kollegen sich eben aber auch nicht beeinträchtigt fühlen? Das heißt, gerade die Pandemie hat hier auch nochmal, wie bei vielen Themen, auch in den Bereichen Arbeitsleben, New Work, wie ein richtiger Beschleuniger gewirkt. Und gerade das Thema Homeoffice, das ist mittlerweile, das werdet ihr sicherlich auch häufiger bemerken, wir haben es auch schon vorhin gehört, in eurem operativen Geschehen gar nicht mehr so eine Art Nice to Have, sondern es wird sehr häufig auch von den Kandidaten
mittlerweile schon wirklich so ja als Masterfaktor gesehen, beziehungsweise fast als Kriterium, dass ich mich flexibel einrichten kann, auch vielleicht mal aus dem Ausland arbeiten kann. Das ist, wie gesagt, schon lange kein Nice-to-have mehr bei vielen Bewerbergruppen und sich auch darauf einzustellen als Arbeitnehmer. Und das ist hier in diesem Bereich New Hiring und New Normal auch schon natürlich mit verankert. Und New Normal ist ein Begriff, der uns auch wirklich viel begegnet, auch in der letzten Zeit immer wieder. Alle sprechen irgendwie über das New Normal und da wollen wir doch mal schauen, wie kann das eigentlich aussehen? Was bedeutet New Normal eigentlich? Was bedeutet das für unsere Arbeitswelt, für das Recruiting? Und das ist wirklich ein guter Einstieg, um zu sagen, wie machen wir das eigentlich? Wie stellen wir sicher, dass dieser New Normal-Gedanke ins Thema New Work übergeht und eben auch ins Thema New Hiring in unseren Recruiting-Prozessen auch Anklang findet? Am Ende geht es hier wirklich um die New Work Culture, um wirklich Themen wie Selbstbestimmung, die eben auch das Thema New Hiring antreiben und begleiten. Hier geht es wirklich darum, auch zu sagen, wir wollen vielleicht die Kandidaten, die eben langfristig eine Motivation durch den inneren Wunsch haben, eine neue Rolle anzutreten, wie können wir die auch langfristig binden? Das heißt, dieses Thema Selbstbestimmung, Transparenz, Flexibilität, Remote Work, Leadership, alles das zahlt auf dieses New Normal, auf die New Work Culture ein. Und das bedeutet einfach auch, dass wir umdenken müssen, wenn es um das Thema geht, wie können wir eigentlich Talente suchen, finden und an uns im besten Fall langfristig binden und das nämlich erfolgreich. Und das bedingt, dass wir uns einmal damit auseinandersetzen, was eigentlich heute, was in diesem Job auch an New Work Culture Gedanken eben mit reinspielt. Dafür habe ich euch hier einmal schon mal ein paar spannende Ergebnisse und Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht. Denn ja, es ist noch relativ neu, das Thema für uns alle. Und wir bei Xing haben uns gedacht, dass wir über eine Wechselbereitschaftsstudie mehr lernen wollen. Die Studie ist ganz aktuell aus dem Frühjahr 2022 gemeinsam mit Forsa. Und wo es die gesamte Studie gibt, wo ihr die auch runterladen könnt, wenn ihr sagt, ihr wollt da tiefer einsteigen, ihr findet das Thema auch sehr spannend. Das erzähle ich nochmal am Ende, aber ich habe schon mal erste Erkenntnisse mitgebracht. Das heißt, ich präsentiere euch heute gerne ein paar erste Key Facts und ja, wie gesagt, die herzliche Einladung, wirklich da mal tiefer reinzuschauen. Wir haben über 2500 arbeitsfähige Personen befragt, um zu schauen, wie ist eigentlich gerade das ganze Thema Wechselwilligkeit? Was ist unserer Zielgruppe eigentlich besonders wichtig? Was wollen Sie als wichtig bewerten? Und diese spannenden Ergebnisse, die wollen wir uns anschauen. Und die sind auch hier an der Stelle für mich ganz essentiell, wenn es darum geht, das Thema Benefits und Kultur im Kontext New Hiring näher zu beleuchten. Aber jetzt will ich nicht länger auf die Folter spannen, wollen wir uns doch diese Zahlen mal angucken und starten vielleicht mit einer ganz spannenden Zahl. Jeder Vierte kündigt ohne neuen Job. Das heißt, wenn wir uns jetzt auch offline hier begegnen würden, also diejenigen, die hier heute mit in der Leitung sind, und wir würden mal in so einem Stuhlkreis durchzählen, jeder Vierte, der da sitzt, kündigt seinen Job, ohne auch nur eine neue Perspektive zu haben. Und ich glaube, das ist mal so ein Ergebnis, was uns auch intern sehr bewegt hat bei uns. Vielleicht geht es euch auch gerade so, einfach festzustellen, dass dieser Shift vom Sicherheitsgedanken gar nicht mehr so groß bei den Kandidaten ist, bei unserer Zielgruppe, sondern man sagt eher das Thema Selbstbestimmung, Mut, ja, eigene Träume, das hat vielleicht Priorität. Man hat vielleicht auch in den letzten zweieinhalb Jahren mehr nach innen geschaut selber als nur nach außen und sagt sich vielleicht als Kandidat, ja, jetzt erst recht, jetzt ist auch die Zeit, vielleicht ohne Perspektive einfach mal das zu machen, was ich gerade möchte oder dass ich gerade feststelle, was nicht mehr zu mir passt. Und genau das einfach auch mal links liegen zu lassen, mich auf ein neues Abenteuer einzulassen. Und das heißt, jeder Vierte hier aus unserer Studie kündigt, ohne einen neuen Job zu haben.
Was sind Gründe für den Jobwechsel im Generellen? Und auch das ist total spannend, was wir hier nochmal rausfinden konnten. Denn im Grunde würde man ja sagen, gerade diese unteren Themen, die wir hier gerade sehen können, also eine attraktivere Position, finanzielle Anreize, das sollten doch Dinge sein, die ganz weit oben stehen müssten. Und wir selber hätten damit auch eigentlich eher gerechnet. Deswegen auch für uns ein Ergebnis, mit dem wir nicht ganz so geplant und gerechnet haben, dass gerade das Thema, die Position zum Beispiel attraktiver zu haben, man vielleicht nicht den nächsten Karriereschritt vielleicht hier planen möchte oder auch das Thema finanzielle Anreize einen Fokus haben, dass das eher weiter unten ist, dass die eben nicht für einen oder als Grund für einen Jobwechsel gesehen werden. Das heißt, nur knapp 20% der Befragten sehen finanzielle Anreize als Grund für einen Jobwechsel. Und ganz oben, und das ist auch ein Thema, welches wir uns auch noch intensiver hier nochmal ein bisschen anschauen wollen, denn gerade das Thema Führungsverhalten spielt für einen Großteil hier, 28% der Befragten, eine ja, relevante Rolle und steht hier an Platz 1 für den Grund, den Job zu wechseln. Also wenn es mit der Führungskraft nicht passt, dann bin ich bereit, ja, diese Führungskraft und dann in dem Fall auch das Unternehmen zu verlassen. Ja, und diese ganzen Begriffe New Leadership, New Pay, bessere Work-Life-Balance, also die Basis, um eben New Work Culture und New Hiring zu schaffen und besser zu verstehen, das sind all die Begriffe, die damit reinzählen. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, hier heute in der Runde das einmal mit euch zu teilen, diese Erkenntnisse hier, und wirklich auch nochmal darauf einzugehen, was ist eigentlich gerade los bei unserer Zielgruppe? Was bewegt diese Zielgruppe eigentlich gerade? Und wie können wir dann auch eben mit unseren Maßnahmen im Recruiting genau darauf einzielen, wenn wir wissen, was sind denn die eigentlichen Gründe für einen Jobwechsel, um ja auch für uns ein besseres Bild zu bekommen. Und das Thema bessere Work-Life-Balance, auch das hier von dem Großteil wirklich mit angegeben an der Stelle, spielt eben auch eine wichtige Rolle. Stichpunkt flexibles Arbeiten, Homeoffice. Auch dem werden wir uns in Richtung Unternehmenskultur heute nochmal ein bisschen widmen. Ja, wie hat sich nun insgesamt die Wechselbereitschaft verändert? Wir führen diese Studie jedes Jahr durch und haben gesehen, dass wir vom letzten Jahr eine Steigerung sehen können. Das heißt, über einen Jobwechsel denken momentan 37% der Befragten nach. Das sind 12% mehr als zum Vorjahr. Also auch das muss man mal ein bisschen sacken lassen, diese Zahl an der Stelle. Das heißt, ja, wenig überraschend durch die Pandemie auch hier wieder ein beschleunigender Faktor rund um das Thema Jobwechselbereitschaft. Also auch hier können wir nochmal ganz klar sehen, 37% denken über einen Jobwechsel im Generellen nach. Kommen wir aber nun mal zur Verbindung zu unserem heutigen Thema. Wie hat jetzt das Ganze, wie hat New Hiring auch Einfluss auf das passive Sourcing, also auf unsere Stellenanzeigen? Und da möchte ich auch nochmal vorab ganz kurz einen kleinen Blick werfen darauf, was eigentlich Unternehmenskultur damit zu tun hat. Ja, was ist es eigentlich? Was hat es mit dieser Kultur und der Unternehmenskultur auf sich? Und vielleicht, warum ist auch die Verbindung mit den Stellenanzeigen besonders wichtig? Vorneweg, wir wollen uns einmal mit dem Thema Unternehmenskultur im Generellen etwas befassen. Dann, das ist auch ein bisschen hier heute der harte Break zu den Zahlen, Daten und Fakten, die wir gerade gesehen haben. Da können wir gewisse Sachen ganz klar messen, die können wir ganz klar belegen mit diesen Zahlen, wie zum Beispiel auch die Erkenntnisse in der Studie. Aber Unternehmenskultur, das lässt sich ja schwer messen, das lässt sich schwer in harten Zahlen belegen. Und sicherlich wird mir der eine oder andere auch zustimmen, dass es manchmal auch schwer ist, das wirklich tatsächlich zu benennen. Denn Unternehmenskultur, das ist ja immer noch wenig greifbar. Und wie kommen wir dahin? Was tun wir, um eine Vision, eine Mission auf den Weg zu bringen? Wie können wir unsere Mitarbeiter hier direkt mit ins Boot holen und mit auf diese Reise nehmen? Das sind ja Herausforderungen, die wir haben oder denen wir uns hoffentlich auch stellen, die wir hoffentlich schon erkannt haben. Und als Einstieg für dieses Thema finde ich immer ganz schön mit einem spannenden Zitat zu arbeiten, was manchmal so ein bisschen auch die Augen öffnet. Und zwar
It's the culture, stupid. Das Zitat stammt von Howard Schultz, dem CEO von Starbucks. Aber das Zitat, das Originalzitat, damit ist in den 90ern, 1992, Bill Clinton berühmt geworden, denn das war Teil seiner Wahlkampfstrategie, seines Wahlkampfslogans. Damals hieß es, it's the economy, stupid. Also es ist, ja, es ist die Wirtschaft, du Dummkopf sozusagen. Und das war damals bei Bill Clinton sozusagen ja, die Kernbotschaft, ohne Wirtschaft funktioniert das Ganze hier nicht. Und Starbucks CEO sagt eben, ohne Kultur funktioniert das Ganze bei uns nicht. Deswegen finde ich das ein ganz spannendes Zitat. Und der einzige Wettbewerbsvorteil, den Starbucks ja auch hat an der Stelle, das sind die Kultur und die Werte des Unternehmens. Denn jeder kann ja irgendwie ein Kaffeegeschäft eröffnen. Die haben keine einzigartige Technologie, die haben kein besonderes Patent auf irgendwas. Und alles, was hier wirklich das Ganze ausmacht, und ich finde, das macht dieses Beispiel so anschaulich, ist wirklich die Beziehung zwischen den Werten des Unternehmens und dem, was sie dem Kunden sozusagen jeden Tag anbieten wollen. Ihr kennt das sicherlich alle, die schon mal bei Starbucks waren. Man wird, nachdem man bestellt hat, spätestens dann wird man nach dem Vornamen gefragt und der wird auf den Becher geschrieben. Und auch da wird schon so eine Art Bindung geschaffen. Das heißt hier wirklich noch einmal, ja, so als Einstieg, die Kultur macht ein Unternehmen wirklich einzigartig, unabhängig davon, was wirklich die anderen, ich sag mal, die ja, wirtschaftlichen Ziele, Aspekte, die Technologien, die Produkte sind, die ihr vielleicht arbeitet, anbietet, sondern wirklich sich zu fragen, was macht unsere Kultur eigentlich aus? Wofür stehen wir? Wofür wollen wir auch langfristig stehen? Wer sind wir? Was bieten wir? Und wie können wir das mit in den Markt bringen? Und wen brauchen wir dafür eigentlich auch? Und als Antwort auf diese letzte Frage natürlich ganz, ganz klar, die eigenen Mitarbeiter hier natürlich im Boot zu haben. Und da geht es, wie gesagt, wieder um das Thema, wie baue ich die Kultur eigentlich auf? Wir wollen jetzt mal schauen, was man da eigentlich tun kann, denn häufig ist es so, vielleicht ertappt sich hier der ein oder andere gerade in der Leitung auch, dass man schnell sagt, wir haben ein Problem, wir haben die Herausforderung, wir wissen, New Culture, New Hiring, wir müssen uns da irgendwie anpassen, dass wir die Talente heute noch finden und vor allem auch die Top-Talente, um die sich jedes Unternehmen reißt. Wie können wir unsere Zielgruppen, unsere Kernidee, ja, Personas auch sozusagen aufbereiten, um zu sehen, wen müssen wir vielleicht auch anders ansprechen? Wo müssen wir die Touchpoints auf dieser Candidate Journey vielleicht auch nochmal überarbeiten und überdenken? Und dann nimmt natürlich auch zusätzlich häufig der Druck zu. Man hat den Eindruck, gerade auch vielleicht im Mittelstand, dass bekanntere Marken, große Konzerne, hippe Startups uns Kandidaten wegnehmen. Und häufig ist auch die Sorge, man kennt uns irgendwie auch nicht und ganz oft auch, wir kennen uns vielleicht selber auch noch nicht so gut. Was macht uns aus als Unternehmen? Sich da wirklich auch nochmal bewusst zu werden, was ist denn unsere Vision? Wie können wir diese transportieren? Kennen wir die wirklich auch schon so genau? Und was leider häufig dann auch passiert, dass man versucht, das, was man hat oder vielleicht das, was man ausstrahlen möchte, noch lauter rausschreit, um sich dann irgendwie im Wettbewerb gegen große Player, gegen große Marken, gegen hippe Marken behaupten zu können. Das heißt, was macht man, wenn man nicht gehört wird, wenn man nicht gesehen wird? Man schreit lauter in dieser ganzen Masse, wo eh schon geschrien wird. Man versucht mit, und das jetzt mal so bildlich zu spiegeln, ja, mit Buzzwords wie Karrierechancen, persönliche Entwicklung, ja, wenn ich es mal ein bisschen übertreibe oder ein bisschen klischeehaft mache, mit Kickertisch, mit Benefits zu punkten, die vielleicht gar nicht so auf meine Zielgruppe passen, vielleicht sogar gar nicht so in der Ausprägung vorhanden sind. Um hier meine Kandidaten so ein wenig mit ins Boot zu holen, anzulocken oder Talente beziehungsweise die vermeintlichen Talente, die ich denke, die ich bräuchte, um mein Unternehmen gut zu führen, auch hier mit ins Boot zu holen. Und ihr merkt schon, ich möchte so ein bisschen auch das Thema Authentizität auch wieder hinaus. Denn das ist gerade im Employer Branding auch ganz besonders wichtig, keine Sachen zu versprechen, die man gar nicht halten kann. Und sie vielleicht auch eher zu fragen, was macht uns aus? Wer sind wir? Was bieten wir wirklich? Und wenn wir nun mal auch ja, Bereiche haben, Berufsbilder, die
eher erfordern, dass wir jemanden dabei haben, der vielleicht gerne jeden Tag das Gleiche macht, der gerne vielleicht Datenstruktur lebt und gar nicht so die großen Entwicklungsmöglichkeiten will und braucht, dann müssen wir das vielleicht gar nicht mit reinnehmen, also die ganzen Sachen, die ich eben genannt habe, sondern das heißt, dass wirklich da einmal zu schauen, was macht uns aus, wen brauchen wir dafür, wen haben wir auch bereits im Unternehmen, was sind das für Menschen und wie können wir die ansprechen, wie können wir die locken, mit welcher Kultur müssen wir die letztendlich auch überzeugen. Ja, was sind das für Candidate Personas, mit denen man dann auch eben in der Kultur am Employer Branding arbeiten kann? Das heißt, weg von noch lauter Schreien, um gehört zu werden und hin zu das sichtbar zu machen, was wir eigentlich an Unternehmenskultur bereits haben, worauf wir stolz sind, worauf auch oder warum auch andere Mitarbeiter bei uns sind, zu uns gekommen sind und vielleicht auch schon besonders lange an Bord sind. Und deswegen sind wir hier vielleicht ein wenig philosophischer in dem Fall unterwegs als bei den Zahlen, Daten und Fakten, die wir vorhin schon gesehen haben. Denn nur das, was man sieht und was man auch wirklich in Worte fassen kann, kann man auch wirklich in Handlungen bewusst berücksichtigen. Und das ist so ja ein bisschen auch die Sache mit der Unternehmenskultur. Wie mache ich das eigentlich nach außen hin sichtbar? Ja, natürlich kann ich Fotos von Events posten, von tollen Meetings, von tollen Räumlichkeiten und kann auch vielleicht versuchen, meine Mitarbeiter da auch mit ins Boot zu holen, zu engagieren, sozusagen ein bisschen als innere Influencer, als Botschafter, sie auch auf diesem Weg so ein bisschen begleiten und damit eben auch die Sichtbarkeit natürlich vorantreiben. Aber es gibt ja auch andere Wege, die Unternehmenskultur als Unternehmen auch sichtbar zu machen. Denn wenn wir darüber sprechen, Sichtbarkeit, Unternehmenskultur, hier sich wirklich einmal aufzuzeigen, wie ist es eigentlich bei uns? Wie sind die gelebten Werte, die uns ausmachen? Die kleine Spitze eines Eisberges ausmachen. Und eigentlich, das sind die, die wir darstellen häufig und die wir nach außen auch schreien. Und eigentlich sind die gelebten Werte noch darunter und viel, viel massiver. Wir alle kennen dieses Modell hier und sich da wirklich einmal zu fragen, wie kann ich diese hier eigentlich auch nochmal nach oben bekommen? Also die gelebten Werte, die unter der Oberfläche existent sind, wie kann ich die ins Unternehmen integrieren? Wie bekomme ich die an die Oberfläche? Und natürlich kann ich hier auch auf Mitarbeiter zugehen. Ich kann Employer Branding betreiben. Das ist nochmal ein anderes Thema, denn wir wollen jetzt mal schauen, wie könnt ihr eigentlich diese Kultur, die ihr habt, die ihr lebt, die ihr nach außen tragen wollt, schon ganz, ganz früh sichtbar machen, und zwar auf euren Stellenanzeigen. Da gibt es bei Xing das eine oder andere auch bei den Stellenanzeigen, wie man hier schon an der Stelle sehr früh einen großen Unterschied machen kann, indem man eben vorneweg auch schon zeigt, lieber Kandidat, liebe Kandidatin, du bist vielleicht gerade im Bewerbungsmarathon, du scrollst hier durch sehr, sehr viele Stellenanzeigen, und wir möchten uns jetzt dadurch abheben, dass wir dir zum Beispiel ein paar Dinge schon von Anfang an bereitstellen, wo man erkennen kann, wie tickt die Unternehmenskultur im Unternehmen. Zum Beispiel mit einem Videoclip von einem Mitarbeiter, den ich ja auch in der Stellenanzeige integrieren kann. Wir werden das nachher nochmal uns ganz kurz live anschauen, aber vorab wollen wir uns einmal mit dem Thema direkt beschäftigen, mit dem Thema Xing Stellenanzeigen. Das heißt, was macht diese Stellenanzeigen eigentlich aus? Wie unterscheiden die sich vielleicht auch von anderen Stellenanzeigen im Markt? Und letztendlich, wie kann ich für Talente diese Reise so gestalten, um die Unternehmenskultur wirklich spürbar zu machen? Starten wir hier mal und schauen uns einfach mal an, was den Stellenmarkt auf Xing auch noch mal mehr ausmacht. Denn der Stellenmarkt auf Xing ist mehr als nur eine klassische Jobbörse. Denn sich das wirklich vorab einmal bewusst zu machen, dass man eben mit diesem Matching auf den Xing-Stellenanzeigen auch Mitglieder ansprechen kann, ganz automatisch, ohne jetzt wirklich nochmal extra Werbemittel in die Hand zu nehmen. Denn wir erreichen Xing-Mitglieder, aber auch Nicht-Mitglieder. Die Stellen werden automatisch ausgespielt. Und da kann ich eben genau die Kandidaten erreichen oder die Kandidaten dort erreichen, wo sie sich gerade befinden. Wir können sehen,
dass über 60% der Xing-Mitglieder latent auf Jobsuche sind. Also gar nicht gerade einen großen Schmerz haben, den Job zu wechseln, da gar nicht vielleicht jeden Tag drüber nachdenken. Und das Schöne ist eben an dem Stellenmarkt hier bei Xing, dass es sowohl für Latentsuchende als auch Aktivsuchende diese Stellenanzeigen ausgespielt werden und eben auch diejenigen, die vielleicht noch gar nicht auf Xing unterwegs sind. Und vor allen Dingen hat man hier eben auch die Verbindung zum Karrierenetzwerk. Da sind dann Sachen dabei, wie ein schöner Netzwerkeffekt, wenn eine Stelle, die wir posten auf Xing oder die wir einstellen, wenn die zum Beispiel geliked wird, und stellen wir uns jetzt mal vor, ist ja gar nicht ganz unwahrscheinlich, jemand hat 1000 Kontakte, der liked so eine Stellenanzeige und dann geht die eben an 1000 Kontakte, die auch wieder teilweise da drauf schauen, die vielleicht auch weiter teilen, auch die liken, und dann geht dieser ganze Netzwerkgedanke, kommt dann eben ins Rollen und dann hat man diesen wunderschönen Netzwerkeffekt und bekommt eine sehr, sehr schöne Reichweite. Das heißt, wir müssen da gar nicht viel für tun an der Stelle, außer vielleicht unsere Kollegen oder uns selbst auch mal etwas zu aktivieren, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Neuigkeiten auf unserem Employer Branding Profil zu teilen oder generell eben auch unsere offenen Positionen zu teilen mit unserem Netzwerk. Ja, was machen jetzt eigentlich auch die Xing-Stellenanzeigen so erfolgreich oder was ist so ein bisschen auch der Unterschied, wenn es um andere Stellenanzeigen geht? Zum einen haben wir hier mehr Sichtbarkeit, das heißt die Ausspielung auf dem Xing-Stellenmarkt, die Empfehlung im Netzwerk, auch auf Arbeitgeberprofilen zum Beispiel, aber auch in der Google-Jobsuche. Das heißt hier wirklich, sich nochmal bewusst zu machen, dass die Stellenanzeigen die Xing-Stellenanzeigen hier mehr als nur eine reine Jobbörse sind. Das heißt, die werden hier passenden oder auch potenziell passenden Bewerbern ausgespielt, aber auch die werden eben nicht nur an die Aktivsuchenden ausgespielt, sondern auch an die Latenzsuchenden entsprechend empfohlen. Und für diejenigen, die schon Xing-Stellenanzeigen schalten bei uns, da gibt es ja auch den sogenannten Xing-Job-Manager, wo man wirklich alle Stellenanzeigen verwalten kann, wo man aber auch Statistiken einsehen kann und wo man eben auch genau sehen kann, wer hat eigentlich welche Stellenanzeige besucht, wer hat sich die gemerkt, wer hat sich vielleicht über den Schnellbewerben-Button schon beworben. Also all diese Kandidatenbewegungen, die kann man dort einsehen, die kann man nachverfolgen. Darüber hinaus bekommt man nochmal automatische Kandidatenvorschläge. Dahinter steckt ein sehr umfangreicher Algorithmus, der diese Kandidatenvorschläge aufgrund des Verhaltens der Kandidaten auf Xing auch berechnet und mir deswegen diese Kandidaten vorschlägt, weil der Algorithmus zum Beispiel auch davon ausgeht, dass es jemand, der aufgrund seines Verhaltens sehr wechselwillig ist, zum Beispiel. Ja, und was passiert also im Hintergrund in diesem Algorithmus? Die Stellenanzeige, die Inhalte, die werden verglichen mit den Kandidaten auf der Plattform und da spielen, wie gesagt, ganz, ganz viele Kriterien eine Rolle. Aber man hat eben dann am Ende sozusagen in diesem Xing Job Manager so eine Art kleines Silbertablett, so ein Buffet, wo man sich dann an passenden Kandidaten bedienen kann, die man dann direkt auch im Sourcing vielleicht weiterverarbeiten kann, ansprechen kann, weil man eben schon so viel über diese Kandidaten weiß. Und das Besondere ist eben auch, dass die Xing-Stellenanzeigen auf Xing auch immer direkt mit dem Kununu-Profil verbunden sind. Das heißt, die Bewertungen, die sind auch direkt sichtbar und die Kandidaten erhalten sofort mit Blick auf die Stellenanzeige einen ersten Eindruck, ja, über die Benefits, über die Stimmung im Unternehmen, über die Unternehmenskultur. Ich habe es gerade schon gesagt, die Benefits sind klar integriert. Das heißt, man kann sich direkt schon als Bewerber und man kann direkt als Bewerber schon auf der Stellenanzeige sehen, wird denn das, was ich gerade brauche, was ich mir wünsche, Selbstbestimmung, New Work, flexible Arbeitszeitmodelle, wird mir all das geboten, also Themen, alle, die in Richtung New Hiring gehen. Und genau das kann man eben schon sehr früh auf den Stellenanzeigen sichtbar machen. Aber natürlich auch die persönliche Note, also einen direkten Kontakt zu hinterlegen, und zwar die Person, die auch wirklich verantwortlich ist für diese Stellenausschreibung und nicht irgendwie eine generische Ansprechperson. Auch das kann wirklich eine sehr persönliche Note ausmachen und das kann auch den Unterschied machen. Ja, häufig werde ich auch immer wieder gefragt, wie ist es eigentlich, wenn es in Richtung, ja, oder in die Richtung Kandidatensicht eigentlich geht, beziehungsweise
Was ist den Kandidaten da wirklich auch besonders wichtig? Wie können wir das nochmal sichtbarer machen? Sowas wie Arbeitgeberbewertungen. Und oft haben wir auch Fragezeichen in Richtung Gehaltstransparenz. Das ist immer ein großes Thema bei unseren Kunden. Und das sind eben zwei Sachen, die den Kandidaten besonders wichtig sind. Also Transparenz, Authentizität, das bringt etwas, wenn man das im Vordergrund schon lebt und am Anfang hier einfach diesen Anker setzt, einen Unterschied macht und diese Sachen schon ja, von Anfang an transparent macht und sich auch schon preisgibt. Denn gerade in der Stellenanzeige, die häufig eben der erste Kontaktpunkt ist, wenn der Kandidat sich über unser Unternehmen informiert, der bekommt hier wirklich auch schon die Informationen bereitgestellt, ja, die dann eventuell auch die Kandidaten dazu bewegen, tiefer einzusteigen, in dieser Candidate Journey dran zu bleiben und sich natürlich letztendlich auch zu bewerben. Ja, von 10 Kandidaten sagen wirklich, wir bevorzugen, dass uns die, dass die Stellenanzeigen mit Arbeitgeberbewertungen versehen sind. Und die Hälfte liest dann auch diese Bewertungen wirklich durch. Und deswegen ist es hier so wichtig, sich bewusst zu machen, dass 7 von 10 Befragten Kununu kennen und Unentschlossene auch durch Bewertungen inspiriert werden. 8 von 10 darüber hinaus lassen sich sogar bei einer Jobentscheidung beeinflussen von Arbeitgeberbewertungen. Das kennen wir selber, wenn wir uns hier mal selber in die Augen schauen, selber nur zu gut. Auch in anderen Lebenssituationen, wenn es um ein Restaurant vielleicht geht, wenn es um ein Hotel für den Urlaub geht, da gibt es die verschiedensten Bewertungsplattformen und ich bin sicherlich nicht die Einzige, die jetzt sagen kann, auch davon lasse ich mich beeinflussen, ich lese das, das hat einen Einfluss auch auf meine Entscheidung, auf meine Buchung möglicherweise und da bilde ich mir auch manchmal so ein bisschen eine Meinung vielleicht auch von der einen oder anderen ja, Hotel oder auch Restaurant an dieser Stelle. Und das ist natürlich auch schon hier ganz klar sichtbar, auch in Arbeitgeberbewertungen in und bei Jobentscheidungen. Neben diesen ganzen Punkten, Employer Branding, Ansprechpartner, schnell bewerben Button, den es ja auch auf den Stellenanzeigen gibt, wo ich nur draufklicken muss und schon ist meine Bewerbung mit meinem Xing-Profil eingegangen beim Unternehmen, haben die Xing-Stellenanzeigen auch einen recht neuen Faktor, der eben auch sichtbar ist. Und dort ausgespielt wird. Und das ist neben den Bewertungen, neben den Benefits auch wirklich ein Einblick in die tatsächliche Unternehmenskultur. Der sogenannte Kulturkompass, den sehen wir hier auf der rechten Seite. Und da werden ganz unterschiedliche Werte herangezogen, wo mehrere Dimensionen von Unternehmenskultur betrachtet werden. Über 160 Faktoren spielen da eine Rolle. Die werden abgefragt, beziehungsweise Mitarbeiter können die bewerten. Die Hälfte davon ist positiv belegt, die Hälfte eher negativ belegt. Und aus diesen ganzen Antworten ergibt sich das große Ganze und daraus entsteht ein greifbares, sichtbares Bild von der eigentlichen Unternehmenskultur. Und das Schöne hier ist wirklich, dass New Hiring mit dem Thema Xing Stellenanzeigen auch über die Unternehmenskultur nun verbunden ist bei uns. Mehr noch als ja, den Ansprechpartner zu hinterlegen oder eben andere Möglichkeiten mit zu ermöglichen, dass man sich schnell bewerben kann, hier den Kandidaten wirklich nochmal die Kultur ganz nahe zu bringen, ganz transparent zu sein, was Bewertungen angeht, die Bewertungen sichtbar zu machen und den Kandidaten eben authentische Einblicke mitzugeben. Und das Allerschönste ist natürlich, so wie eine Transparenz rund um die Benefits und ums Gehalt, gibt es eben auch dann die Transparenz von der tatsächlichen Kultur. Und so können wir im besten Fall von vornherein auch sicherstellen, dass wir hier die richtigen Kandidaten auch mit dem ja, richtigen Cultural Fit sozusagen an uns binden, der am besten zu uns und unseren Werten passt. Ja, denn am schönsten ist es doch, wenn man quasi genau das findet, was man sucht. Und wenn wir uns jetzt die Bewerber einmal vorstellen und jetzt die auf die Reise gehen hier im Xing-Universum, die eben nach verschiedenen Aspekten streben, Sinnerfüllung, flexibles Arbeiten, New Work, New Work Culture, dann ja, ist es unsere Aufgabe im Recruiting auf der anderen Seite zu schauen, wie können wir das
über New Hiring wirklich umsetzen und wie können wir unsere Unternehmenskultur zeigen. Schaut euch gerne mal um auf den Xing-Stellenanzeigen, denn genau das könnt ihr dort entdecken. Gehaltstransparenz, aber eben auch Unternehmenskultur, der Kulturkompass, die Benefits, all das ist damit integriert. Und da kann man eben schon sehr, sehr früh einen Unterschied machen, transparent sein und da vielleicht schon die richtigen Weichen stellen für den richtigen Kandidaten. Ja, vielen Dank. So viel von meiner Seite aus an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank von meiner Seite aus auch für die Einladung für heute. Und ich kann es euch nur empfehlen, ja, startet einfach mit dem New Hiring. Dabei wünsche ich natürlich euch allen viel Erfolg. Und sollten Fragen aufgetaucht sein, stehe ich natürlich auch gerne noch kurz dafür zur Verfügung. Also, liebe Lotta, vielen Dank erstmal. Auch erneut aus Hamburg nach Hamburg. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt dürfen wir dich auch noch mal kurz sehen, das ist ja nett. Ja, ich habe schon eben gerade gedacht, ich habe hier auf einem zweiten Bildschirm, deswegen ist der Blick ab und zu hier mal zur Seite gegangen. Du hast uns ja wirklich ganz, ganz viel mitgebracht und ich dachte, wow, damit kann man im Zweifel auch noch mehr Zeit wahrscheinlich füllen. Womöglich ist das hier schon die eingedampfte Variante sozusagen für uns gewesen. Liebe Regie, lass uns doch noch mal kurz die Zeit nehmen, auch der Fairness halber. Schmeiß doch mal kurz an, ob wir noch ein, zwei vertiefende Punkte haben und dann gehen wir da eben kurz drauf ein, ehe wir dann mit dem Alex von JobUFO in die finale Runde heute starten. Ich würde auch dich einmal bitten, einfach schlichtweg aus Zeitgründen so ein bisschen, dir von den dreien einfach mal kurz eine rauszupicken und zu überlegen, welche ist für dich hier vielleicht die herausstechendste, um da mal tiefer drauf einzugehen. Ja, genau, vielen Dank. Kann man meinen Screen noch sehen? Dein Screen nicht, nein, aber das können wir dir einmal zurückgeben. Wäre das hilfreich? Genau, das wäre hilfreich, weil ich glaube, die Fragen kann ich alle drei Fragen kann ich mit einer Antwort beantworten. Und zwar dann besucht sich, ja, Moment. Dann müsste das funktionieren, glaube ich. Genau, besucht sehr, sehr gerne unsere Seite recruiting.xing.com. Ich zeige auch gerne einmal, wie die aussieht, denn da findet ihr all die Antworten, die wir gerade gesehen haben bei den Fragen. Was kosten Stellenanzeigen? Wie kann ich mich darüber beraten lassen? Dann schaut hier gerne oben in den Reiter Produkte und Lösungen. Da findet ihr all unsere Xing eRecruiting Lösungen, natürlich auch die Stellenanzeigen hier an dieser Stelle, wenn ihr da mit den Kollegen aus dem Account Management Kontakt aufnehmen wollt. Aber wenn euch das Thema generell New Hiring, auch Unternehmenskultur, wenn euch das noch mehr interessiert, wenn ihr ja tiefer einsteigen wollt, dann schaut auch sehr gerne hier im oberen Bereich bei Wissen und Veranstaltungen rein. Hier könnt ihr auch die Wechselbereitschaftsstudie runterladen. Wir haben sehr viele weitere Themen hier zum Thema New Hiring, New Work. Wir haben auch unsere neuen Veranstaltungen 60 Minutes New Hiring, auch ganz spannende Webinare mit vielen Gästen. Und im Bereich Hilfe und Lernen, da findet ihr auch nochmal im Bereich Webinare, viele Webinare, viele Angebote rund ums Thema New Hiring, New Work, Unternehmenskultur, da seid ihr herzlich zu eingeladen. Und eine Sache noch, bevor ich mich verabschiede, am 21.06. seid ihr herzlich eingeladen, zu unserer New Hiring Experience zu kommen. Die findet statt und zwar an den zwei schönsten Orten in Hamburg. Einmal der New Work Harbor, direkt an der Elbe, unser Bürogebäude an der Elbe und in der Elfi. Also die zwei ganz tolle Gebäude. Ihr seid herzlich kostenlos eingeladen, uns da zu besuchen. Tickets könnt ihr ganz einfach kostenlos runterladen. Und da geht es den ganzen Tag um das Thema New Hiring und ganz tolle Speaker und ganz tolle Veranstaltung. Sicherlich auch ganz inspirierend. Also wer in der Nähe ist oder sich nach Hamburg aufmachen möchte, da würden wir uns sehr freuen über euren Besuch. Das nehmen wir doch gerne mit. Alle, die jetzt gerade vielleicht einen Stift zur Hand hatten oder kurz mal was Digitales auf hatten, haben sich das vielleicht schon notiert, die Daten festzuhalten und sozusagen die Family von der Lotta, die Berufsfamily, wenn man so will, der dann eine größere Bühne zu geben. Fantastisch. Dann würde ich sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Der Hinweis auch nochmal auf eure eigene Veranstaltung. Ich kann bestätigen, die Orte sind wirklich sehr nett und schön. Immer eine Besuch wert. Insofern dir an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input und auch dir noch eine gute und schöne Woche. Vielen Dank für die Einladung, wünsche ich auch allen. Macht's gut. Danke dir. So,
Last but not least, definitely not least. Alex, da bist du. Fantastisch. Wunderschönen guten Tag. Das kann ich nur erwidern. Du bist in Berlin auch? Ganz genau. Ich bin in Berlin heute auch im Homeoffice, normalerweise bei der Friedrichstraße, das heißt im Herzen von Berlin. Und ja, mit Hybridarbeiten funktioniert das ganz gut im Homeoffice. Ne? Sehr gut. Man sieht auch die heimelige Atmosphäre so ein bisschen mit der Fensterbank da im Hintergrund. Bei mir ist es auch so, hier stehen eigentlich auch Bilder von den Kindern, aber die sind jetzt gerade vom Kamerawinkel nicht eingefangen. Aber sehr nett, die persönliche Note. Du hast uns heute was mitgebracht, und zwar im Grunde eure Job-UFO-Lösung, die du auch nochmal so ein bisschen vertieft darstellen oder überhaupt, in die du uns einführen willst. Ich habe ja auch die Slides schon im Vorfeld sehen dürfen, will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern dir möglichst schnell auch das Wort übergeben. Bei den anderen jetzt in der Reihe heute oder im Line-Up hatte ich immer so ein paar Intro-Fragen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich hier ganz ehrlich sagen muss, ich bin einfach gespannt auf die Demo und bin auch ganz dankbar über alle, die jetzt beim 6. Slot nach wie vor dabei sind oder vielleicht auch extra sich deswegen zugeschaltet haben. Insofern, Alex, ich finde, ihr habt echt ein sehr, sehr spannendes Produkt und will dir damit einfach mal direkt die Bühne geben. Schieß los und danke für deine Zeit heute. Tut mir leid, ich habe die letzte Minute tatsächlich nicht mitbekommen, weil ich hier gerade einen kleinen Systemausfall hatte. Ich bitte um Entschuldigung. Kein Stress. Zum Schluss wird es immer ein bisschen wunderlich, wa? So am Ende von so einer schönen Konferenz. Hast du die Moderationsrechte? Wenn nicht, kriegst du sie kurz. Jetzt müsstest du sie haben. Und so, ich habe im Grunde nur schon ein bisschen vorab ein bisschen PR für euer Tool gemacht, falls gerade die Tonspur auch bei dir ausgefallen war. Ja. Weil ich einfach sagte, ich bin selber gespannt drauf. Ich habe so ein paar Previews gesehen und freue mich jetzt tatsächlich sehr auf das, was du uns mitgebracht hast. Ja, ich mache mal so einen kleinen Ausflug in die Praxis. Ich zeige ein bisschen, was wir machen, was wir anders machen und warum das tatsächlich eine sinnvolle Geschichte ist. Und dein Einverständnis vorausgesetzt, würde ich jetzt einfach mit der Übertragung anfangen. Mach mal. Wir haben eben schon alles gesehen. Das hätte nur noch in den Präsentationsmodus gemusst sozusagen und dann wären wir schon ready, set. Könnt ihr das jetzt alles gut sehen? Jetzt gerade nicht. Eben hatten wir es schon. So. Jetzt sehen wir es. Jetzt müsste das funktionieren. Wunderbar. Also nochmal an der Stelle einen schönen guten Tag von mir. Wir schauen uns heute eine ganz besondere Sache an, und zwar die Last Mile. Ne? Wir haben ja heute ganz, ganz viel darüber erfahren, wie wichtig Arbeitgebermarke ist, wie wichtig Performance ist, wie wichtig die Außenkommunikation ist. Und genau deshalb beschäftigen wir uns mit einem ganz kleinen Teilstück. Das ist so das letzte Stück von der Stellenanzeige hin in den Recruiting-Prozess. Und warum das so wichtig ist, das würde ich gerne mal zeigen. Denn tatsächlich ist es so, dass wenn wir uns Gedanken machen in einem Kandidatenmarkt, in dem 37%, wie ich gerade gelernt habe, wechselmotiviert sind und unheimlich viele Leute sich im Vorfeld über das Unternehmen informieren, dann ist die Außenkommunikation immens wichtig. Wir geben ganz, ganz viel Geld aus für die Ansprache der korrekten Audience. Wir targeten ganz scharf, wir gehen in die Social-Media-Kanäle rein. Und wenn wir das gemacht haben, dann ist es in der Regel so, dass die Kandidaten sich bewerben können. Und das können sie dann in der Regel einfach über einen, und ich klappe das mal zu, über einen normalen Apply-Button mit per E-Mail bewerben. Und dann haben wir eine Möglichkeit, uns mit einer normalen E-Mail, mit einem Anschreiben und so weiter zu bewerben. Das ist eine sehr innovative Sache gewesen und das hat uns sehr, sehr geholfen, so von dem normalen manuellen Prozess so ein bisschen wegzukommen. Zeitgemäß ist das nicht mehr. Wir schaffen uns ja eigentlich dadurch so ein Stück weit einen eigenen Bottleneck. Und wenn wir uns anschauen, wie stark Personaler gerade damit beschäftigt sind, Kandidaten anzusprechen, Kandidaten zu administrieren, personalrechtliche Fragen zu beantworten, gerade jetzt, wo rückwirkend zum 1. Januar es andere Lohnabrechnungen und so weiter gibt, dann stellen wir fest, dass der Personaler in der Regel wenig Zeit hat. Und wenn wir so einen Bewerbungseingang per E-Mail haben, dann produzieren wir uns eigentlich mit diesem E-Mail-Bewerbungseingang einen kleinen eigenen Bottleneck, weil wenn ein Personaler nicht die Möglichkeit hat, den Kandidaten zu administrieren oder aber vielleicht auch mal nicht da ist aus Gründen wie Covid oder wie keine vernünftige Weiterleitung haben
oder die Bewerbung schlichtweg im Spam-Ordner landen, dann verlängern wir massiv die Time to Hire. Und deshalb sagen wir, also das ist ein guter Zwischenschritt gewesen, aber eigentlich sollten wir da noch einen Schritt weitergehen, weil wenn wir uns das anschauen, was wir so erreichen, dann erreichen wir mit der E-Mail-Bewerbung zwar schon ein Stück weit so den digitalen Schritt, aber so das Optimum haben wir noch nicht erreicht. Ein Schritt weiter ist eigentlich dann die Möglichkeit, sich über den Apply-Button direkt mal zu bewerben und dann auf so ein Formular zu kommen. Und das sieht alles schon ganz gut aus. Aber wir haben auch hier noch so ein Stück weit die Herausforderung, dass all diese Felder ja nichts weiter sind als kurze Abfragen. Und wenn wir uns vorstellen, dass ein Kandidat in einer umkämpften Kandidatengruppe in der Regel es sehr, sehr convenient mag und relativ wenig dafür machen möchte oder aber vielleicht auch schnell die Lust verliert und keinerlei Interaktionsmöglichkeiten hat, dann ist die Möglichkeit, über dieses Format zu agieren, sehr, sehr limitiert. Häufig sind wir damit konfrontiert, dass bei verschiedenen Bewerbermanagementsystemen das Ganze noch nicht mobiloptimiert ist, dass man nicht die Möglichkeit hat, Dinge hochzuladen. Und das sorgt einfach dafür, dass wir in Summe unfassbar viele Kandidaten verlieren, um es mal in Zahlen zu nennen. Wir verlieren eigentlich zwischen 94% und 97%, das heißt zwischen 3 und 6% der Kandidaten konvertieren bloß. Und wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Geld wir dafür ausgeben, dass wir in die Außenkommunikation gehen, das heißt Stellenanzeigen schalten, sei es über eine Agentur, sei es über einen tollen Anbieter wie Softgarden, dann geben wir schon richtig viel Geld aus. Und wir machen auch interne Recherche und wir geben uns Mühe, einen eigenen Code of Conduct aufzustellen, ein Arbeitgeberprofil bei Kununu zu pflegen und. Das sind ja alles additional costs, die wir berücksichtigen müssen. Und am Ende des Tages kommt im besten Fall, wenn wir es hochrechnen, irgendwie eine 10% Conversion raus. Das heißt, von dem eingesetzten Mediabudget verpuffen 90%. Das ist nicht ganz günstig und deshalb haben wir uns damit beschäftigt, den Prozess neu zu denken, neu zu überarbeiten. Und wir sind zum Beispiel, um hier mal über ein Praxisbeispiel zu sprechen, wir sind mit integriert auf den Karriereseiten und auch den Stellenanzeigen selber. Ich zeige gleich mal zwei Beispiele, sodass wir dadurch die Möglichkeit haben, mit einem hochfunktionellen Formular, das sämtliche Interaktionsmöglichkeiten bietet, dem Kandidaten die Experience zu geben, die er braucht. Neue Bewerbungsformate, das heißt die Audiobewerbung, die Videobewerbung, das haben wir vor 7 Jahren angefangen, in den Markt zu tragen. Das wird mittlerweile stark akzeptiert. Wir haben einen Real-Time-Support mit WhatsApp. Wie das Ganze aussieht, zeige ich direkt mal im Live-Betrieb. Also bitte, wenn es jetzt kaputt geht, es ist live. Es ist keine fancy, glossy Präsentation. Es ist einfach das Live-System. Also wenn wir uns über den Apply-Button einfach mal eine Bewerbung öffnen, ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von McDonald's an unserer Kunden aufgemacht, dann haben wir, wie ich es immer nenne, die erste Markenbotschaft. Das heißt, wir haben die erste positive Ansprache des Kandidaten. Bitte nicht wundern, wir sind an meinem Live-System. Ich bin als Maria Schlüter in der Produktion bekannt. Das heißt, wenn die Kollegen wissen, Maria Schlüter bewirbt sich, dann ist das der Alex, der immer so ein bisschen zeigt, was wir da gerade tun. Wir sehen auf der rechten Seite neben den einzelnen Bereichen so ein kleines Checkmark. Das heißt, wir machen hier bei diesen Personalstammdaten eine Datenstrukturprüfung. Das heißt, wir überprüfen, ob das alles Sinn ergibt, ob das alles eine sinnhafte Eingabe darstellt. Denn wer kennt es, wenn man im Homeoffice ist, und vielleicht mit Kindern zu Hause ist, wie ich es natürlich auch öfter war, dann kann es durchaus mal sein, dass wenn man vergisst, den Bildschirm zu sperren und wenn man vielleicht angefangen hat, sich zu bewerben, dann kann es auch durchaus mal sein, dass die Tochter dann für ein bisschen weitermacht und dann kommen lustige Sachen bei raus, helfen aber nicht wirklich bei der Bewerbung. Deshalb sagen wir, okay, an der Stelle ist das eine schwierige Sache. Wir leiten nur vollständige Unterlagen weiter. Unser Ziel ist nämlich, die ganzen Unterlagen des Kandidaten und eine persönliche Aussage des Kandidaten über sich selbst einfach direkt ins Bewerbermanagement zu leiten, um die Time to Hire maßgeblich zu verkürzen, damit der Personaler einfach sich auf das konzentriert, was wichtig ist. Und das ist nicht alles nachzutelefonieren, sondern einfach loszulegen und Kandidaten für die Arbeitgebermarke zu gewinnen. Okay, wir sammeln also im ersten Schritt die Personalstammdaten ein. Das ist halt bekannt, das braucht man, das ist sozusagen das kleine 1x1. Und wir sehen hier auch nochmal so einen Hinweis, dass wir uns bei Rückfragen bei den Kandidaten melden und haben natürlich auch die Datenschutzinformationen der Unternehmen verknüpft, damit wir genau wissen, was passiert eigentlich mit unseren Daten. Denn wir müssen alle sehr, sehr stark
auf DSGVO-Konformität achten. Wir arbeiten zum Teil im Public-Sektor, sind also schwerst Audit geprüft und nehmen das Ganze extrem ernst. Deshalb auch immer hier die Verlinkung. Wir haben festgestellt, dass wenn man in den nächsten Schritt eintaucht, und das ist auf jedem Formular so, dann haben wir hier einen der Schlüsselmomente in der Bewerbung. Wenn wir hier sagen, dass die Maria Schlüter, die wir jetzt hier auf der rechten Seite haben, im Besetzungsprozess antreffen und wir in der Produktion beobachten, okay, jetzt hat Maria die Personalstammdaten eingegeben, ist den nächsten Schritt gegangen, aber in einem Zeitfenster von 9 bis 18 Uhr ist nichts passiert, nicht von 9 bis 18, Entschuldigung, in einem Zeitfenster von 9 bis 18 Minuten ist nichts passiert, dann wissen wir, okay, jetzt ist ein sehr, sehr kritischer Punkt, an dem wir Maria wahrscheinlich verlieren. Das heißt, wir kriegen bei uns in der Produktion einen Alert und rufen dann Maria an und sagen, hey Maria, es geht um deine Bewerbung bei McDonald's. Wir haben gesehen, du hast angefangen, dich zu bewerben und wollten uns erkundigen, ob du an irgendeiner Stelle Hilfe brauchst oder ob du irgendwas brauchst, um die Bewerbung abzuschließen. Denn wir freuen uns wirklich auf dich und in dem Prozess. Wie können wir dich unterstützen? Und jetzt erfährt Maria etwas, was sie eigentlich gar nicht kennt. Ich nenne das immer die zweite Markenbotschaft. Man kann das auch Aktivierungseffekt nennen. Wir haben jetzt plötzlich eine wertschätzende Kommunikation des Unternehmens und im Vergleich dazu zu einem traditionellen Bewerberformular und oder einer Bewerbung per E-Mail hat Maria plötzlich die Möglichkeit, in Interaktion zu gehen und das auf eine sehr angenehme und wertschätzende Weise. Das sorgt dafür, dass wir Maria wieder zurück in den Prozess holen, wenn sie hier zum Beispiel rausgefallen wäre, weil sie zum Beispiel, wie wir gerade gesehen haben, zu 67 oder 77% mit dem Smartphone unterwegs ist und sich dort anfängt zu bewerben und dann einfach nicht weitermacht oder weil eben es an der Tür klingelt oder. Wir holen Maria zurück in den Prozess und geben Maria zusätzlich noch wichtige Informationen und das sorgt dafür, dass wir die Kandidaten wirklich gut an das Unternehmen binden. Das sorgt dafür, dass Maria eher bereit ist, in den Prozess weiterzugehen und in stark umkämpften Kandidatengruppen, wie zum Beispiel hier in der Systemgastronomie oder aber auch im Einzelhandel, im lokalen Bereich, beziehungsweise in der Pflege und überall, wo man sich es vorstellen kann, überall, wo es wichtig ist, die Kandidaten sehr convenient abzuholen, da schaffen wir es einfach, die Kandidaten gut zu binden. Wir haben zusätzlich die Möglichkeit, natürlich auch über ein Template spezielle Informationen einzugeben. Das heißt, wenn ich meinen Lebenslauf nicht bei der Hand habe, wenn ich in der Systemgastronomie arbeite, von der Schicht komme und sage, ich bin eigentlich nicht so zufrieden mit dem, was ich gerade tue, dann kann ich mich hier auch ganz einfach über die einzelnen Stationen beziehungsweise die einzelnen Template-Schritte hier durcharbeiten und einfach meinen Lebenslauf hier erstellen. Natürlich kann ich hier auch einen Lebenslauf hochladen in allen Formaten, die man sich vorstellen kann. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit natürlich, dass ich mir ein Feedback hole von unseren Bewerbercoaches und damit erreiche ich einfach, dass ich auch dort wieder einen Support bekomme und ein Stück weit Guidance, weil ich eigentlich ja gar nicht weiß, was ist eine gute Bewerbung, was ist nicht so eine gute Bewerbung. Wir haben das mal hier so ein bisschen aufgeschlüsselt, hier so, das klappt man auf und dann kann man sehen, okay, also ein Anschreiben und Lebenslauf und Anhänge, das ist schon okay, aber ein Videoclip oder eine Sprachnachricht, das gibt nochmal die persönliche Note, das sorgt dafür, dass der Personaler noch ein besseres Bild von einem bekommen kann und wenn ich hier nicht weiterkomme, dann öffnet sich über den Button einfach oder Live-Chat zu WhatsApp, sodass ich direkt auch Support bekommen kann. Wenn wir mit Maria im Gespräch sind, halten wir natürlich Kandidaten wie Maria auch immer dazu an, sich persönlich mitzuteilen und zum Beispiel eine Sprachnachricht, wie wir sie von WhatsApp kennen, einfach mal aufzunehmen und haben natürlich, damit das auch vernünftig ist und ein vernünftiges Format hat, hier ein kleines Tutorial hinterlegt. Das heißt, hier empfehlen wir dem Kandidaten, was er machen kann, was er sagen sollte, was er vielleicht nicht sagen sollte. Denn das ist ja auch mal ganz wichtig. Man soll ja nicht nur Inhalte transportieren, man sollte auch bestimmte Inhalte eher meiden. Wir wollen ja eine Sache verhindern. Wir wollen ja nicht, dass der Kandidat anfängt, seinen Lebenslauf vorzulesen und zu sagen, okay, und 1983 besuchte ich die Schule in Castrop-Rauxel. Das ist nicht so ganz der Sinn der Sache. Ziel ist immer, ein sehr persönliches, ein sehr authentisches Bild zu vermitteln. Wir haben also hier die Möglichkeit, hier ein Tutorial uns anzuschauen. Das sieht dann so aus. Ich reiße das jetzt nur noch mal kurz an. So, das kann, wir können uns dann im Nachgang auch noch mal anschauen. Und wir haben natürlich hier diverse Beispiele, wie das aussehen kann, sodass Maria oder Max oder Marcel
einfach mal einen Eindruck davon bekommen, wie sowas aussehen kann. Wir können das hier ganz interaktiv steuern, wir können aber auch eine Datei hochladen. Natürlich können wir das auch noch über ein Video machen und auch hier haben wir natürlich ein Tutorial, in dem wir einfach sagen, okay, so 30 Sekunden ist so die richtige Länge. Bitte schau doch mal, dass du das Setting für dich ordentlich einstellst und die Sachen sprichst, das heißt deine Motivation, deine Kenntnisse und Fähigkeiten, von denen du glaubst, dass sie die neue Position im Unternehmen stark unterstützen. Auch hier haben wir wieder ganz viele Beispiele, sodass man sich ein Bild davon machen kann und feststellt, okay, die kochen alle mit Wasser. Das ist also ganz normal. Das sind ganz normale Videos von ganz normalen Leuten in ganz normalen Situationen. Denn wir wollen ja ein möglichst authentisches Bild haben. Und deshalb geben wir da ein Stück weit auch Unterstützung. Ich kann auch wieder hier alles direkt aufnehmen bzw. hochladen und auch hier kann ich mir wieder ein Feedback holen. Oder aber für Leute wie mich, so Generation X, wenn man noch ein Anschreiben erstellen will, kann man das entweder hochladen oder aber auch hier nochmal direkt eintragen. Das heißt, wenn ich von der Schicht komme, unzufrieden bin und mich bewerben möchte, kann ich auch hier mein Bewerberanschreiben ganz smart mit dem Smartphone formulieren, sodass ich hier auch keine Zeit verliere und den Prozess abschließen kann. Wenn wir das alles gemacht haben, dann haben wir einen weiteren Prozessschritt. Das heißt, die Unterlagen gehen bei unseren Bewerbercoaches ein und werden erstmal gesichtet. Das heißt, wir machen eine Plausibilitätsprüfung und schauen, ob alles vorhanden sind. Wir haben öfter mal den Fall, dass geneigte Kandidaten aufgrund der Aufregung mal so eine andere Datei hochladen als den Lebenslauf oder das Zeugnis. Gute Beispiele dafür sind Screenshot vom Amazon Warenkorb, Lohnsteuerkarte und so weiter. Und auch dann rufen wir die Kandidaten an und sagen, hey, Max oder Maria, bitte sei doch so lieb und schicke uns nochmal dein CV oder lad ihn hoch. Wir glauben ganz fest, dass das den Prozess unterstützen würde. Und dann, wenn alles vollständig ist, dann leiten wir das direkt bei unseren Kunden, das Bewerbermanagementsystem. Das heißt, wir haben nicht mehr den Posteingang, E-Mail und wir haben nicht mehr die Notwendigkeit, alles manuell zu erfassen und 10 bis 15 Minuten dazu aufzuwenden, sondern wir schieben das direkt ins Bewerbermanagementsystem rein. Über eine API, wir haben Verbindung zu eingängigen Bewerbermanagementsystem und bringen unsere Kunden dazu in die Lage, dass sie einfach direkt mit den Kandidaten starten können. Ich sprach ja gerade so ein bisschen davon, wie das aussieht, wenn wir einen Lebenslauf erstellen. Und das sieht dann über das Template so aus. Das heißt, wir haben hier unsere Personalstammdaten, wie wir das kennen. Wir haben hier die einzelnen Stationen der Bildung. Wir haben die Berufserfahrung und wir haben natürlich auch die Zeugnisse. Und wenn wir hier auf den Button klicken, dann kommen wir auf die Audio- oder Videonachrichten. Natürlich werden die bei uns DSGVO-konform gehostet. Wir haben das uns für diesen Weg entschieden, geben den entsprechenden Personalentscheidern dann im Bewerbermanagementsystem einen eindeutigen Link, der nur für sie ist, und vernichten das dann entsprechend auch nach der Ablaufzeit. Hier haben wir das Video. Hier hätten wir die Audionachricht und zusätzlich, wenn wir mit den Kandidaten sprechen, machen wir etwas wie eine kurze Einschätzung von Maria. Das ist vielleicht nicht ganz günstig gewählt, aber wir machen etwas, was den Personalprozess unterstützt. Und zwar geben wir wichtige Informationen, wichtige Kernpunkte des Gespräches wieder. Und wenn wir feststellen, okay, Maria hat ganz spezielle Erfahrungen gemacht, oder Maria befindet sich in einer speziellen Lebenssituation, dann geben wir diese Informationen weiter. Wir hatten mal die Situation, dass sich ein Koch über uns beworben hat und wir mit dem gesprochen haben, also über uns bei einem Kunden von uns beworben hat. Und dieser Koch sprach davon, dass er in einem halben Jahr dann aufs Schiff geht und in seine Weltreise antritt. Und da sagt er immer wieder und sagt, ja, und dann geht's aufs Schiff und in 6,5 Monaten bin ich da und da und ist er in Paraguay. Und wir haben festgestellt, okay, das sagt er relativ häufig. Wir haben das angesprochen und gesagt, okay, wir glauben, dass das eine ganz, ganz wichtige Information ist. Dein Einverständnis vorausgesetzt, würden wir das gerne dem Kunden mitteilen, damit er sich einfach auf die Situation vorbereiten kann. Und er fand das völlig in Ordnung. Er hat gesagt, okay, ja klar, das ist ja bei mir fest geplant. Ich habe das bloß nicht mehr reingeschrieben, weil ich gar keine Einladung mehr zu Gesprächen bekomme. Deshalb lasse ich das immer raus und dann kann man immer noch mal gucken. Wir haben das dem Kunden mitgeteilt. Der Kunde war sehr dankbar für diese Information. Er konnte sich gut aufs Gespräch vorbereiten, die haben sich an den Tisch gesetzt, die haben sich füreinander entschieden, guten Gewissens, sie haben über alles gesprochen und haben eine Möglichkeit gefunden.
Wir sind sehr glücklich über dieses Beispiel. Es ist eines unserer schönsten Best-Practice-Beispiele, weil der Kandidat ist 6 Monate später tatsächlich nach Einstellung auf sein Schiff gegangen. Es war dann eine Südamerika-Rundreise, die nur 3,5 Monate dauerte. Das ist eine andere Geschichte. Aber er kam nach diesen 3,5 Monaten wieder, hat nahtlos wieder angefangen. Sie haben das Beschäftigungsverhältnis ruhen lassen, wie es im Fachjargon heißt. Und er hat natürlich tolle neue Einflüsse mitgebracht und war mega happy, dass er nicht nochmal neu in den Prozess starten musste. Und das war für alle Beteiligten eine sehr, sehr vernünftige Geschichte. Das ist eigentlich so zusammengefasst in aller Kürze, was wir tun. Das heißt, wir kümmern uns hier tatsächlich darum, dass die Kandidaten in einem vernünftigen Format mit einer guten Candidate Experience, einer guten Interaktionsmöglichkeit in den Prozess kommen. Wir werden in der Regel integriert auf Homepages. Wir sehen hier einen unserer Kunden. Wir haben dann, wenn wir hier auf Videobewerben gehen, dann entsprechend den Prozess, den wir uns gerade angeschaut haben, der startet dann immer natürlich im Look and Feel des Kunden. Das heißt, wir haben immer hier so ein kleines animiertes GIF, aber ein Key Visual, ein weiteres Visual im Hintergrund. So sieht das aus auf der Homepage. Wenn wir auf einer Stellenbörse wie Indeed sind, dann gehen wir, ja, ich muss mich erst anmelden, das ist der Nachteil bei Indeed. Ich gehe dann einfach auf den Apply-Button und auch dann startet hier der Besetzungsprozess. Das heißt, wir sind also auch nahtlos in den Stellenanzeigen komplett integrierbar. Und warum wir das machen und warum wir das genau in dieser Form machen, ist, weil wir in diesem Format eine Conversion von über 60% erreichen. Und wenn wir uns mal so ein bisschen vor Augen führen, dass ich eingangs so von 3 bis 6% Conversion sprach und wir jetzt bei 60% landen, einfach über ein zeitgemäßes Formular, über eine vernünftige mobile Darstellung, über eine Interaktion und eine wertschätzende Kommunikation, Einbindung in den gesamten Recruiting-Prozess, dann kann man sich vor Augen führen, dass diese letzte Meile immens wichtig ist für alles das, was wir tun, weil alles, was wir im Vorhinein richtig machen, der Austausch mit den Fachabteilungen, die korrekte Ansprache der Kandidaten, die Auswahl der Medien, wir haben gelernt, dass wir sehr, sehr stark und sehr, sehr gut targeten können, dass wir auch einen effizienten Prozess hinten raus brauchen. Aber die letzte Meile, die Überführung der Kandidaten, ist so wichtig, dass man an dieser Stellschraube drehen muss, um das Bestmögliche für sein Mediabudget herauszubekommen. Weil im besten Fall 10% von, was sagte ich, 1.700 Euro, das ist sehr, sehr viel verbranntes Budget. Das kann man besser machen und deshalb beschäftigen wir uns ausschließlich mit dieser Candidate Experience und der Unterstützung der Personaler und sorgen dafür, dass wir hier ein vernünftiges Ergebnis erwirtschaften. So, und das ist im Großen und Ganzen, was wir tun. Ein kleiner Bestandteil des Recruitings, ein kleiner, aber wichtiger Prozessschritt, in dem wir sehr, sehr tief drinstecken. Und damit bin ich eigentlich etwas zeitsparend auch schon durch. Ich hoffe, ich konnte die Zeit ein bisschen aufholen, die wir im Vorhinein verloren haben. Ich finde, verloren haben wir erstmal nichts. Okay. Die Inhalte waren ja trotzdem sehr cool und wissenswert. Insofern danke, dass du zwar da auch so auf die Uhr geachtet hast. Ich finde aber, man hat trotzdem einen guten Blick bekommen, Einblick dafür bekommen, was das Tool kann, wofür es einen Mehrwert bieten kann. Vielleicht mal Frage spontan heraus. Ich sage jetzt mal, die Generation Z oder Generation Z, wie auch immer, die ohnehin mit Social Media groß geworden sind, Kurzvideos hier und noch und nöcher überall kennen und auch sozusagen diese Hemmschwelle nicht haben, sowas mal eben zu erstellen, irgendwie ins Netz zu stellen. Hier ist es ja nicht mal irgendwie für die breite Öffentlichkeit, sondern das wird ja ganz klar gechannelt, wer das auch sieht. Aber wie ist das, habt ihr so ein paar Erkenntnisse, wie das mit Millennials und älter ist? Ja, ich bin ja im November 2021 bei Jobufo gestartet und war der festen Überzeugung, das ist ein Produkt für die Generation Z. Nur Generation Z. Ich habe mich derart geirrt, das kann man sich kaum glauben. Das kann man kaum glauben, das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben über alle Kandidatengruppen, also altersbezogen betrachtet, eine Verteilung von über 40% Video, etwas mehr als 10% Audio und der Rest sind nur noch Anschreiben. Uns unterstützen Formate natürlich wie Instagram, wie Videotelefonie, wie FaceTime, wie Snapchat, die WhatsApp-Audio-Nachrichten, die WhatsApp-Videonachrichten. Das unterstützt uns jeden Tag. Und wir stellen fest, dass die Hemmschwelle immer weiter sinkt. Und wir besetzen sowohl Generation Z-Ausbildung, Blue-Collar-Ausbildungsbereich, als auch, und das Beispiel habe ich gerade mal gezeigt, Pro7-Programmdirektoren, beziehungsweise auch ganz etablierte Positionen bei öffentlichen Trägern, weil einfach
die Kandidaten sich sagen, okay, das bin ich, damit identifiziere ich mich, das kann ich, das will ich. Und so wird das angenommen und umgesetzt. Und ich musste mich massiv eines Besseren belehren lassen. Weil ich zum Beispiel, ich bin, das dürfte ich gar nicht sagen, ich bin Mitte 40 und ich habe es noch gelernt, mit dem Hess und Schrader Bewerbungsanschreiben zu formulieren. Ja? Aber wenn man in einer umkämpften Kandidatengruppe ist und zum Beispiel Pfleger sucht oder Vertriebler und die die Möglichkeit haben, mit einem kurzen Video einen persönlichen Eindruck zu vermitteln, statt ein Anschreiben zu formulieren, dann nutzen die das sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig und nehmen das als gute Alternative zum Bewerbungsanschreiben. Und das ist eine Entwicklung, die hat sich so bewahrheitet, als wir mal gestartet sind. Wir sind ja mal nur mit Video gestartet und dann haben wir festgestellt, okay, die Leute halten die Kamera zu, die wollen scheinbar auch die Audionachricht. Dann haben wir gesagt, okay, sind wir nicht so restriktiv, wir machen jetzt alle Wege, dann findet jeder, was er will. Ja, und dann hat sich herauskristallisiert, dass das Video tatsächlich einen sehr, sehr großen und dann damals immer noch sehr, sehr schnell wachsenden Stellenwert eingenommen hat. Und auch die Audiobewerbung, die wir von WhatsApp kennen, dass die einfach unglaublich gut angenommen wird. Gerade bei Sprecherberufen, so im Customer Success Center und so weiter. Da ist die Stimme die Visitenkarte. Das ist völlig normal. Und wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich über einen Desktop zu bewerben und mit einem Smart Device unterwegs ist, dann ist das natürlich sehr, sehr schnell gemacht. Ne? Ich sage jetzt mal so, du hast es jetzt selber so ein bisschen angeschnitten im Hinblick auf Bewerbungsmappen, die es ja früher auch richtig gab. Also ja, kenne ich noch. In grauer Vorzeit, sage ich jetzt mal. Wo Lebensläufe, Arbeitszeugnisse, Arbeitsproben noch und nöcher irgendwie so zu solchen Romanen irgendwie zusammengestellt wurden. Da ist ja natürlich auch viel Energie reingeflossen, da ist viel Zeit reingeflossen, da ist auch... Ich will jetzt mal sämtlichen Bewerbern dieser Welt unterstellen, auch eine entsprechende Sorgfalt reingeflossen. Nun Absolut. Ist es ja so, dass so ein Video, sage ich mal, das hebelt ja so ein bisschen die Notwendigkeit der Muße aus. Klar ist es so, dass ich argumentieren kann, okay, ich muss irgendwie in beispielsweise 30 Sekunden ganz viel reinpacken. Was sagst du dazu, dass das vielleicht auch zu knapp ist? Also was kann ich alles erzählen und was muss ich aber vielleicht auch erzählen, um überzeugend zu sein? Grundsätzlich empfehlen wir 30 Sekunden bis 1 Minute 30. Wir limitieren das aber auch nicht. Ne? Wir haben teilweise Beispiel, dass genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen, passiert, dass die Leute sich unfassbar viel Arbeit machen und auch ein richtig geschnittenes Video reinstellen. Das haben wir bei Medien, das haben wir aber tatsächlich auch zum Beispiel beim Handelsfachwirt von der Edeka schon beobachtet, dass die Leute sagen, sie listen jedes Jahr 15.000 neue Produkte. Das finde ich interessant. Produkte in den und den Bereichen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Leute geben sich zum Teil richtig Mühe. Das heißt, die Muße fließt da ein Stück weit rein. Aber natürlich, Sinn und Zweck des Videos ist eigentlich, ein persönliches Bild zu vermitteln. Es geht darum, einfach zu zeigen, wer man ist und warum man glaubt, dass man das Unternehmen gut unterstützen kann. Natürlich spricht man ein Stück weit von Kenntnissen und Fähigkeiten, die man mitbringen möchte zur Party. Und man spricht aber auch über die Motivation. Warum mache ich denn das eigentlich? Und wir glauben, dass das in einem persönlichen Ausdruck, das heißt Audio oder Video, ein sehr viel stärkeres Gewicht hat als in einem häufig sehr konstruierten Bewerbungsanschreiben. Das ist deutlich authentischer. Ja, was ich zum Beispiel auch sehe, ist, an alle, die jetzt gerade auch noch zuhören und dabei sind, ist so der Vorteil, dass dieses sehr häufig auch gestellte erste Telefoninterview, was es ja häufig gibt, so als ja. Precasting-Element sozusagen, dass das schon viel direkter werden kann. Also das häufig ist es ja so, man checkt eigentlich so ein bisschen, lebt die Person eigentlich, gibt es die? ja. Ist sie wirklich die, für die sie sich ausgibt, so ungefähr, und fragt so ein bisschen ab, ob die Person, ich übertreibe jetzt natürlich, ne, aber ob die mehr als drei Sätze gerade ausreden können. Und hier hat man einen viel direkteren, unmittelbaren Einstieg auch irgendwie in die Persönlichkeit der Person. Das finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Und gerade in dem Konstrukt, wo wir uns mehr und mehr hinbegeben mit Hybrid und Remote Work und so weiter, kann ich einfach viel unmittelbarer Kandidatinnen und Kandidaten sehen, kennenlernen, irgendwie eine Idee bekommen, was sie so ausmacht. Ne? Definitiv. Und wie gesagt, es ist alles kann, nichts muss. Wir haben alle Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich ein Bewerbungsanschreiben formuliert habe, dann lade ich das hoch. Wenn ich der Meinung bin, ich mache das Video viel, viel lieber, als mich schriftlich auszudrücken, dann kann ich den Weg wählen. Und natürlich kann ich auch meine wirklich aufwendig gestalteten Bewerbungsunterlagen hochladen. Ne? Also das ist ja, das tut ihm keinen Abbruch. Also die Güte
findet Ausdruck. Ja, sag mal, kann ich auch, wenn du es erwähnt hast, dann ist es, habe ich in dem Moment nicht aufgepasst, kann ich im Zweifel auch mehrere Videos hochladen? Also sagen so nach dem Motto, das ist, was mich motiviert, das ist das, was mich ausmacht und so weiter und so weiter. Grundsätzlich kann man sich ein Feedback holen. Also wir empfehlen ein Video, weil mehrere Videos vermitteln ja nicht einen ersten persönlichen Eindruck. Dafür ist das Video da. Das ist ja ein Stück weit das bewegte Bewerberbild. Wir empfehlen ein Video. Aber ich habe die Möglichkeit, wenn ich damit nicht so ganz zufrieden bin oder ein Feedback einfach dazu brauche, mir zusätzlich nochmal von unseren Bewerbercoaches ein Feedback zu holen. Alright, steigen wir vielleicht nochmal kurz auf zwei kleine Punkte ein, die wir jetzt, glaube ich, an der Stelle noch nicht besprochen haben. Also einmal ist natürlich from Booking to Go Live, sage ich jetzt mal, also sobald ich das Ganze haben möchte, wie lange dauert das Ganze, bis es live ist? Ja, also wir haben hier so 2-3 Tage. Okay, also muss ich ja ewig warten, kleiner Scherz. Nein, das geht also ja schön schnell. Das ist Worst Case und die Implementierung selber, also wenn wir, jetzt muss ich mal fragen, die Implementierung meine ich jetzt quasi die Implementierung auf meiner Karriereseite, oder? Ist wahrscheinlich ja. Also im Grunde ist es so, ich komme auf dich zu, sage ich mal, oder aus jemandem aus deinem Team und sage, okay, ich möchte das jetzt gerne für mich nutzen. Bis von der Äußerung oder sagen wir mal von der Unterschrift bis zum, ich kann es für mich im Alltag nutzen oder meine HR-Kolleginnen und Kollegen können es nutzen. Wie lange dauert es? Maximal 72 Stunden. Und die Implementierung auf der Karriereseite ist, wir liefern dann ein Stück Code aus, das ist so lang. Und wir haben mal gemessen, wie lange ein ITler braucht, um das Ganze auf der Homepage einzustellen oder reinzukopieren. Da liegen wir zwischen 45 Sekunden und 1 Minute 30. Der Rest der Arbeit liegt komplett bei uns. Das heißt, wir nehmen natürlich Unterlagen wie die Key Visuals, die wir damit einbauen, die Ansprache, wie die erfolgen soll. Und dann machen wir natürlich noch einen Testlauf, dass auch die Anzeigen direkt im System ankommen. Wir sind ja auch für viele andere Jobbörsen, Dienstleister und über die direkten Bewerbermanagementsysteme. Und das geht sehr, sehr schnell. Also wir machen dann einen Testlauf und dann ist das live und dann geht das los, ne? Das finde ich sehr zeitgemäß. Dass es so schön schnell ist, finde ich Daumen hoch, gute Arbeit an der Stelle. Ich muss sagen, also, der Eindruck. Ich habe vergessen, die zweite Frage zu beantworten. Ich entschuldige mich. Wie du magst, wir wären da ohnehin noch drauf eingegangen, aber schieß einfach los. Die Implementierung erfolgt entweder auf der Karriereseite oder auf Stellenanzeigen. Deshalb habe ich die beiden Beispiele gezeigt von McDonald's auf der einen Seite und dann nochmal, beziehungsweise von der Edeka in der Präsentation. Und auf der Stellenanzeige wie auf der Karriereseite sind wir gleichermaßen integriert über diesen Button. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich muss sagen, von meiner Warte aus, du hast den Eindruck absolut bestätigt, beziehungsweise das Bild, was ich eingangs schon hatte, anhand der Charts, die ich sehen konnte oder wo ich es auch schon im Netz tatsächlich an einer oder anderen Stelle mal wahrgenommen habe. Ich finde, das ist ein super Produkt. Ich finde es super hilfreich. Ich finde es absolut zeitgemäß. Da mal Kompliment an die ganze Truppe. Hier sehen wir jetzt auch nochmal dich in deinem Fall unten rechts. Alex Eitner, CSO von JobUFO. Vielen Dank an dich an dieser Stelle und für die genommene Zeit, aufgebrachte Geduld gerne. mit dem leichten Verzug, den wir hier heute, sagen wir mal, erwirtschaftet haben. Und dir erstmal noch eine gute Woche. Bis bald. Das gleiche für euch. Wa? Bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, liebe Regie, schmeiß auch nochmal kurz die Kontaktdaten an. Zu dem Termin danach sage ich dann gleich noch was. Also hier screenshottet euch das kurz. Ihr habt in den, also bei Interesse, ihr habt in den Toggles von GoToWebinar in der Kopfleiste in Grau habt ihr, ich bin jetzt hier mit dem Mac drin, bei mir ist es rechts, ein Screenshot-Icon, da könnt ihr euch das Chart einmal direkt speichern, um den Kontaktdaten schnell Herr oder Frau zu werden. Und dann hatte die Regie freundlicherweise eben schon einen weitergeklickt. Da vielleicht noch ein abschließender Hinweis in eigener Sache. Unsere nächste HR-Web-Konferenz ist am 20. September. Wir gehen jetzt also ein wenig in die Sommerpause, wünschen allen an der Stelle schon mal sehr warme und geruhsame Sommermonate. Und ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für eure Teilnahme heute. Sag liebe Grüße aus Hamburg und vielleicht ja bis zum September. Bis bald. Tschüss.